Schönen guten Abend, Ladies and Gentlemen. Ihr konntet sogar ganz kurz noch in die Backstage-Kabine reinhören, weil ich wieder die Hälfte angelassen habe. Super, jetzt weiß jeder, dass alle in der Nase gepobelt haben, außer natürlich ich. Ich habe es nicht getan. Und wen haben wir denn heute alles hier? Gara kann ausnahmsweise heute nicht. Er musste, er war... Ja, wie soll ich das sagen? Er ist verhindert, er hat ein Dark Age of Camelot Meeting in einer sehr privaten, naja, nennen wir es mal Umgebung. Er kann Leute leider nicht. Aber wir haben heute Sali, die kennen ja wahrscheinlich ein paar Leute schon. Und wir haben heute mal den netten Herrn da unten rechts in der Ecke, den Herrn Energizer, des E-Guy Schnitzel oder auch Sascha genannt, glaube ich. Ich zähle immer den ganzen Rattenschwanz auf. Ja, wollen wir denn mal anfangen mit Sascha? Du bist ja quasi Ehrengast heute. Sprich doch mal kurz über dich. Das ist sehr nett. Dankeschön. Ja, hi. Erstmal guten Abend an euch, an alle, an euch drei. Ich muss erstmal gucken, wo ich überhaupt sitze. An neben mich, an über mich und an links über mich. danke erstmal für die Einladung. Freut mich wirklich sehr. Ja, ich bin Sascha. Man nennt mich auch Schnitzel, das ist irgendwie ein alt hängengebliebener Spitzname. Ja, auf Twitch bin ich This E-Guy, mache eigentlich Musik, also habe eigentlich mit Musik angefangen hier auf Twitch und bin auch jetzt eigentlich Gamer, Zocker unter der Woche. Ja, das bin ich. Du spielst unter der Woche Computerspiele? Ja, Wahnsinn, oder? Wow. Sogar am Wochenende manchmal. Verrückt. Und das, ja. Ja. Ja, ich komme aus dem schönen Oberhausen. Meine Hobbys sind Fahrradfahren und Schwimmen. Und lange Spaziergänge auf dem Strand. Ah, ja, gelegentlich, ja. In Oberhausen. Aber das, in Oberhausen. Das würde er ja nur sagen, wenn er nicht schon vergeben wäre. Ja. Ach so. Also ach, deswegen, Slabby, das ist eher was für dich als und mich. Wir sind ja beide Singles. Wir könnten sowas aufführen dann, um uns schmackhafter zu machen, ja. Ich sehe schon, dein Viech, ja. Was hat es eigentlich mit diesem Viech auf sich? Ja, es, ja, das Vieh, also das Vieh ist ein, ja, ich habe angefangen, oder ich sag mal so, ein Spiel, was ich richtig geliebt habe, was ich gestreamt habe, eines der ersten, war The Book of Unwritten Tales. Und das Vieh, was gerade per Emote durch den Chat geht und auch hinter mir steht, das ist das Vieh aus The Book of Unwritten Tales. Das habe ich durch Zufall, durch wirklich riesen Zufall, auf der Gamescom bekommen von den von Nordic Games. Weil ich liebe Vieh. Vieh ist halt ein super, super geiles Teil. Und ich habe im Internet geguckt, wo man das kaufen kann, woher man das bekommt, weil ich das unbedingt haben wollte. Ich wusste, es gibt davon Stofftiere oder so ein Plüschding halt. Und habe dann auf der Gamescom den Stand gesehen von Nordic Games und da stand Vieh. Und dann bin ich da hingegangen und habe halt die Leute gefragt, sag mal, woher kriege ich das? Wo kann ich das kaufen? Was kostet das? Gib mir das. Ich will das einfach haben. Und dann hat der, das war irgendein Entwickler, glaube ich, auch, der dann da kurz mit mir geredet hat. Und dann sagte der, ja, komm doch einfach später nochmal so am Ende von der Gamescom, so an dem Tag. Ich so, okay, alles klar. Ja, bin ich da hingegangen. Und dann sagte er mir, ja, so das Vieh gibt es leider nicht zu kaufen. Das gab es wohl irgendwie nur in der Starter-Edition von diesem Spiel, in diesem Kickstarter-Pack. Und ja, dann drückt er mir Vieh in die Hand und eine Collector's Edition von Book of Unwritten Tales. Und seitdem steht Vieh hier. Und Vieh ist halt der Running Gag einfach. That's it. So kann man sich auch ein Maskottchen für Stream anschaffen. Ja. Aber finde ich gut. Das war gar nicht gedacht so, aber irgendwie läuft das so mit Vieh jetzt einfach. Aber ich hätte jetzt ernsthaft eine herzergreifende Geschichte erwartet. Ja, also generell ist es so, dass Vieh lag auf dem Boden auf der Gamescom und die Leute sind halt über Vieh drüber gelaufen. Ja, okay. Und dann ist mein Herz zerbrochen und dann habe ich Vieh einfach mitgenommen. Habe ihm bei McDonald's einfach Nuggets in den Mund geschoben. Und dann hat er gesagt, ich bleib bei dir. Und jetzt ist er hier. Und aber uns sehr. Was ich fragen wollte, hast du dich denn schon mit der Sprache auseinandergesetzt von Vieh? Also kannst du sie schon fließend sprechen? Ja, ich habe nämlich auch gelernt, als ich die beiden Teile gespielt habe. Ja. Aber das sollten wir heute eventuell meiden, denn nicht jeder ist in der Lage, dann uns zu folgen. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, du hast recht, ja. Sali! Anwesend. Du bist ja kurzfristig heute für Garak eingesprungen. Willst du vielleicht auch noch ein, zwei Worte loswerden? Bevor wir. Dankeschön, dass ich kurzfristig einspringen durfte. Greif uns das doch noch unter die Nase. Oh ja. Nein.
Was hat das mit diesem Baum da im Hintergrund zu tun? Oh, warte, also ja, das ist ganz exklusiv, das kennst du wahrscheinlich nicht, ne? Gab es in deiner Kindheit nicht. Also momentan befinden wir uns in einem Monat, wo bald der Höhepunkt stattfindet, so, und ja, manch einer stellt sich so was in den Hintergrund, ins Wohnzimmer. Bei anderen kommen Geschenke drunter. Bei mir liegt eine Katzenrolle drunter, so eine stinkige. Sieht hübsch aus. Ich mag diese Weihnachtsstimmung. Ich mag das unglaublich gerne. Das Zusammensitzen mit Familie und so. Oh, nee, das brauche ich jetzt nicht. Dafür, es gibt halt keine Kinder in keinem der Haushalte in meiner Familie mehr. Aber ich mag die Stimmung, ich mag die Lichter, ich mag den Geruch und mich macht das glücklich. Ich komme hier rein, ich sehe den geschmückten Baum und bin happy. Du bist aber auch echt Miss Weihnachten geworden, oder? Ja, ne? Edgar Wallace hat seine Mütze auf. Ja, Braincake. Ich hab nur Weihnachtsmützen hier rumfliegen, ist echt schlimm. Zum Glück konnten wir das noch schnell ausreden, dass sie die wieder absetzt. Ja, da hat sie vorhin schon in der Vorbereitung schon aufgehabt. Ja. Ja, aber Slappy hat erstmal durchgezogen. Slappy, wie geht's dir? Sonntag heute, ne? Schön entspannt. Ich habe den ganzen Tag WoW gezockt. Also, war richtig schön. Okay. Was, ich habe ja keinen Hintergrund. Ich kann mir ja nichts dahinstellen, weil ich ja keinen habe. Ne? Außer meinen Migrationshintergrund, aber den kann ich ja jetzt nicht darstellen. Ja, der war schon. Du eine Postkarte nehmen können, oder? Wir werden heute übrigens nur mal ganz kurz, um das nicht weiterzuführen, dieses Thema. Da müssen wir ganz kurz mal in die Bresche gehen. Wir haben heute eine offene Runde. Wir haben so ein, zwei Themen, über die wir reden werden. Ihr könnt jetzt, wenn ihr wollt, unter Hashtag Plankenschnack, könnt ihr uns bei Twitter erreichen und eure Fragen quasi an uns quasi posten. Und wir werden darauf eingehen. Also heute ist eher so der gemütliche Schnack ohne Themen. Und meine erste Frage, die ich sogar sowieso als erstes fragen wollte, sag mal, wie ist denn das eigentlich mit der Musik bei Twitch? Ja, Sally, erzähl mal. Ja, also ich hab, das ist echt ein Problem, ne? Weil wenn ich die zu laut mache, ist immer im Podcast alles gemutet. So. Oder ich kann selbst auch nicht singen. Ja. Was machst du doch immer? Ja, egal, wie ist denn das mit dem Singen? Erzähl mal. Also, mit der Musik. Dann mit der Musik. Okay, Musik. Ja, wie ist das mit der Musik? Ich glaube, da müsste ich ein bisschen ausholen und ein bisschen auch bei mir anfangen, was die Musik angeht. Ich finde es erstmal faszinierend, dass es bei Twitch den Bereich gibt, dass man sowas anbieten kann mit der Musik. Das ist ja bei vielen anderen nicht der Fall. Es gibt ja mittlerweile viele Kanäle, die Musikstreams machen. Es gibt auch viele bekannte Kanäle. Es gibt viele Labels, die Musikstreams machen. Auch aus den verschiedensten Bereichen. Und ich finde, das ist zu dem eigentlichen Twitch, wo es, glaube ich, herkommt, eine super Ergänzung. Es ist was Neues. Es ist auf jeden Fall was Frisches. Und ich bin gespannt, wie sich das noch in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten entwickeln wird. Das ist ja, glaube ich, auch noch so ein bisschen in den Start schon, glaube ich. Hast du denn gleich, als die Rubrik kam, eingesetzt oder warst du vorher schon da mit Musik? Nee, also ich habe angefangen auf Twitch mit der Musik vor ungefähr 5 Monaten circa, 5 bis 6 Monaten. Da gab es die Rubrik schon. Ich komme aus dem Bereich Internetradio, habe da jahrelang aufgelegt. Hab mich dann da irgendwann von distanziert, weil ich da einfach, weiß ich nicht, mir hat irgendwann der Reiz gefehlt. Ich hatte da nicht mehr so wirklich Spaß dran. Auch überhaupt, was die Musik angeht, was das Auflegen angeht. Hab dann erstmal ein gutes Dreivierteljahr bis Jahr Pause gemacht und bin dann irgendwie auf Twitch hängen geblieben. Also ich habe früher bei meinen Shows war das so, dass ich immer neben dem, was du gehört hast im Radio, auch habe ich einen Livestream angeboten im Netz, aber ohne Ton. Das heißt, du hast nur das Bild gesehen und den Ton gehört. Und ich fand das immer interessant, für mich selber zu sehen, was macht der da eigentlich, den ich da höre? Ich will den sehen, was tut der da? Und so hat das dann angefangen irgendwann. Ja gut, und dann kam dann irgendwann Twitch. Und da habe ich dann, angefangen mit auch World of Warcraft, H1Z1, ganz früher auch genauso schlecht wie heute. Und habe dann irgendwann, ich glaube auch durch Zufall entdeckt, ey, du kannst ja auf Twitch nicht nur zocken, sondern du könntest ja auch deine Musik streamen und hättest eigentlich genau das, was du
bisher ganz geil fandest. So, du unterhältst die Leute mit Musik, du lebst dein Hobby aus und du kannst auch zeigen. Also die Leute können gucken, was du da machst. Und so kam das eigentlich dann, dass ich bei Twitch mit der Musik angefangen habe. Ja. Also die Rubrik gab es wohl schon. Ich kann auch ehrlich gesagt nicht genau sagen, seit wann es das gibt, seit wann das angeboten wird, aber ich glaube noch nicht allzu lange. Aber das kann ich dir sagen. Ja. Anfang diesen Jahres. Ja. Na, siehst du. Da? Ich habe mal schnell für dich geantwortet, wa? Okay, ja, das super. Ja. Wie oft machst du das jetzt in der Woche dann? Also, dass du richtig, ich sag mal, dein Nümmerchen schiebst da auf dem Teller? Ich mach's einmal samstags, jeden Samstag einmal die Woche, immer um 10 abends. Hab am Anfang gedacht, okay, ich mach das einfach spontan, wie ich Lust und Laune habe. Dann habe ich gedacht, ich mach das einfach mehrmals die Woche. Und dann dachte ich irgendwann so, ich mach's wie früher. Leg mich auf einmal die Woche fest, auch zu meiner Zeit, die ich früher gemacht habe. Und das ist eigentlich eine Mischung aus, okay, die Leute haben was Festes, wo sie wissen, okay, jede Woche können sie da sein, wenn sie Musik wollen, können sie die hören. Und eine Mischung aus, ich verheiz mich da nicht. Sonst würde ich, glaube ich, jeden Tag auflegen. Aber das würde ich maximal 2 Wochen machen oder 3 Wochen oder so. Und dann wäre da, glaube ich, die Luft raus. Ja, also einmal die Woche. Vielleicht mal spontan noch einen Stream dazu, aber sonst einmal die Woche. Jeden Samstag. Jeden Samstag, genau. Immer samstags, außer es ist Schnee oder so. Oder Viech hat Hunger und du musst zu Maggis Chicken Wings holen. Ich hatte immer Hunger, ja. 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 Aber es ist ganz geil, es macht mega Spaß. Es ist auch, wie gesagt, ich denke, es ist was Neues, auch für Twitch. Und es kommt echt super an. Also jetzt nicht nur bei mir, auch bei vielen anderen Musikstreams. Es ist echt cool, es macht auch mega Spaß einfach. Auch direkt eine Reaktion zu sehen, sei es im Chat oder wo auch immer, auf Twitter, auf was weiß ich was. Es macht echt mega Spaß, wirklich. Richtig cool. Das kann ich mir vorstellen. Habt ihr auch schon mal, also Sali und Slappy, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, irgendwas anderes zu machen auf Twitch, außer Games spielen, also außer Spielen? Ja. Ja, momentan. Hab ich. Aber ich kann mich nicht dazu durchringen, weil ich mich nicht traue. Möchtest du Gitarre spielen und singen? Zum Beispiel, ja. Ich muss das aber noch irgendwie hinbekommen. Ich würde am liebsten gerne mal E-Gitarre spielen. Aber dann habe ich nicht hinbekommen mit Mikro gleichzeitig und meine Gitarre an den Rechner anschließen und dann hier diese ganzen Verstärker, Amplifier und so, das gleichzeitig halt laufen zu lassen, dass man mich dann hört und ich trotzdem die Gitarre quasi verstärken kann und sowas, weil so Akustikgitarre, das wäre, glaube ich, ein bisschen langweilig. Okay. Oder da traue ich mich nicht so recht mit Singen und allem drum und dran, das mit auch zu machen. Aber an sich habe ich das auch schon häufig überlegt, ja. Aber wie wäre es denn sonntags zum Beispiel, so den Kuschelrock-Sonntag zum Beispiel, und dann haust du in die Klampfe und wir können bei dir Jingle Bells live hören zum Beispiel, zu Weihnachten? Ja, hatte ich tatsächlich überlegt, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich traue mich nicht. Ich finde das besser, dann das selber über YouTube zu machen. Weil da kann ich dann 100.000 Takes aufnehmen und dann das Beste daraus quasi nehmen und dann das hochladen. Wie ich das bis jetzt immer gemacht habe. Und so ist das live. Dann hört man halt, wie das klingt dann tatsächlich, wenn ich mich mal dahin stelle und das mache. Deswegen. Okay. Aber an sich ist es eine geile Idee, ja. Also ich würde begrüßen. Was hast du gesagt, Sascha? Ich sag, wenn er das sonntags machen würde, würde ich ihm vom Bett aus zuhören. So ein Kuschelrock-Sonntag im Bett. Das wäre geil. Okay, das wäre jetzt ein bisschen zu intim, aber ja. Och, Hände warum? Aber auch über die Decke, ne? Ja, okay. Jetzt mal ein bisschen sachlich bleiben hier, die Damen und Herren. Ja? Also sonntags macht man was anderes, da kocht man und sowas, ja. In der Kirche. In der Kirche. Bugstreams habe ich gesehen. Es ist Wahnsinn, was zurzeit echt passiert auf Twitch, oder? Also Sali, was war denn deine Idee? Was wolltest du denn? Sprich. Du wolltest backen. Nein, das ist momentan eine Idee, die mir so ein bisschen im Kopf rum spuckt. Ich weiß gar nicht, ob das Spruch hat. Wobei, wenn ich es dann ausgesprochen habe, müsste ich eigentlich meinen Hintern mal in Bewegung setzen und das wirklich in Gang bringen. Denn das ist eigentlich kein Kunstwerk und ich finde die Idee ganz hübsch, wie Kochen von Nerds für Nerds. Schnelle Sachen. Das ist so oft, dass die Leute nicht, weiß ich nicht, ob das junge Mädchen, viele junge Mädchen können nicht mehr kochen. Das finde ich unglaublich schade. Ich habe mit 8 schon angefangen zu kochen. Das hat meine Mama mir so beigebracht. Und so Kleinigkeiten. Das sind wirklich, ob das Resteverwertungen sind von Sachen, die du im Kühlschrank hast, um da noch Nettes rauszumachen und so.
Ja, für YouTube, ich bin nicht für YouTube. Das ist nicht meins. Ich will mit Leuten reden, die da, wo ich weiß, die sind in dem Moment da und nicht mit, ich habe da eben mal was vorbereitet. Take. Ich habe da eben mal was vorbereitet. Take. Das ist nicht so meins. Da bin ich am Überlegen, ob wir das irgendwann mal vielleicht am Wochenende, so am Sonntag. Ne? Hört sich gut an. Würde ich begrüßen. Kochen, kochen und eventuell, also kochen und im Nachhinein, ich bin nicht so gut im Backen. Das ist aber wieder vom Vorteil, dann mache ich wenigstens Sachen, die einfach sind und die man nachvollziehen kann. Ja, das ist so. Du kannst ja beim Kochen Ne? backen lernen. Du musst einfach die Kochutensilien gegen süß tauschen und dann nimmst du Bacon und dann heißt es kochen. Ah! Ja. So einfach Nein. ist das, Ali. Hast du noch nicht drüber nachgedacht? Was? Wo du recht hast, hast du recht. Also, das ist was, wo ich momentan drüber nachdenke, dass am Wochenende mal. Von Nerd für Nerd. Das klingt echt Kochen würde ich kochen. tatsächlich auch gerne mal machen. Im Aber Stream? ich kriege halt meine Technik nicht in die Küche. Das ist das Problem. Die Ausrede benutze ich schon seit 7 Monaten ungefähr. Ja. Wenn ich Aber irgendwann. Ja. mittlerweile ist es so weit, dass ich gesagt habe, okay, die Küche ist für mich nicht akzeptabel, um sie im Stream zu zeigen. So weit bin ich jetzt schon. Also ich habe den nächsten Grund gefunden, umzuziehen irgendwann. Ja, so Ich weit muss ist nur es. gucken, ob der Laptop läuft und Stativ. Das Einzige, was ich glaube, ich brauche, ist so ein Stativ, wo ich die Cam drauf mache und dann Laptop. Was brauchst du? Du brauchst doch nichts, oder? Das ist doch sowieso alles nur Schnickschnack und ich will ja nicht hier. Ah, kling, kling. Ich koche, sondern hier, guckst du, ich mache Essen. Laptop, Cam und mehr gibt's nicht. Und Wo vielleicht kommst du Bier. nochmal her? Aus welcher Ecke? Grob Warum? geschätzt. Wolltest du vorbeikommen in der Ja, ich komme dann Schweiz? zum Essen, Ja, klar. kein Problem. Beiz? Bitte? Meins? Nein, nicht Was? die Schweiz, Reiz? grüezi, die Ja, Schweiz mit der ist kein Bergen. Problem, oder? Gut. Ja, ist gut. Kommst vorbei? Ja, kein Problem. Gut. Wenn wir das jetzt mal diese Kreativschiene, also wenn wir das mal alles unter Kreativ tun, ja? Also wenn ich das mal darf, Verzeihung Sascha, du bist ja aktiver Musiker, ich pack dich jetzt mal in die Kreativrubrik rein. Habt ihr das Gefühl, dass das eine erfrischende Sache für Twitch ist und konsumiert ihr das selber auch in einem, ja, ich nenne es mal größeren Maße oder seid ihr da eher so die Leute, die sagen, okay, ist cool, dass das gibt, aber ich gucke das nicht. Also ich gucke regelmäßig Häkel-Streams. Und das ist kein Spaß, lach nicht. Nein. Ich habe auf das Kappa gewartet. Nein, 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 nein. nein, nein. Nein, nein. Ich gucke bei der Also. Schnatzi regelmäßig zu. Oh, ich gucke nicht nur bei Schnatze. Ich schaue sehr viel im kreativen Bereich, egal ob das Zeichnen, Gestalten und solche Sachen. Ich guck viel. Gerade wenn ich jetzt nicht mich auf irgendwas einlassen möchte, lalalala, oder einer meiner Streamer jetzt gerade mal nicht streamt, dann gehe ich in den Kreativbereich. Okay, wie ist das bei dir, Sascha? Also, ich finde es eine Bereicherung für Twitch. Ich selber gucke zwischendurch mal gerne in Creative rein. Natürlich auch viel Musik, aber wahrscheinlich eigentlich eher, weil das halt so mein Bereich ist. Ich finde aber gerade die Streams, die Creative streamen und Sachen machen, wo ich so, sagen wir mal, für 2 Minuten reingucke und dann vorm Bildschirm sitze und ich denke so, Alter. Ist das fett? Wie geht das? Ich will das können. Das finde ich mega. Also solche Creative Streams gucke ich auch. Also Jekyll ist jetzt nicht unbedingt so mein Haupt Creative Stream, den ich gerne gucke, aber da gibt es einen, keine Ahnung, wie der heißt, der baut irgendwelche Figuren aus irgendwas. Da sitze ich manchmal vorm Rechner und ich denke, wow, hammerhart. Der den Also, Kappa gebaut hat damals. das weiß ich nicht. Ich habe mal, der hat Weiß irgendeine nicht mehr, wie der Spielfigur, heißt. glaube ich, nachgebaut oder so. So eine große Bärfigur Er war mit schon einem riesig, Typ mit ja. einem Bart. Ja, Ja, genau, den gucke ich auch. Das ja. Ja, ist genau Beth. der. Ja. Also, den gucke ich auch. Ja. Wie heißt der denn nochmal? Genau. Ich habe ihn hab in meiner Liste drin. Der ist richtig gut. Der macht das aus diesem Fo Fomi? Fondue? Nee. Nein, ja, Fondue. diese Masse. Ne, das ist also ganz, ganz toll kreativ. Super. Ja. Mache ich Ich gerne. find's auch klasse. Also ich gucke viel bei Leuten rein, die zeichnen, weil ich kann selber nicht zeichnen und ich finde es halt echt
extrem cool, vor allen Dingen, weil du es halt auch live sehen kannst, ja, wenn sie sich vermalen oder so. Man sieht halt, dass die Leute nicht perfekt sind und das finde ich immer sehr schön. Also ich persönlich muss sagen, ich mag den Kreativbereich, dass man nicht nur spielt, sondern auch zum Beispiel diese Gaming-Talkshow ist für mich auch, sage ich mal, kreativ. Da gibt es echt viele, viele Leckerbissen, die man sich mal angucken kann, die auch sehr informativ sind und ich find's klasse. Was ich persönlich sehr, sehr geil finde, ist, dass sie diese Bob Ross-Nummer gestartet haben, um das Ganze nochmal so ein bisschen ins richtige Licht zu rücken. Sehr coole Aktion. Sehr, sehr coole Aktion. Ja. Death Sculpt heißt der, glaube ich. Kartoffelkatze hat es gerade rein gepostet. Der ist wirklich gut. Ja, das ja. Habt ihr das schon? Macht du, Verzeihung? Ich glaube, das ist auch so, auch wie viele andere Bereiche, auch so ein zweischneidiges Schwert. Für, ich glaube, Alteingesessene auf Twitch, die denken so, boah nein, Twitch ist eine Gaming-Plattform, hier werden Games gestreamt und die denken dann, was wollen da Leute, die häkeln oder die irgendwelche Skulpturen bauen oder so. Aber dann gibt es halt auch wieder die anderen, die meines Wissens nach eigentlich überwiegend sind, die dann sagen so, ey, das ist ja geil, ich kann ja hier nicht nur gucken, wie einer zockt, das ist der Ursprung, das wird ja auch immer so bleiben, klar. Aber dass das immer erweitert wird um verschiedene Bandbreiten, finde ich persönlich super geil. Aber das sind dann eher die, nicht die Alteingesessenen, sondern die Jungeingesessenen, weil die Alteingesessenen, die wissen, wo Twitch herkommt. Ja. Und das hat ja als Streaming-Plattform für eben Nicht-Games angefangen, ne, mit JustinTV. Ja, na gut, klar. Aber es ist ja dann, ja, genau. Es ist ja dann eigentlich nur, es ging ja nur um Games, als das dann geswitcht wurde. Ja. Und, ja. Ah, da müssen sie natürlich auch wieder vorsichtig sein, dass das eventuell nicht ganz gegen Baum fahren jetzt. Ja? Also ich meine, man kennt das ja, die Vorgeschichte. Und was machst du da eigentlich, Sali? Verdeckst du das, damit man nicht sieht, was das ist? Ja, das ist völlig egal. Yay! Wir dürfen ruhig wissen, dass du... Durch Produktplatzierung finanziert. Also, das ist egal. Du musst da... Das sieht übrigens komisch aus, als wenn du es ganz normal trinkst. Ja? Nur mal so am Rande. Also, ich finde es auch echt, echt klasse. Also, habt ihr eigentlich schon mal... Wer ist denn wirklich alteingesessen, der bei seit Twitch Start... Ist einer von euch schon seit Twitch Start hier? Nicht? Ich habe vor 2 Jahren, glaube ich, angefangen, Twitch zu gucken. Okay, ich habe Twitch über die PlayStation entdeckt. Also ich bin schon, also damals mit und Twitch gleichzeitig parallel habe ich schon geguckt. Also als gerade der Umschwung von Justin auf Twitch kam, seitdem bin ich schon dabei. Wisst ihr, wie viele Streamer ungefähr, also was würdet ihr so Pi mal Daumen schätzen, wie viele Streamer sind von Justin hierher gekommen? Also die schon Games bei Justin gestreamt haben und heute noch da sind. Heute noch da sind? Ja. Ach, das sind keine 100 wahrscheinlich. Oh, da bin ich jetzt gespannt. International? Also ist international, deutschsprachig ist aber. Nee, da brauchst du kein aufzählen, ist keiner. Aber also jetzt international, ja. Ich würde auch sagen, nicht viele. Aber, also ein paar denke ich schon, aber ich glaube nicht viele. Es sind unfassbar viele Leute noch. Echt? Ja. Unfassbar viele Leute. Also, es ist. Also, zum Beispiel, ich kenne es von 2 Leuten zum Beispiel. Also, Dan und Man vs. Game sind schon seit dem ersten Tag sind sie schon hier. Und ich hatte das letztens, habe ich mal drüber nachgedacht, weil bei Dan kam jemand rein, der hat geresubbt für 40 Monate. Und dann sitze ich so vor dem Bildschirm und denke so: Was war das gerade? 40 Monate. Das ist echt, also das da, ist hart. Wenn man sich das mal überlegt, wie lange Leute das schon machen, Wahnsinn. Ja? Also zum Beispiel bei Dan weiß ich, dass das schon, der macht das schon seit 6 Jahren. 6. Dan macht das schon seit 6 Jahren? Seit 6 Jahren streamt er schon bei Justin. Deshalb hat man da auch, der hat doch zu Halloween, hat er doch so alte Sachen von sich laufen lassen, ne? Und hat er noch fast Haare. Ja, und er war ein ganz schmaler und also er sieht so ganz anders aus. Da dachte ich mir, das kann doch jetzt nicht sein, dass das sich so verändert hat. Aber ich glaube, da schon noch 2012 waren das noch Sachen. So lang schon. Ja. Und bei Man ist es halt auch, der ist auch schon, weiß ich nicht, der ist auch schon aspirant. Wie ist das, was denkt ihr von euch selber, wie lange macht ihr das? Seid mal, schätzt das mal ehrlich für euch selber ein und wenn euch jetzt solche Sachen gesagt werden, denkt ihr, dass irgendwann für euch sowas eine Möglichkeit wäre? Also, dass es so lange geht? Das hier? Also, ich greife da jetzt mal ganz kurz vor. Ich weiß ja, wie
meine nächste Planung so im Privaten für die nächsten paar Jahre aussieht. Und auf jeden Fall, also ich bleibe hier. Das ist, mich macht das glücklich, und falls nicht ein ganz, ganz schlimmer Schlag in meinem Leben passiert, ja. Also wenn der Baum irgendwann im Stream umfällt. Wow, hallo, das sind echt krass Kugeln, ja. Weißt du, was dann hier los ist? Ja, eben. Kreativ putzen gibt's dann. Visceral Cleanup, oder? Mhm. Das ist gut. Nein, es ist genau, ich liebe diese Plattform. Ich habe so unglaublich viel Spaß, und ich zocke mein Leben lang schon. Ob ich jetzt mit Cam zocke oder ich sage immer zu den Leuten, sage ich, ich würde jetzt auch hier sitzen, wenn ich nicht streamen würde und würde was zocken. Also verbinde ich doch lieber das eine mit dem anderen. Spaß mit noch mehr Spaß, kann man das so sagen? Doch. Klar. Also ich habe auch im Juli, glaube ich, 2015, nee, 15 haben wir ja jetzt, 14, 2014 angefangen. Und ich weiß nicht, wo die Zeit geblieben ist. Das kommt mir vor, als hätte ich erst vor ein paar Monaten angefangen. Und bin jetzt auch schon bald ein Jahr bei Dan Subscribe. Da weiß ich auch nicht, wie lange die Zeit vergangen ist. Das sind schon fast 12 Monate. Und ganz im Ernst, wenn die Zeit hier so schnell vergeht, dann werde ich wahrscheinlich auch noch in 3 Jahren oder 4 Jahren hier sein. Von daher. Und dann werde ich irgendwann die 40 bei Dan stehen haben, aber dann haben andere schon wieder 80, von daher. Wahrscheinlich. Das ist schon hart. 40 Monate, das ist echt hart. Das ist richtig toll. Ja, das ist mega. Also ich weiß nicht, ich kann bei sowas nie eine Angabe machen. Ich finde es sehr spannend, sehr interessant, und es ist... ich glaube, es hat viel, viel Potenzial, sowas. Ich glaube, auf die Frage kann man eigentlich nur antworten, mit solange es Spaß macht. Punkt. Ja. Das würde ich auch sagen, ja. Du, Nils? Du, ich habe mir schon oft Gedanken darüber gemacht. Ich meine, es ist sehr zeitintensiv. Das kann man nicht abstreiten. Das haben wir auch schon das ein oder andere Mal besprochen. Ich sag mal, solange der Körper und der Geist das noch mitmacht, glaube ich, werde ich meine ganze Energie da reinhauen. Also ich meine, ich bin jetzt auch schon fast 3 Jahre dabei, ne? Also es ist schon eine Menge Zeit. Du hörst dich so gar nicht aus, so ohne Bart. Ist gut, oder? Also ich finde es auch ohne Bart so ein bisschen besser, aber das ist halt wenn ich das kurz erklären darf, meine persönliche, sag ich mal, Challenge, Herausforderung fürs nächste Jahr. Ich werde vom 24.12.2015 bis 24.12.2016 mir einen Bart wachsen lassen. Also nichts rasieren, gar nichts, Vollbart. Gar also nichts. Keine Zicke, also das Einzige ist Oberlippe. Alles andere das komplett das ganze Jahr durch für den Stream. Das war meine Idee dahinter. Und weil ich natürlich auch über Weihnachten Hitman spiele, da muss der Bart weg, sonst geht das nicht. Sieht sehr gut aus. Also ein bisschen stutzen würde ich dir schon empfehlen. Immer mal die Spitzen schneiden. Natürlich, aber für den Stream und so, verstehst du? Mhm. Natürlich, das finde ich auch, das wollte ich euch gleich im Anschluss noch fragen. Was habt ihr geplant fürs nächste Jahr mit eurer Community? Also habt ihr da gewisse Sachen geplant? Ich habe nämlich was Großes geplant. Ihr dürft, also haut rein, ich mach... Ich möchte, bevor wir damit anfangen, möchte ich nur kurz sagen, dass ich es schön finde, dass du eigentlich eingesehen hast, dass du gegen meinen Bart einfach keine Chance hast und den überhaupt nicht. Ja, Slappy, ich weiß. Ich weiß. Wow. Ich kann dir gerne ein paar Fotos schicken, so mit... die kannst du dir dann übers Bett hängen. Da möchte ich irgendwann hin. So, weißt du, wie man früher Terminator aufgehangen hat. Schwarzenegger und so. Wenn man pumpen gegangen ist, dann kannst du mich aufhängen. Gut. Okay. Ja. Habt ihr Pläne für nächstes Jahr? Also ich meine, wir gehen ja schon stramm aufs Ende zu des Jahres. Was sind so eure Pläne? Ich meine, Sali, ihr seid ja alle noch ziemlich jung, sage ich mal, im Twitch-Leben. Habt ihr irgendwas euch vorgenommen? Sali? Vorgenommen? Nee, ich bin eigentlich momentan ganz zufrieden, so wie es ist. Also ich würde jetzt nicht noch mehr, abgesehen, wenn ich das am Sonntag mache ab und zu, noch mehr streamen. Nee, eigentlich groß. Wie gesagt, ich bin ja erst seit einem Jahr dabei. Slavy? Ich glaube nicht. Sascha?
kann ich mich eigentlich auch Sally fast anschließen. Also ich plane sowas eigentlich auch echt nie. Also man ich weiß nicht, ich denke so, okay, wir gucken mal, was kommt und dann schauen wir mal, was wir draus machen oder auch nicht. Also gibt immer Sachen, spontane Ideen, die einem kommen, wo man sagt, okay, cool, das könnte man machen oder Ziele, die man sich setzt, wo man sagt, das will man erreichen oder was weiß ich. Aber eigentlich, dass ich sage, nächstes Jahr möchte ich gerne das und das machen. Okay, doch, ich möchte gerne ein Treffen machen, ja. Ich möchte mich gerne mit ein paar Leuten treffen, so ein kleines Community-Treffen oder was auch immer, ja. Aber sonst habe ich eigentlich echt keine Pläne. Planlos. Planlos, absolut planlos. Was hast du denn geplant? Also ich brauche jetzt irgendwie so einen kleinen. Gib mir ein Beispiel. Wer, ich? Ja. Ich lasse mir zusammen mit meiner Community in den Bart wachsen. Ja, und was machen? Und das Ding, nee, pass auf. Nein. Ich lasse mir gemeinsam mit der Community den Bart wachsen. Das heißt, alle, die mitmachen wollen, also Stefan. Die mitmachen wollen, rasieren sich am 24. runter bis auf den Grundbart, so wie ich jetzt. Und fangen ab 24. an, gemeinsam mit mir sich den Bart wachsen zu lassen. Und dann wird jeden Tag, muss jeder, also der mitmachen möchte, muss jeden Tag ein Foto von sich machen. Und davon wird es im Sommer ein Video geben mit allen Leuten, mit ihren Bärten. Das wird zusammengeschnitten und am Ende des Jahres kommt genau dasselbe nochmal. Also das wird ein riesiges Video über unsere Bärte, wie wir sie wachsen lassen. Und in jedem, also jeder Monat wird am 24. der Barttag gefeiert. Und das heißt, Twitter wird voll gebombt mit unseren Bärten. Mit dramatischer Musik im Hintergrund. Na, aber sowas von dramatisch. Das wird das epischste Video, was ihr jemals gesehen habt. So Klaviermusik, ja. Und dann in Zeitraffer dann jedes. Genau so sieht's aus. Das ist echt eine coole Idee. Und das ist mein Plan mit der Community zusammen. Ah, vielleicht kann ich da, muss ich mal mit Stefan fragen. Vielleicht kann der, mein Bartwuchs ist halt, ne. Du kannst, ihr könnt, also. Das zählt wohl nicht, oder? Das zählt als Cheaten, wenn ich das dann mache. Frauen dürfen natürlich auch ihre Männer setzen. Wir wissen ja nicht, wer dahinter ist, ja? Also, das geht. Das ist mein Plan für nächstes Jahr. Was ich mit der Community machen möchte. Hübsche Idee. Gefällt mir gut. Echt? Ich auch. Ich mache aber nicht mit. Nee, also wie gesagt, es ist freiwillig und wenn auch nur 5 Leute mitmachen, würde ich es auch cool finden. Aber das ist so der Plan, was ich mit der Community machen möchte. Ja. Stell mal vor, du kriegst dann zwischendurch, keine Ahnung, Bartläuse. Dann musst du abrasieren. Man muss natürlich sich auch informieren und sich schlau machen, wie man sein Bart pflegt, ja. Mein Tipp, Shampoo. Shampoo, ja. Conditioner, oder? Conditioner. Lasst uns nicht über Bartpflege reden. Also wir driften dann schon wieder irgendwie in eine andere Richtung ab, ja. Also, ja, das ist, und ich, also Community-Treffen nächstes Jahr ist sowieso, aber dann das nächste Jahr, wir machen das ja auch. Ja. Ich habe eben gerade, weil wir gerade ja so ein bisschen von Twitch reden, das ist mehr so eine ernste Thematik, das stand gerade so im Raum. Und zwar die Thematik Viewer-Botten. Und ich glaube, da stand drin, dass große Leute sich das irgendwie aussuchen. Du hast ja, hatte nicht jemand irgendwas jetzt? Nee, heute nicht, oder? Also nicht, dass ihr das nutzt, aber dass ihr auch schon mal davon betroffen wart. War das, hattet ihr schon mal Kontakt damit? Und wie sind da so eure Eindrücke? Danke, Stefan. Nett von dir. Danke, lieb. Ich wollte... Nimm auch eins. Ja, also ja, ist ein Thema, war ein Thema. Hoffentlich wird es irgendwann kein Thema mehr sein, was Twitch betrifft. Also ich zum Beispiel hatte das Problem, dass ich vor 5 bis 6 Monaten hat das überhaupt erst wirklich angefangen bei mir mit Twitch, dass ich sage, ich mache wöchentlich eine Show, stream regelmäßig und denkst, okay, da wächst was. Und ich mache das weiter und das ist cool. Und dann irgendwann fängt das an, man wird gebottet. Also ich hatte da, glaube ich, echt ein Riesenproblem mit und habe es teilweise auch immer noch, was ich nicht verstehen kann, warum das der Fall ist. Sei es mit Follower-Bots, am Anfang richtig, richtig viel mit Viewer-Bots. Und ich dachte dann, ich war am Anfang richtig sauer darüber. Ich dachte, was soll das? Warum macht man das? Und war wirklich richtig sauer. Und dann irgendwann habe ich gedacht,
Das muss ja irgendwo herkommen. Also ich sage jetzt einfach, jeder macht das nicht selber. Das ist totaler Schwachsinn. So. Und dann irgendwann denkt man, da muss es irgendjemanden geben. Und diese Person, die das macht, hat zwei Möglichkeiten. Entweder sie möchte dir schaden oder aber sie möchte dir was Gutes tun, weil sie es nicht besser weiß. Gerade wenn man als neuer, kleiner, was weiß ich was, Streamer anfängt und vielleicht irgendwann in Richtung Partnerschaft möchte. Als Beispiel jetzt. So. Dann könnte man meinen, okay, vielleicht ist da einer, der macht was Gutes oder möchte dir was Gutes damit tun. Dann aber irgendwann kommt der Punkt, wenn du es vielleicht geschafft hast und gepartnert bist, so war es zumindest bei mir der Fall, und du weiter gebottet wirst, dann fängt das an, irgendwann gar keinen Sinn mehr zu machen. Und das Schlimme daran ist, dass man selber nie irgendjemanden sagen, zeigen, beweisen oder sonst irgendwas kann, dass man das nicht selber ist. Das ist das, finde ich, Schlimmste an diesem Gebotte, das absolut sinnlos ist. Ich habe das immer wieder gesagt und ich kann mich da auch immer nur wiederholen, das sind einfach nur Scheißzahlen, die irgendwo stehen. Die bringen absolut keinem was. Wenn du keine Ahnung, wie viel Follower hast, keine Ahnung, wie viel Viewer auf deinem Stream und zwei Leute im Chat Hallo schreiben und dann zwei Stunden Stille ist, bringt dir das gar nichts. Also, hey, hey, nix gegen meinen Stream bitte, okay? Sorry, okay, ich wollte dir jetzt nicht. Also bei mir regelmäßig ist mal ganz lange Funkstille. Bloß, ne, die Leute haben dann halt keine Lust zu schreiben. Also das ist nicht immer gleich ein Grund. Aber ich meine, du merkst, ob Leute da sind und mal was machen oder ob halt wirklich du, weiß ich nicht, 100 Viewer hast und davon wirklich nur einer da ist, der dir 99 Pots reinschiebt oder so. Also ja, ist ein Thema und es kotzt an. Ja. Ich hatte das am Anfang, als ich angefangen habe, auch ein paar Mal, aber das waren immer nur so kleine, wo es dann mal über 100 ging. Aber irgendwie, ich glaube, seit einem Jahr hatte ich gar keinen mehr und ich bin auch sehr dankbar dafür. Ich habe das aber immer so gemacht, ich habe es komplett ignoriert, ich habe es nie thematisiert oder so und ich glaube, dann haben sie es einfach sein gelassen nach einer Weile, weil ich glaube, die versprechen sich dann manchmal auch dadurch, dass sie irgendwie dich dann dazu überreden können, dass du es weiter nutzt und du dann anfängst, da Geld reinzustecken oder so. Oder keine Ahnung. Es gibt, was ich noch viel problematischer finde, ist, dass es Bots gibt, die dann in andere Channels reingehen und deinen Namen da reinschreiben. Das ist mir zum Glück noch nie passiert, aber so nach dem Motto, hier, guckt euch den Typen mal an, dass dann plötzlich Leute dann aus dem Channel halt, wo der das reinschreibt, anfangen, dich zu melden, obwohl du gar nichts dafür kannst und Twitch dich dann halt von Twitch bannt. Das finde ich noch viel Bots? Schlimmer. Mhm. Habe ich noch nie gehört. Ich glaube zum ersten Mal. Ja. Es gibt für alles Bots. Ja. Cool, okay. Ich war noch nie betroffen. Kein Follower, kein Viewer-Bot. Die haben mich. Topf auf Holz. Du bist auch so eine wundervolle Person, Sali. Da will keiner was von dir. Nichts Böses, nichts Gutes. Du bist einfach so neutral. Das mögen die Leute an dir. Also, ich habe früher mal gedacht, ich wäre da so viel mehr. Oh, hallo, guckst du, hier bin ich. Aber nö. Also, das ist was. Noch gar nicht gehabt. Also ich hatte mal welche, aber aufgrund der Tatsache, dass hier niemand, du kannst nichts nachweisen. Nie. Also selbst wenn du es selber machen würdest und jemand würde an dich rantreten, niemand kann irgendwas nachweisen. Und also ich persönlich, ich gucke generell ja auf nichts. Währenddessen ich streame. Keine Follows, keine Viewerzahlen. Ich krieg das nie mit und mir ist das auch eigentlich relativ Wumpe. Da gibt es so viele Ansichten. Also einige sagen ja, das ist geschäftsschädigend, weil dann irgendwer dich in irgendeiner Rangliste überholt und jeder geht ja immer zu den Streams, wo mehr Viewer sind und da gibt's Theorien über Theorien, die Wahnsinn sind. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, mir könnte nichts egaler sein als dieser Scheiß. Also, das geht mir sowas von dermaßen am Norse vorbei. Das ist unfassbar. Also, es könnte mir nicht gleicher sein. Und das sage ich und arbeite als Streamer, wo man sich dann auch über solche Theorien beschweren könnte. Das ist genauso wie mit dem Report. Also ganz ehrlich, wenn dich jemand reportet und du, sag ich mal, ein Jahr lang, sag ich mal, deine Konstante hast, du bist, wie du bist, und dann reporten sie dich, weil morgen habe ich bestimmt ein Reportbot drin, weil ich mich rasiert habe oder so. Wow, der trägt kein Bart mehr, raus, will dich nicht mehr sehen bei Twitch oder sowas. Ja, das ist,
Es ist Wumpe. Finde ich, also man sollte sich da nicht mal einen Kopf drüber machen über sowas. Gar nicht. Das Schöne ist noch nicht mal so, dass halt Bots da sind. Ich meine, du kannst ja im Endeffekt da nichts gegen tun. Und ich finde, das Schlimme ist einfach, dass viele von außen das einfach sehen und wissen, da passiert irgendwas. Wenn man einen Stream guckt, der heute 10.000 Follower hat und zwei Tage später hat er auf einmal 15.000. Und dann komme ich als Viewer in diesen Channel, sehe diese Zahl und ich denke so, okay, cool, das war ein Bot. Warum ist da ein Bot? Dann ist erstmal der Streamer schuld. Das, finde ich, ist das Schlimme daran, dass diese Bots existieren. Das ist Scheiß da drauf. Ja. Aber es gibt diesen Twitch, ich glaube, das ist selbst ein Bot, ironischerweise, aber diesen Twitch-Kanal, Twitter meine ich, Kanal, ja, oder User, der dann quasi alle Twitch-Streams abscannt, ob die gerade gebottet werden, und dann wertet er quasi die Wahrscheinlichkeit aus, wie wahrscheinlich es ist, dass er gebottet wird, und wenn sie über einen gewissen Schwellenwert drüber steigen, dann schreibt er die quasi rein in Twitter, und da werden die dann quasi an den Pranger gestellt. Aber ich weiß auch nicht, ob das so, ja, eher so praktisch ist, weil dann halt Leute, die halt gebottet werden und gar nichts dafür können, halt auch an den Pranger gestellt werden, wiederum. Da stand ich auch mal drin, halt, zu GDA-Zeiten. Ja. Hat aber jetzt irgendwie seit den letzten 2 Monaten habe ich da keinen nichts mehr gesehen von, ich weiß nicht. Vielleicht wurde es unterbunden, weiß man nicht. Ja. Das ist mies. Was will man machen? Auch von Twitch-Seite aus kann da nicht viel gemacht werden. Ist ja nicht wie, also. Außer sie machen deinen Kanal zu. Bitte? Außer sie machen deinen Kanal zu. Ja, genau. Und das war. Das ist vielleicht auch der Sinn eines Menschen, die Videos. Ganz ehrlich, wir sollten über sowas gar nicht nachdenken. Also solche Viewerbots und Followerbots, die schaden nicht so, sage ich mal, im Extrem. Also es sind mehr diese Bots, die einen scammen wollen. Also wo du, wenn du quasi dich darauf einlässt und da drauf klickst, dann geldlos wirst. Die Bots, die nerven mich. Das sind Sachen, die müsste man unterbinden. Alles andere, das tut doch überhaupt niemandem irgendwie weh. Also ob da nur was steht oder nicht, also ganz ehrlich, wenn dir jemand ein Viewbot, also ich kenne aus der Vergangenheit mindestens 3 Beispiele, die ihre Partnerschaft, ihre ganze Basis für ihren Stream, die sie jetzt haben, durch einen Viewbot haben, der circa 3 Monate bei ihm drin lief. Kann ich 3 Beispiele aufzählen? Will ich aber nicht, aber die Leute sind nur groß geworden, weil sie das genutzt haben. Wem tut das weh? Niemanden. Ja, den Streamern selbst, weil die haben jetzt eine extrem beknackte Community. Ja, muss ja jeder selber wissen. Muss jeder selber wissen, aber es hat niemandem wehgetan. Und ganz ehrlich, wen interessiert das? Also ob jetzt Sascha am Samstag 1.500 Leute in der Bude drin haben, wo 3 Leute spammen wie 100, oder ob da nur 1.000 Leute drin sind und 1.000 spammen wie 3. Das macht doch nur keinen Unterschied. Das ist doch völlig Wumpe. Und ob du nur 20 Trilliarden zig Follower kriegst am Abend, interessiert doch auch keinen. Du bist doch, das Wichtige ist doch immer das Medium vorm Stream. Deswegen verstehe ich den ganzen Hackmack nicht. Die Leute sollten sich halt über diese Bots aufregen, die halt dich scammen wollen. Sowas ist scheiße. Aber darüber redet keiner. Über sowas redet immer niemand. Ach, naja, die sind ja nicht so schlimm, die werden ja immer getimeoutet. Und dann kommen Leute, oh, ich habe bei der Twitch-TV nochmal Message-Delete drauf. Oh Mann, ich habe heute 300 Euro bei Steam verloren und ich weiß gar nicht, warum. Ja, also bei mir sind die in der letzten Zeit wieder ganz extrem. Ganz, ganz extrem. Die kommen dann sogar im 10-Minuten-Takt. Also das ist, da haben dann die Mods wirklich mal was zu tun. Ansonsten ist es ja eigentlich immer entspannt. Aber die sind jetzt gerade, ich denke mir auch wegen zur Weihnachtszeit, ne, sind die wieder ganz verschärft. Aber für sowas kannst du ja in dein Bot eine Ausnahme reinmachen und das hinzufügen und dann haut dein Bot das automatisch raus. Ja, das ist klar, ne? Aber dennoch ist es. Und was ich so seltsam finde, wenn ich bei bei größeren schaue, da sind die nicht so. Irgendwie haben die sich momentan auf so eine untere Mittelschicht konzentriert, diese Bots. Keine Ahnung. Schlimm. Aber lasst uns das einfach, wenn ihr nicht großartig was dazu sagen wollt, würde ich sagen, hüpfen wir in das nächste Thema rein, da wir ja eh noch bei Twitch sind. Diese Woche ist was in meinen Augen Großes passiert. Ich wollte es eigentlich gar nicht ansprechen, aber Sali hat nochmal darauf, ja,
wie soll ich sagen, gepocht nicht, aber ich würde gerne mal eure Gedankengänge dazu hören. Und zwar, möchtest du das zusammenfassen, Sali? Du hast es ja im Endeffekt vorgeschlagen. Naja, was heißt vorgeschlagen? Es geht um Man vs. Game, nehme ich an, ja, dass du das gerade meinst. Genau, ja, das meine ich. Naja, wie, nein, du bist im Zusammenfassen viel besser als ich. Ich verblabber mich doch immer. Okay, pass, Sali, ich nehm das Zepter. Also, was Sali sagen möchte, ist, dass Man vs. Game diese Woche, also erstmal holen wir mal kurz aus, warum ich dieses Thema eigentlich wähle, ist, weil ich aufzeigen möchte, dass einige Leute gewissen Druck erfahren durch ihren freizeitlichen Job, der ja immer sehr freizeitlich angesehen wird. Das natürlich auch immer für den individuellen Fall extra betrachtet werden sollte. Nun ist es halt so, Man vs. Game ist einer der wahrscheinlich ältesten Streamer auf Twitch mit gewissen anderen Leuten zusammen. Ich dachte, das wäre Garak. Auch, aber Garak hat ja früher nicht so oft gestreamt, als er noch Dark Age of Camelot gespielt hat. Nur ist es halt so, dass Man vs. Game in letzter Zeit sehr komisch war. Nennen wir es mal so, er hat 40, 50, 60, 70, 80 Stunden am Stück gestreamt und sah dabei nicht mal müde aus. Und die Leute haben sich gefragt, wieso. Und dann ist auf Twitter eine Bombe geplatzt und seine Frau, Ex-Frau, hat ihn öffentlich bloßgestellt und hat ihm halt die Scheiße vor den Schuh geworfen und hat halt gesagt, was er sich so reingepfiffen hat in der Zeit. Und das war eine Menge Zeug. Adderall. Spielt ja keine Rolle, was es war. Auf jeden Fall hat er sich was reingeknallt und musste seinen Mist ausbaden und hat diese Woche sein Statement dazu rausgegeben in seinem eigenen Stream und streamt jetzt seit 2 Wochen, glaube ich, ist das schon mittlerweile wieder komplett clean und vernünftig, so wie früher. Und die Frage, die daraus resultiert, worüber ich eigentlich mit euch reden wollte, ist, verspürt ihr manchmal auch nicht den Drang, euch was zu konsumieren, sondern merkt ihr auch, dass ihr irgendwann schlapp werdet, wenn ihr Vollgas gebt? Ja. Also darauf will ich eigentlich hinaus. Merkt ihr, dass ihr fertig werdet nach einer Weile? Dass ihr einfach keine Energie mehr im Leib habt? Ja. Das ist, also ich streame ja eigentlich normalerweise nicht so viele Stunden. Ne? Das sind so 5 Stunden, ja, 5, 6 Stunden am Tag. 5 meistens. Und in der letzten Zeit sind das dann aber vermehrt 12, 14 Stunden und das merke ich dann schon extrem. Ne? Das schlaucht und dann denkst du dir, ach komm, dann bleibst du heute einfach mal im Bett liegen und ich habe ja meine festen Zeiten. Das habe ich mir selbst so auferlegt, weil ich das halt gerne habe. Und dann liegst du im Bett und sagst, oh Gott, du bist fix und fertig und kaputt und müde und du hast eigentlich nur 3, 4 Stunden geschlafen. Ist ja nur ein Hobby, kannst ja liegen bleiben, ne? Ha. Naja, kannst du auch nicht liegen bleiben. Dann gucke ich, ob da schon was los ist und dann fühle ich so innerlich diesen, ne? Ah, jetzt sind da schon Leute da, die unterhalten sich im Chat schon und dann stehe ich auf und wasch mich, putz mir die Zähne und setz mich hin. Und dann geht's auch wieder, ne? Dann bin ich ja auch wieder da. Aber ausgelaugt und kaputt, das würde man gar nicht nehmen. Das ist, es geht aus und von, macht das dann, oh. So einen kurzen Moment, oh. Ne? Da sitzt du halt nicht mehr so ganz aufrecht, sondern auch mal. Ja. Was ich noch ganz kurz zu Men sagen möchte, ich finde das ganz, ganz großes Kino, weil wir hatten uns darüber unterhalten und haben uns Sorgen gemacht, dass man ihn jetzt lange Zeit nicht sehen wird. Weil das war ja schon ein ganz schönes Anprangern und auch eine, sowas macht man nicht. Man macht solche Sachen tut man nicht. Egal wie nahe man sich gestanden hat oder nicht steht, das tut man nicht. Man greift keine Existenzen an, man greift keine Menschen an, das macht man nicht. Und was ich ganz toll finde, ist, wie er momentan mit dieser Situation umgeht. Er hat sich hingesetzt, er hat sich nicht irgendwo eingeschottet und hat sich versteckt, sondern er hat sich hingesetzt, hat dann Tacheles gesprochen, hat den allen das, genau so ist das, aufgeklärt und sitzt jetzt gerade fast jeden Tag da, macht seine ganz normalen Zeiten und ich finde das super. Ja. Nicht unterkriegen lassen, das finde ich richtig toll. Richtig, richtig super. Und er wechselt jetzt auch mal die Spiele. Das ist auch wichtig. Hey. Er wechselt jetzt auch mal die Spiele. Hey, ich fand 300 Stunden Bloodborne am Stück fand ich klasse, okay? Das könnt ihr meinetwegen heute noch machen. Mal davon abgesehen. Ich sehe das gerne.
Also, was Sali schon angesprochen hat, da würde ich auch irgendwie gerne von euch nochmal ein Statement zu haben oder eure Meinung, wie das mit diesen, ja, ich nenne es mal dieser neumodische Shitstorm, der durchs Internet geht. Packt das noch mit rein in eure, wenn das geht, dass wir uns darüber auch noch kurz unterhalten, dass wir das mal im Hinterkopf behalten. Slabby, wie sieht das bei dir aus mit deinem Körper? Sagt er auch manchmal so, na, heute nicht. Ja, selbstverständlich. Ich kann mich da vor allen Dingen auch sehr gut mit Man vs. Game halt identifizieren. Nicht auf Drogenlevel, aber halt auf dieser. Ich fand das sehr interessant. Ich habe den Stream gesehen von ihm, zumindest die erste Stunde, wo er sich halt erklärt hat. Und da hat er eben genau das gesagt. Ne? Er hat sich vor die Kamera gestellt, irgendwie 10 Minuten Musik laufen lassen, beziehungsweise erst 10 Minuten Musik laufen lassen, dann hat er die Kamera angemacht und meinte er so, ich sitze jetzt hier, würde ich das jetzt gerade in diesem Moment nicht machen, würdet ihr wahrscheinlich die nächsten 2-3 Monate nichts mehr von mir sehen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt nicht wieder damit anfange und es einfach mache und nicht großartig darüber nachdenke, dann wird das sonst nichts. Und das fand ich extrem mutig, weil das musst du erstmal bringen, nach so einer Aktion, halt auf Twitter schreibt deine Ex-Frau, ja, der ist die ganze Zeit auf Drogen. Er hat auch durch die Blume übrigens durchscheinen lassen, dass sie selbst ein bisschen alkoholisiert war. Das fand ich auch sehr interessant. Also da, aber das nur so nebenbei. Und ich kann mich, also er hat was sehr, sehr Interessantes gesagt in dieser Stunde. Und zwar, dass das menschliche Gehirn extrem dämlich ist. Und man wundert sich sehr, sehr darüber, woran sich das Hirn quasi gewöhnen kann innerhalb von wenigen Jahren. Ich meine, er sitzt da, er verdient sein Geld damit, Videospiele zu spielen. Hunderttausende von Menschen würden dafür töten, um in seiner Position zu sein. Und er wacht morgens auf und ist gelangweilt davon. Und nimmt das einfach alles als gegeben und hat eigentlich gar keinen Bock mehr darauf. Und das war quasi in dem Moment, zu dem quasi... Okay, es war ja auch noch die Trennung von seiner Frau noch vorher da. Und alles das hat ihn quasi in so eine Depression gestürzt. Und er hat einfach den Fehler gemacht, er hat einfach zu Drogen gegriffen, dann in dem Moment. Und das hat sich dann erst irgendwie so ausgezeichnet. Er hat quasi einfach nur einen kleinen Upper gebraucht, um halt 8 Stunden auszuhalten und sich nicht zu langweilen, während er da sitzt und Videospiele spielt. Und das hat er dann irgendwie nach 2-3 Monaten immer weiter in die Höhe getrieben, bis er als Batman Arkham Knights rauskam. Da wollte er unbedingt der Erste sein, der das Spiel durchspielt. Und das hat er dann geschafft, innerhalb eines Streams. Er hat 80 Stunden lang Arkham Knight gespielt am Stück, bis er durch war. 83 Stunden und 27 Minuten. Genau. Und er meinte auch, als er gemerkt hat, dass er es wirklich übertrieben hat, das war erst danach, war, als er im Stream eingeschlafen ist. Man konnte es nicht sehen, aber er ist halt neben der Kamera, er hat schon irgendwie gesprochen, er hatte die Kamera noch aus, er hat irgendwie mit den Leuten gesprochen, meinte, ich muss noch irgendwie was bei Twitter machen und ist dann weggepennt. Und dann hat irgendwie erst Ezekiel irgendwie zu ihm gefahren und hat seinen Stream übernommen von sich aus, weil er irgendwie die API auch kannte und hat dann quasi sich entschuldigt für ihn und meinte, der ist eingepennt. Und der gehostet war, du. Genau. Und ich finde das, also ich finde das extrem interessant, weil ich kann ja auch nicht verneinen, ich merke das ja auch selber. Ne? Ich mache das jetzt schon seit 1,5 Jahren und ich hatte immer wieder Phasen, wo ich einfach Einbrüche hatte, wo ich einfach mir gedacht habe, nee, heute nicht. Ich bin diesen Sommer extra arbeiten gefahren, damit ich mir einen Rechner zusammenbauen kann, mit dem ich vernünftig streamen kann, weil ich davor einfach so einen Trabi hatte, der einfach nichts konnte. Und bin wiedergekommen, war einfach nach 3 Wochen aus dem Loop raus und konnte mich einfach für eine sehr, sehr lange Zeit nicht dazu motivieren, einfach wieder anzufangen zu streamen. Ich hatte immer noch Bock auf Videospiele, aber ich hatte keinen Bock, mich dabei zu streamen. Und ich habe es dann auch nicht gemacht. Ich konnte mich dann in dem Moment nicht dazu zwingen und habe dann quasi den ganzen Sommer, ich glaube, das waren 3 Monate, wo ich eigentlich vielleicht mal 3-mal online war oder so im Monat. Und ich konnte mich da sehr, sehr gut mit identifizieren. Ich habe glücklicherweise nicht den Fehler gemacht und habe zu irgendwelchen Sachen gegriffen. Aber ich meine, ich bin ja auch nicht so dämlich, aber es kann halt jedem mal passieren. Ne? Und deswegen mittlerweile muss ich sagen, fühle ich mich wieder sehr zufrieden und man muss sich aber einfach nur dazu zwingen. Und
Deswegen, also ich kann das gut verstehen in dem Moment. Und ich bin da auch sehr, sehr dahinter, dass er wirklich wieder quasi den Schritt nach vorne macht und ganz gut. Sascha, wie ist das bei dir? Ich meine, ich sehe dein Gesicht, das wirkt gerade, glaube ich, etwas bei dir. Nein, also erstmal zu Man vs. Gaming, den kannte ich vorher gar nicht, also mir hat der Name gar nichts gesagt. Ich finde das heftig, wenn ich mir vorstelle, ich hab mal einen 24-Stunden-Stream gemacht und ich habe gedacht, ich falle jetzt auseinander, wirklich. Also 80 Stunden, okay. Dass man sich da irgendwie was reinpfeift, muss jeder selber wissen. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, auch nicht für sowas. Sondern ich denke, das ist halt wirklich, wie Slapstick das gerade schon sagte. Das macht man, glaube ich, dann einfach, weil dann so, ja, okay, ich streame jetzt, keine Ahnung, ja, ist schon wieder das Gleiche wie jeden Tag. Ich pfeife mir jetzt mal was rein und mach mal sowas. Ich denke, dass man das deswegen vielleicht macht. Ich, keine Ahnung. Ja, zu dem anderen, also es ist so, dass man, glaube ich, sobald man sich auf Twitch eine Community aufbaut, die wächst oder man sieht immer wieder neue Leute oder neue Namen oder was auch immer. Und man merkt so, okay, das, was du da machst, das finden die Leute ganz cool so. Und dann entsteht halt so eine Community daraus. Hast du irgendwann, auch wenn vielleicht unbewusst, aber so eine kleine Erwartungshaltung an dich selber. Du willst halt immer versuchen, es den Leuten recht zu machen, die da zuschauen. Denen irgendwie immer was Neues bieten, irgendwas Interessantes. Also, dass man nicht weiß, okay, der kommt jetzt an, der macht wieder das, okay, alles klar, cool, am nächsten Tag macht er das gleiche, sondern man will irgendwie Konstante haben, aber dennoch irgendwie immer was Neues reinbringen. Und das war, da kann ich jetzt auch nur wieder von mir sprechen, der Fall, warum ich mit der Musik zum Beispiel aufgehört habe. Wie gesagt, ich war bei einem Internetradio, bei einem recht großen, wo auch im hohen fünfstelligen Bereich Leute zugehört haben. Und das war einfach normal. Das war einfach normal, dass da 8, 9, 10, keine Ahnung, wie viele tausend Leute deine Shows gehört haben. Und dann irgendwann hat man so festgestellt, oder habe ich halt dann festgestellt, okay, du verheilst dich hier gerade, weil du das mehrmals in der Woche gemacht hast oder auch mehrmals täglich sogar teilweise. Und ich meine, zocken, ich will es jetzt nicht runterreden, aber es ist, glaube ich, ein bisschen was anderes, wenn man vom Rechner sitzt und man spielt irgendwas, als wenn man wirklich mehrere Stunden dasteht, auflegt, auch damals sich noch die CDs raussucht, Platten, keine Ahnung, was auch immer. Also körperlich auch ein bisschen sich bewegt, etc. Ja, irgendwann war dann halt Ende so. Und da hat, muss ich sagen, dieses ja knappe Dreivierteljahr bis Jahr Pause auch echt, das war Gold wert. Das war absolut Gold wert. Und ich bin echt froh, dass ich das gemacht habe. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich damit nochmal anfangen würde. Aber ja, also ich finde, man hat dann irgendwann, wenn man nicht aufpasst, verheizt man sich schnell, egal in welchem Bereich. Und ja, jetzt habe ich den Anfang meines Satzes vergessen und überlege, wie er zu Ende geht. Willkommen im Club. Und ich habe gedacht, das passiert nur mir. Nein. Nein, also ich denke, man muss halt schon aufpassen, man muss so das Mittelmaß finden zwischen, okay, die Leute finden es cool und man hat Spaß, so der Spaß steht immer an oberster Stelle. Aber man muss halt so, finde ich, den Mix finden zwischen, ich mache das für die Leute, weil sie es cool finden, aber hey, ich habe auch noch ein Leben und muss halt auch gucken, dass ich klarkomme, so. Und wenn man das nicht hinkriegt, dann merken das, glaube ich, auch viele und dann ist man auch ganz schnell, ist man da auch, glaube ich, raus aus der Nummer, egal in welchem Bereich, egal um was es geht. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist aber schwer. Ja, ist es. Ist, absolut ist das schwer. Also es ist, wenn ich das aus meiner eigenen Erfahrung mal kundtun darf. Also ich verheiz mich regelmäßig. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass ich das auf dem Stream sage. Also ich habe mich schon regelmäßig verheizt, komplett verheizt, bis runter auf Akkus in 0, nichts. Also ich sag mal, wenn du eine Fallout-Woche anreißt, wo du 15, 16 Stunden durchballerst und das machst du 2, 3 Wochen, dann gehst du auf ein Zahnfleisch. Und es ist immer schwer, sowas einfach liegen zu lassen. Also ich pfeife mir nichts rein, also mal davon abgesehen, ja. Also das Einzige, was ich wenn mal mache, ist ein Energy Drink. Aber man merkt schon, dass auch nur Computerspielen, ja, und sag ich mal, das, was dazugehört, dich irgendwann
dich kickt das einfach weg. Du bist dann nur noch müde. Da kannst du schlafen gehen, 10 Stunden, du stehst auf. Okay, die nächsten 20 Stunden gleich hinterher, bitte. Es ist wirklich schwierig, das für sich selber einzuschätzen, weil ich sag mal so, es ist ein Träumchen, so einen Job zu haben, sage ich mal. Es ist ein Träumchen, Menschen um sich rum zu haben, die einen dafür lieben, wie man ist. Und ich glaube, man steckt sehr viel, viel Herzblut rein. Und bei mir ist es so, meine Devise, die ich selber habe, seitdem ich streame, sind nicht 100%, nicht 110, sondern 120. Und das aber immer, stetig. Also bei mir haben sich die Zeiten nicht wirklich geändert. Ich streame immer noch 9 Stunden jeden Tag seit weiß ich wie vielen Jahren. Und dann kommt noch over the top sowas wie Weihnachten jetzt zum Beispiel. Da wird es dann auch mal noch ein bisschen mehr, viel mehr. Und das ist halt einfach so. Und es ist schwer, die Kurve zu kriegen und zu sagen, okay, hey, heute ist mein Tag, heute mache ich nur 6 Stunden. Also es ist bei mir ist es so, es blutet einem das Herz zu sagen, okay Leute, heute geht's einfach nicht. Also ich hatte das gestern zum Beispiel, ich war ja weg, privat, ich habe mal Menschen gesehen, ausnahmsweise. Wow. Und ich war um 8:30 einfach komplett runter von der Akkus. Also da ging gar nichts mehr. Ich meine, ich hätte es durchziehen können und wäre auch wahrscheinlich ins Ziel gekommen, aber ich weiß nicht, man muss selber auch ein bisschen auf sich gucken. Und egal, ob man das liebt, ob das eine Chance fürs Leben ist oder was auch immer, ich glaube, man sollte wirklich, man sollte auch an sich selber denken und an sein Körper, weil das macht das echt kaputt. Also für alle, die da draußen selbstständig sind, viel arbeiten, nehmt euch die Zeit für euch selber. Und das sage ich euch aus Erfahrung. Ich habe es immer noch nicht geschafft, aber ich bin auf einem guten Weg. weil sonst ist es irgendwann vorbei. Und man sollte das nicht überstrapazieren. Also ich muss... Hau rein. Entschuldigung. Hau rein, Sani. Also ich muss sagen, ich bin... Ich habe ja das Glück, Stefan zu haben. Und ich habe das gemerkt, wo ich dann letzten Monat habe ich vermehrt auch samstags noch mitgestreamt, ne, und dann wirklich nur den Sonntag gehabt. Und es ist ja abgesehen von dieser vielen Zeit, die du im Stream dann verbringst und das wenig Schlafen und so, du kommst ja auch zu nichts mehr. Du kommst ja zu gar nichts mehr. Also, dass meine Wäsche nicht schon untereinander Kinder gemacht hat auf der Wäschespinne, die hang da, glaube ich, also ich hätte sie eigentlich noch mal waschen können, weil die war fest betoniert. Ja. Ja, du sollst sie auch nicht hochbringen in die Berge. Vergessen, ne? Und ich habe Wollmäuse, die sind größer als meine Katzen gewesen irgendwann, so hinter der Tür, weißt du, wenn die Tür immer offen steht und man macht dann mal die Tür so, wow, was ist das denn? Also man kommt einfach zu viele Sachen nicht mehr. Und ich bin froh, dass ich erstens einen sehr verständnisvollen Mann habe, der sagt dann einfach, ich sag dann, Schatz, ich habe nichts gemacht heute im Haushalt. Und mein Mann sagt, ist doch nicht schlimm. Ne? Und zweitens aber auch eine große Stütze, der mir dann einfach hilft. Weil ich glaube, alleine, also wenn ich jetzt nicht den Halt hätte, würde ich wahrscheinlich versumpfen in Twitch. Wenn ich ganz ehrlich bin. Streamen, zocken. Also ich würde wahrscheinlich auch keine Katzen haben. Miau. Ach ja, Fresschen. Hier, Moment, ich bin gleich wieder da. Kurz Pause, Bildschirm. Also ich bin... ich bin ja so leicht, es gibt Sachen, die machen mich schnell süchtig. Ich bin froh, dass ich Halt habe. Bin ich ganz ehrlich. Dass es da Leute gibt, die sagen auch, meine Community, die sagen dann auch mal so, ne, Sani, schon ein bisschen viel, ne? Guckst ein bisschen nach dir? Ja, so, ja, habt ihr ja recht, ne? Dann gucken wir mal wieder ein bisschen und dann ist toll, Leute hinter sich zu haben. Die einem das dann auch aufzeigen, wenn man es in dem Moment vielleicht ganz kurz so, übertreibst du gerade, aber komm, das geht. Ne? Also wenn man so auf sich selber nicht hört, man ist ja schon alt genug, um so ein bisschen, aber man will ja noch nicht auf sich selbst hören. Wenn man dann Leute hat, die einem wirklich mal, ja, ist doch so. Da muss man doch ehrlich zu sich selbst sein. Nachhinein. Also ich bin mal ehrlich zu mir selber, ja. Also ich habe bis jetzt alles hingekriegt. Also nebenbei schaffe ich das auch noch. Ja? Ich finde, das klingt für Außenstehende, die vielleicht neu bei Twitch sind, gerade so, als ob wir jeden Tag in den Krieg ziehen. Wirklich, tut mir leid.
Los geht's, oder wie? Los, let's do it. Nein, aber es ist halt... Nein, aber du hast schon recht, es ist so. Man braucht da schon jemanden, der da so ein bisschen... Man richtet halt vieles auch danach, ne? Wann mache ich einen Termin da und da? Moment, da, ich streame. Ja, meine Mutter ruft an, sagt, Mama, hallo, hast du auf die Uhr geguckt? Das ist wie Arbeit. Mama, diese Zeit nicht anrufen. Letztens bin ich da gesessen, habe das Mikrofon gemutet. Ja, Mama, ja. Knappe 200 Leute, die haben zugeguckt. Ja, sag mal Grüße an deine Mama. Ja, Mama, ich habe das mitbekommen. Ja, Zahnarzt, ich weiß. Man ordnet ja auch alles danach. Ne? Also manchmal muss man sich auch mal selbst vor den Kopf hauen und sagen, gibt auch Wichtigeres. Ab und zu. Twitch. Twitch never changes. Ja. Twitch verändert dein Leben. Das ja. sollten sie so als Slogan haben. Twitch is changing your life. Oh, ja. Okay. Ich meine, alles, wo du viel Arbeit, alles, wo du viel Arbeit in dein Lebensblut reinsteckst, ist halt auch immer eine Gefahr, weil ich habe da letztens auch ein schönes, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Es ging irgendwie um Comics und wie heißt der englische Schriftsteller nochmal hier? Harry Potter. Ja, genau, Harry Potter. nee, der aus dem Mittelalter oder früher, später meine ich. Gandalf? Was? Sag mal. Der Hobbit. Shakespeare meine ich, mein Gott. Oh, ach so, oh, na da waren wir an der ganz, ganz falschen Adresse. Aber da ging es auf jeden Fall drum. Und da wurde halt auch darüber geredet, dass Genie, und Shakespeare war ja ein Genie, halt man vergisst halt, wie viel es kostet, einfach so viel Zeit in etwas zu stecken, halt wie er oder wie andere halt, oder Einstein oder was auch immer. Ne, was für Leute wir halt reden. Wie viel Arbeit die da einfach reinstecken und wie stark, und das ist halt der wichtige Punkt, wie stark sie sich isolieren. Weil du bist zwar hier die ganze Zeit am Zocken, am Stream, und du unterhältst dich mit Leuten, aber du bist trotzdem in deiner Realwelt isoliert halt von Kontakten mit anderen Menschen. Ich habe das Glück, ich habe hier Familie um mich herum. Halt ein neugeborenes Baby und alles, ne? Ich habe genauso wie die Sally halt ihren Stefan, ich habe halt meine Schwester mit ihrem Baby und so um mich herum, und ich kann halt, ich habe halt auch den Kontakt, aber das ist natürlich nicht vergleichbar jetzt mit wenn ich einen Job hätte, irgendwie montags bis freitags von 9 to 5 und dann halt abends mit Freundinnen abhängen und mit Freunden am Wochenende weggehen, so, ne? Wenn du wirklich hier dich totarbeitest, mehr oder weniger, dann musst du auf solche Dinge halt einfach verzichten. Und das kann man halt schnell vergessen. Und diese Isolation, die kann halt einen schon schnell irre machen, einfach. Das darf man halt einfach nicht vergessen. Also, Sascha, bevor du jetzt anfängst, ich bin hier der Einzige, der gar keinen hat. Bevor ihr jetzt weiterredet, denkt daran, ich sehe gerade aus wie der letzte Idiot hier, ja? Du hast uns. Der gar kein Wasser hat. Ich habe niemanden hier, also ich mache das alleine. Nonstop. Also ich habe weder Frau, Freundin, Familie hier. Du hast Vieh. Ich habe Vieh. Ja. Ich habe Vieh. Also ich meine, meine Freundin, die sitzt auch jetzt gerade hinter mir, die ist aber sonst auch den ganzen Tag, den ganzen Tag arbeiten, kommt abends nach Hause, dann geht die ins Bett und dann geht die am nächsten Tag wieder arbeiten. Aber das ist halt wichtig. Also das ist schon echt wichtig, sowas irgendwie. Da jemanden so im Rücken zu haben, der das auch vielleicht nicht nachvollziehen kann, warum man es tut, aber es trotzdem hinnimmt und akzeptiert. So ist es, glaube ich, gut ausgedrückt. Ja. Jetzt kommt gleich der Schuh geflogen von hinten so. Ich warte auf die Pfanne, aber die ist nicht hier. Nein, ich denke, das ist schon ganz wichtig. Vor allen Dingen, je nachdem, in welchem Maße man das betreibt. Das muss man halt immer selber abschätzen. Es ist so die Frage, ist es einfacher zu sagen, man steht morgens um 6 auf, geht dann 8, 9, 10 Stunden zur Arbeit, kommt abends nach Hause, hat dann Feierabend und ist das Ende, hat aber gar keinen Bock auf den Job. Oder du hast halt das Privileg, und das betrachte ich immer noch als absolutes Privileg, zu sagen, du kannst das machen, worauf du Bock hast. Es ist dein Hobby und hast die Möglichkeit, das irgendwie zu verbinden, und musst halt nicht morgens um 7 aufstehen. Außer du streamst ab 7 vielleicht. Aber das ist, finde ich, ein absolutes Privileg. Und wenn man das, wenn ich das auf die Waage lege, dann brauche ich nicht überlegen. Wirklich nicht. Ja. Aber das ist auch wieder das Ding, das kann morgen vorbei sein. Eben. Und das ist der Nachteil. Das wäre der Vorteil, wenn du um 7 Uhr morgens zur Arbeit gehst. Wobei, selbst da ist es mittlerweile nicht mehr so, aber ja.
Aber deswegen stecken wir alle so viel Leidenschaft da rein. Ja. Und so viel Herzblut. Absolut. Damit das lange erhalten bleibt. Hier kommt ja, gerade... Außer die Netzneutralität wird komplett ausgehoben und wir haben nur noch 3 GB am Tag. Ja. Ach, bald. Jetzt geht's hier. Jetzt, ja, lass mal, lasst uns mal die Kirche im Dorf lassen und nicht gleich anzünden. Also, ja. Ja, so ist das nämlich. Wir machen mal immer ruhig. Erstmal gucken, was passiert. Ich sag das ja auch mit einer gewissen Prise Sarkasmus. Ja, aber Sarkasmus wird meistens falsch verstanden, Slabby. Von daher lass uns das mal so ein bisschen. Hier kam noch eine schöne Frage von Herrn Kinok. Also Sir Kinok hat gefragt, habt ihr eigentlich auch privat einen festen Tagesablauf, der komplett durchgeplant ist, abgesehen von euren Streamzeiten? Ja, ich habe einen Wecker jeden Morgen auf 8 stehen, weil ich sonst nicht klarkomme auf mein Leben. Sonst habe ich das gleiche Problem wie noch vor ein paar Monaten, dass ich jeden Abend immer später schlafen gehe und dann mich irgendwann dann wieder da sehe und um 9 Uhr erst irgendwie ins Bett gehe, morgens wohlgemerkt. Und ich habe mir meinen Schlafzyklus sehr, sehr wohl verdient und den werde ich jetzt auch behalten. Und alles andere wird auch hier bei mir mittlerweile fest abgeplant. Also geht gar nicht anders. Sonst komme ich einfach gar nicht klar. Deswegen, ich brauche das. Also das mit dem Wecker um 8 Uhr kenne ich auch, aber ich gehe dann halt meistens ins Bett, wenn der klingelt so. Der sagt mir dann, hör auf, jetzt geh schlafen. Also eigentlich gar nicht. Also gibt es so die Tage, wenn ich dann halt zur Arbeit muss, dann weiß ich, okay, du musst jetzt dann aufstehen, du musst jetzt dann dahin, du musst jetzt zur Arbeit. Das dann aber auch, also ich plane bis zu diesen Tagen nicht. Also wenn ich gucke auf meinen Plan, ich weiß, dann und dann muss ich arbeiten gehen. Von dann bis dann, das ist mein Plan. Danach ist Planende. Danach kommen dann die Tage dazwischen. Außer jetzt, gut, diesen Monat habe ich immer meine festen Streamzeiten, aber ansonsten ist das und Samstag, mein Samstag ist fest. Ansonsten koordiniere ich wirklich, echt schon hart, aber wirklich, ich koordiniere alles um den Stream rum, ja. Ablauf, was? Nein, sowas machen wir nicht. Unser reales Leben ist komplett durchgeplant. Na, natürlich, klar. Also Sali, bei dir braucht man gar nicht fragen, du grinst schon so. Also ich bin immer komplett organisiert. Nein, gar nicht. Aber bei mir ist es einfach so, bei mir gibt es dieses, das ist jetzt nicht böse gemeint und bitte nicht falsch verstehen, aber dieses Biorhythmus-Ding, das gibt es bei mir nicht. Wenn ich mit 18 feiern war bis morgens um 6 und das unter der Woche, ja, dann bin ich nach Hause gegangen, habe mich gewaschen, mir die Zähne geputzt und bin zur Schule gegangen. Also das ist, wenn ich jetzt im Teamspeak versumpfe, ja, bis morgens um 3 oder 4, dann gehe ich ins Bett, schlafe und der Wecker klingelt, ich stehe auf. Kann auch mal kurz vor knapp sein, ich bin auch schon im Stream mit Turban, weil die Haare noch klatschnass waren, aber mein Stream spätestens 5 bis 10 Minuten als normale Zeit ist der Stream an und ich brauche das. Das ist so eine Konstante in meinem Leben, wo ich Twitch auch sehr dankbar bin. Das ist also, und es ist egal, wie viele da sind, ob einer da ist, der dann zuguckt oder ob sonst wie, das darauf, das ist nicht wichtig. Ich brauche einfach diesen festen Ablauf. Das ist für mich wie ein Arbeitstag. Ich stehe dann und dann auf und dann muss ich gerichtet sein und dann bin ich hier und dann, wenn du dann bis dahin nicht gegessen hast, hast du Pech gehabt. Ja, jetzt geht's los. Und dann geht das an und dann bin ich da und dann esse ich halt später oder ziehe mir währenddessen, ich meine, es ist ja hier kein Gefängnis, dann ziehe ich mir halt währenddessen einen Keks rein oder eine Butterstulle. Ja, oh, ich esse im Stream, ich esse und ich mache alles. Das ist für mich, aber ich brauche das. Das ist unglaublich wichtig für mich. Das war früher nicht so, da bin ich noch im Schlafanzug ab und zu gewesen, wenn mein Mann nach Hause kam. Das waren andere Zeiten und das hat mir nicht gut getan. Und das jetzt, das tut mir selber als Person unglaublich gut. Diese festen Zeiten, ich bin da, da läuft das und so. Und danach ist das so überhaupt nicht durchgetaktet, weil ansonsten würde meine Wäsche nicht Kinder kriegen ab und zu auf der, ne? Also ich bin auch manchmal faul und bequem und gemütlich. Da, wenn ich da mal kurz einhaken darf, die Idee ist super. Ich persönlich hätte aber dann das Problem zu sagen, boah, morgen um 8 musst du wieder. Ja, nein, aber ich gehe doch am Abend schon so, wow, also jetzt wird es echt schon spät, weil ich brauche ein bisschen Schlaf, sonst habe ich einfach solche Augenränder und komm, ich habe Angst zu verschlafen und dann gehe ich halt ins Bett und
Schlaf. Egal wie lustig und oder ich zieh durch und dann stelle ich mir halt 5 Wecker, damit ich wach werde. Aber ich werde wach. Ja. Ich habe so 2, 3 mit Delay von 5 Minuten und wieder und irgendwann ist es dann zu stressig und ich bin genervt und stehe auf. Meine Güte. Und wenn ich halt ungeschminkt dann da sitze, ist auch wurscht. Aber ich sitze da. Das ist, also vorher bis zum Stream ist einigermaßen getaktet. Ich weiß, was ich machen muss. Die Katzen sind versorgt, die sind nicht verhungert. Und so. Nach dem Stream. Ja, da versuche ich seit einem Jahr so ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Aber ja, dann beantwortest du noch PMs, dann gehst du vielleicht noch in Teamspeak, dann unterhältst du dich da, dann unterhältst du dich mit der Community, da hast du noch jemanden mit dem Chatten und zack, ist es 1 Uhr und Stefan ist auf der Couch eingeschlafen. Zum Glück, wenn mein Mann von der Arbeit nach Hause kommt, ist der sehr müde und schläft relativ schnell auf der Couch rein. So kann ich dann, ja, ne, also das ist noch gut. Deshalb streame ich am Wochenende zum Beispiel fast nie. Da kann ich das dann nämlich nicht mehr so gut kaschieren, dass ich zu viel Zeit hier verbringe und nicht mit meinem Mann. Das geht dann nicht. Da, ja. Getaktet am Anfang ja, am Abend nein. Geht nicht. Interessant finde ich auch, das habe ich gerade, irgendjemand hat das, glaube ich, gerade geschrieben. Man darf halt nicht vergessen, so, es ist ja nicht nur die Zeit, die du streamst, sondern es ist ja auch noch viel davor. Oder es ist ja auch noch viel danach. Wenn du dir. Wenn du halt irgendwas vorbereitest oder wenn du nur einen Soundcheck machst oder eine Kamera oder irgendwas einrichtest oder ein neues Spiel installierst oder irgendwo hin musst, was Neues holen, irgendwas, keine Ahnung, das ist ja auch noch alles dabei. Das ist ja nicht nur, okay, ich streame jetzt 3 Stunden, 6, 12, 80, sondern 83 und 27 Minuten, wenn ich bin da. Boah, das ist hart. Ich komme auf 80 Stunden, ich glaube wirklich nicht. Das ist, Also mein Maximum am Zocken war 52. Nonstop durchzocken. Das war, bevor ich gestreamt habe, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe. Das muss war, ein gutes Spiel Moment, gewesen sein. Ich bin doch hier gerade, ne? Ich hab doch die Position von Garak eingenommen, oder? Ja. So, also vom Alter her passt es ja schon mal. Ich bin die Älteste. Und es war, und das ist Tatsache, es war bei dem Spiel Dark Age of Camelot. Oh, okay, die Dark Age of Camelot kommt bei mir. 52 Stunden. Das war mein Maximum. Das ist echt verrückt, oder? Was man so macht. Also. Es ist unfassbar. Wenn man gerade, ganz ehrlich, wenn wir darüber reden, kommt ihr euch gerade so ein bisschen bescheuert vor? Ja. Oder? Es ist echt, ja. Man macht sich darüber sonst keine Gedanken, oder? Also ganz ehrlich, ich habe das ja, ich war gestern, nee, vorgestern war ich ja unterwegs mit Menschen, die überhaupt nichts mit Zocken zu tun haben. Und dann sagst du halt, naja, ich mache halt so ganz normale Schicht, wie alle anderen auch. Und sonst so? Nix. Wie sonst so? Na, mal, nö. Ist nichts. Also bei mir ist das ja, mein Tag ist ja noch strukturierter als deiner, Sali. Also bei mir ist, um 12 ist an, spätestens. 5 Minuten. Dann bis 16 Uhr, 2 Stunden Pause. In der 2 Stunden Pause versuche ich einkaufen zu gehen, mich mit Essen zu versorgen und manchmal die Wohnung zu putzen, wenn es soweit ist. So wie heute zum Beispiel. Dann ist Abendstream. Dann wird alles erledigt, was für einen Stream gemacht werden muss. Quasi Recherche, was Spiele angeht, PMs beantworten, all möglichen Papierkram, yadi yadi, E-Mails beantworten. Dann ist es um 1 und dann versuche ich schlafen zu gehen. Und dann habe ich den ganzen Tag gearbeitet. Und mehr mache ich nicht. Und dann stehe ich wieder auf und mache genau dasselbe. Also das ist mein Tagesablauf. Und ich glaube, wenn man den anderen Leuten erzählt, man kommt sich echt bescheuert vor, gerade weil du das mit den Essen, nicht mit dem Essen, sondern mit der Wäsche mal sagst, ja. Also, das glaube ich, kennt jeder, oder? Dass man dann sagt, oh, Heidewitz, ja, der Wäscheberg, aber Mount Everest ist ja ganz klein dagegen. Und dann versuchst du das irgendwo in deinen Tag noch so reinzuplanen und, oh nee, warte, heute habe ich keine Zeit, morgen ist besser. Naja, morgen da könnten wir ein Zeitfenster eröffnen, da könnte das reinpassen und dann versuchst du irgendwie diesen, wie heißt denn dieser Würfel, den man mit den Farben, weißt du? Rubik's Cube. Ja, dann versuchst du wie so ein Würfel, das immer so hinzuschieben und irgendwie versuchen zu lösen und dann fällt dir irgendwann ein, oh nee, warte, nee, da habe ich das, nee, ja, okay, Plankenschnack, oh, no, und dann stellst du irgendwann fest, okay, nächste Woche versuchen wir es mit Wäsche waschen.
Es ist einfach so, also ich finde es, ich kann drüber lachen, also ich sehe das nicht so ernst. Also ich meine, bei mir sieht es nicht aus, wie als hätte eine Bombe eingeschlagen oder so, es ist noch ordentlich, aber man ertappt sich halt immer mehr bei solchen Sachen, weil man halt einfach drin steckt in der ganzen Geschichte. Also mir hilft der Stream ungemein, mich zu organisieren und wirklich sehr straight mit meinem Tagesablauf umzugehen. Ja. Ich dachte, da müssen wir uns privat nochmal unterhalten, dass du mir das mal erzählst, wie das funktioniert. Also ich sag mal, ich bin ganz ehrlich, ich war früher auch so ein kleiner Schludeljan. Also ich meine, ich lege schon immer Wert auf Zeit. Also wenn ich was gemacht habe, dann war es Punkt. Also ich war pünktlich in der Uni, ich habe nie in der Uni gefehlt, also solche Sachen. Aber ich war trotzdem so ein Schludeljan. Was manchmal Arbeiten angeht, naja, hier mal eine Stunde weniger und dann machst du da mal ein bisschen weniger und hier und da. Und dann habe ich halt angefangen, selbstständig zu sein und habe halt festgestellt, ho, hier, jetzt geht's aber los. Zack, Raketenstart und dann die ganze Zeit auf Raketengeschwindigkeit geblieben. Also, es ist auch was Gutes. Und da würde ich gerne die Frage einwerfen, die von Talon gekommen ist. Und zwar hat der nämlich gefragt, ob Stream süchtig machen kann. Ihr könnt übrigens, Leute, ganz kurz eingeworfen bei Twitter unter Hashtag Plankenschnack, könnt ihr die Fragen an uns tickern. Wenn ihr was Bestimmtes habt, worüber wir uns quasi mal äußern sollten, könnt ihr das gerne tun. Wir greifen uns die zwischendurch raus und reden darüber. Zurück zum Thema. Slappy, du hast schon lange nichts mehr gesagt. Wie ist das bei dir? Denkst du, dass Stream süchtig machen kann? Selbstverständlich denke ich, dass Stream süchtig machen kann, weil jeder, der mit dem Stream anfängt, und nicht jeder, aber viele, ich zum Beispiel, die mit dem Stream anfangen, die nutzen das als eine Art Eskapismus. Das ist ja genauso wie Videospiele spielen an sich. Das ist auch Eskapismus. Das ist einfach diese Welt, die Weltflucht aus der Realität zu flüchten. Das hast du in Videospielen genauso. Und wenn du irgendwann anfängst zu streamen und dann die Leute plötzlich reinkommen und sich mit dir unterhalten, dann gibt das so einen richtigen Schuss quasi. Ne, das ist ja wie ein Rausch dann, wenn du das erste Mal irgendwie geradet wirst oder das erste Mal gehostet wirst, das erste Mal irgendwie 10 Leute bei dir reinkommen und sich mit dir unterhalten, dir Fragen stellen und sonst was. Dann kriegst du einen richtig, richtig krassen Push und dann kann das sehr schnell süchtig machen, klar. Und ich glaube, als ich angefangen habe, hat mich das tatsächlich auch süchtig gemacht. Mehr oder weniger. So, das kannst du vergleichen mit WoW. Mich hat WoW damals auch süchtig gemacht. Ich musste jeden Tag WoW spielen. Ging nicht anders. Ich habe blau gemacht, alles Mögliche, nur um WoW spielen zu können. Und Beam, ja, genauso. Ich habe irgendwann vergessen, dass ich noch arbeiten gehen muss, als ich angefangen habe zu streamen. Ich musste am Ende des Jahres quasi einen Monat Pause machen, weil ich Geld reinholen musste, quasi reinscheffeln ins Haus. Sonst hätte ich gar nicht mehr streamen können. Deswegen, ja, auf jeden Fall. Hat mich ja auch süchtig gemacht. Ich sehe das anders. Für mich ist das wie, ich weiß nicht, es gehört dazu, zu meinem Leben, zu meinem Tagesablauf, zu dem Ganzen, aber nee. Und dabei habe ich, also auf WoW war ich auch süchtig, aber ich habe das dann, bin arbeiten gegangen, 6 Tage die Woche, bin dann nach Hause und dann bin ich meine Feuerresi-Tränke farmen gegangen, damit ich mit darf in die Raid-Instanz. Also, ich habe dann einfach weniger geschlafen, das ist so, das muss man, ne? Prioritäten muss man setzen. Aber, weiß nicht, ich sehe das nicht so. Also, wobei, was ich halt immer merke, ist, ich würde auch gerne mal irgendwas jetzt am Wochenende spielen. Und dann habe ich ein Spiel in der Hand und dann denke ich mir so, boah, aber das musst du doch im Stream spielen, das wird den anderen auch gefallen. Also, ich denke schon sehr viel, sehr, sehr viel über den Stream und über das Ganze nach. Würde es selber aber jetzt nicht, aber das ist glaube ich, willkommen bei den Anonymen. Ich weiß, nee, ich würde es jetzt nicht als Sucht ansehen. Ja, ist die Frage, ab wann ist was eine Sucht? Also, wenn ein Drogenabhängiger würde zu dir wahrscheinlich auch sagen, ich bin nicht süchtig. Also, das ist... Kann jeden Tag aufhören. Du hast recht, ich überlege gerade, wie seit einem Jahr streame ich, was ist die längste Zeit, die ich mir mal selber, ne, ich bin ja eigentlich mein eigener Chef, wie lange habe ich mir selbst Urlaub gegeben? Wahrscheinlich nie. Ja. Doch. Da musste ich zu meinen Schwiegereltern nach oben fahren, da musste ich frei machen. Ach so, da konnte ja, ich nicht zum Community-Treffen gehen. Stimmt, ja, das war was. Warte, da habe ich eine Woche? Nein. 4 Tage.
Seit einem Jahr habe ich mir insgesamt mal, wenn, dann 4 Tage freigenommen. Wow. Also vielleicht. Wow, sag dir, also ganz ehrlich, du hast schon ganz schön viel frei gehabt. Das finde ich nicht in Ordnung. Ja. Das ist ja schon fast Lotterleben hier. Hey. Das ist schon fast Lotterleben. In einem Jahr? Ja. Also wow. Ich habe wirklich 4 Tage am Stück finde ich jetzt okay. Also ich habe jetzt, ich habe in 3 Jahren habe ich 5 Tage frei gemacht. Ah ja, ich erinnere mich. Ist ja doch gar nicht so lange her. Ehrlich, das ist das Maximum? Ich war bei meinem Vater auf der Hochzeit für 1 Tag und ich war bei Herbstens für 4 Tage. Ja. 5 Tage in 3 Jahren. Ich bin stolz drauf. Also ich will das nicht missen. Ja, ich miss es jetzt. Ich ist jetzt auch nicht so. Ich muss mal meinen Mann fragen, ob das überhaupt. Aber der arbeitet. Ja, ich passe mich eigentlich nur an. Der hat jetzt mal Urlaub. Aber jetzt ist Weihnachten, da kann ich keinen Streamurlaub machen. Das geht halt nicht. Aber ich würde schon sagen, dass es irgendwo eine Sucht ist. Also für, wenn ich mir ganz ehrlich, ich denke mal, das wird auch die meisten von meinem Stream bestätigen können. Wenn ich zum Beispiel in God of War, ich war in God of War in so einem abnormalen, abgespaceden Rausch unterwegs. Das war, also ich ganz ehrlich, würde ich mir selber dabei zugucken, ich hätte die ganze Zeit nur gefeiert und gelacht, weil für mich ist das mittlerweile schon, also nicht, dass das für mich eine Droge wäre oder so, aber ich habe mich mittlerweile so sehr, kann mich so sehr in Spiele reinversetzen und wenn ich dann so ein Hack and Slay spiele wie God of War und da einfach nur noch aus mir raus schreie meines Mannes und das einfach nur noch kommentiere mit Gebrülle, was jenseits vom Mikrofon ist, damit es nicht zu laut wird. Das ist einfach, es ist göttlich. Es macht so viel Spaß und du, ich weiß nicht, ich finde es, ohne das könnte ich gar nicht, glaube ich. Das ist für mich morgens schön gemütlich, ein bisschen schnacken mit den Leuten so, was mit denen los ist, ob bei denen alles cool ist und abends dann Vollgas, gib ihm. Für mich ist das ein Muss. Also ich könnte auch, ganz ehrlich, mich haben auch ganz oft schon Leute gefragt, was machst denn du, wenn das nicht mehr geht? Dann sitzt du hier so, wow. Okay, ich gehe in einen Bürojob und schreibe Büro so rum. Yes, ich habe Karten gemalt! Yeah! Und dann geht das halt so richtig ab und dann sitzt du da. Oh, eigentlich ist das schon ganz cool, was wir hier machen. Das stimmt. Also, ich liebe es. Ich könnte nicht ohne. Also, ich würde sogar sagen, ja, ich bin süchtig danach. Ich bin, also, ich könnte nicht ohne. Mehr. Ich liebe es. Wie ist das bei dir, Sascha? Ja, toll. Ja, 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 also ja. Okay, alles super. Ja, ja, ja. Ist eigentlich in Verbindung so mit dem, was ich vorhin gesagt habe, man, also ich würde da, ob man das jetzt als Sucht bezeichnet, weiß ich nicht, aber okay, nee, man kann es halt doch, ja. Punkt. Ja. Das ist so. Wenn man schon davon erzählt, dass man alles irgendwie um den Stream rum plant und weiß, okay, man streamt jetzt dann und dann und man möchte dann sich an die Zeiten halten und man merkt halt so, wenn man einen Tag frei macht oder zwei, dann hast du direkt so ein unwohles Gefühl im Bauch oder wenn du verschläfst oder so, was vielleicht den einen oder anderen Streamer schon mal passieren sollte, mir nie zum Glück. Aber dann denkt man dann auch so, oh, kacke und jetzt irgendwas ist anders und also ja, das ist, glaube ich, schon eine Sucht, aber ich glaube, du kannst mit allem süchtig werden. Selbst wenn du ein Spiel zockst, jeden Tag, über lange Zeit und du bist nicht am Stream oder was auch immer, du hast da immer, bist du schnell angefixt von irgendwas, ja. Danke für den Spiegel. Spiegel? Ja, Spiegel vorhalten. Achso. Nein, ich bin nicht süchtig. Nee, Das Ding ist halt, was, ganz ehrlich, das kannst du nicht abstreiten. Das ist, also, ja, ich meine, ich vergleiche das immer so, andere Leute gehen zur Arbeit ganz normal, so wie mein Vater hat 33 Jahre im Kernkraftwerk, für den ist das Automatismus, das ist keine Sucht, das ist, muss er machen. Für uns ist das einfach, wir wollen das, wir wollen da sitzen und wir wollen mit den Leuten reden, wir wollen das machen, was wir wollen. Und nicht, weil wir dafür Pinke-Pinke kriegen oder weil das unser Lebensunterhalt ist, sondern weil wir einfach das wollen. Wir wollen die Computerspiele spielen, wir wollen am Samstag eine Diskette aufschmeißen und müssen Musik machen oder Slabby haut eine Klampe rum und macht Musik. Wir wollen das einfach. Und deswegen ist das, es ist nun mal wie eine Droge.
Es ist wie mal Leute morgens Kaffee trinken wollen. Sie wollen diesen Kaffee trinken. Ja. Und so ist es bei uns auch. Wir wollen einfach streamen. Es geht nicht ohne. Das ist der Treibstoff, das Benzin in unserem Körper. Ganz einfach. Ja. Und deswegen planen wir auch unser Leben um den Stream und nicht den Stream um unser Leben. Ja, ja. Ja, ja, jetzt lass mich in Ruhe. Ja, Suchti. Ich bin Suchti. Und ich bin glücklich damit. So. Mal eine andere Frage, die mich auch interessieren würde. Und zwar hat jemand gefragt, wie seid ihr auf eure Namen gekommen? Slabby? Ich habe Minecraft gespielt. Mache ich ja immer noch. Und ich habe ein Slab auf einen Stick gestellt. Und das fand ich lustig und habe mich Slapstick genannt. Das war auch am Anfang mein Profilfoto. Jetzt nicht mehr? Nee, jetzt ist es mein Gesicht. Weil jetzt spiele ich nicht immer Minecraft. Jetzt spiele ich auch mal andere Spiele. Ach so, okay. Ja. Klasse. Jetzt ist es, ich bin Slapstick geworden, deswegen ist jetzt mein Profilbild quasi das gleiche. Ach so, du bist quasi gemorpht. Sozusagen, okay. Zum Slapstick. Super, aber hast du schon mal überlegt, dann auf die Stirn irgendwie so einen Stick zu kleben? Ich wollte mir ein Kreuz, aber nee. Okay. Wie ist das bei dir, Sascha? Das kommt doch bestimmt aus der Musik damals, oder? Ja, also es hat nichts mit irgendeinem musikalischen Aspekt zu tun, sondern eigentlich eher, dass ich, als ich angefangen habe mit Auflegen, also mein Nick war im Internet früher einfach Schnitzel. Ich hieß halt Schnitzel auch schon immer. Und als ich halt angefangen habe mit Musik und auch das mit Radio und so, dann hieß es, Alter, du kannst dich nicht Schnitzel im Radio nennen. Was ist denn das für ein DJ-Name? Das geht ja gar nicht. Gibt's ja auch DJ Kotze? Es ja, gibt also ganz, ganz, ganz viele komische Namen. Besser als das bist du auf jeden Fall. Naja. Ja. Ich weiß nicht, da war dann so die Überlegung, okay, was für ein Name, wie kommt man jetzt auf irgendeinen Namen? Und dann habe ich doch irgendwie dann das in Verbindung gebracht mit dem, wie ich bin, halt, wenn ich Musik mache. Und ich habe eigentlich immer ziemlich viel Energie. Daher kam eigentlich dieser Name Energizer. Also das ist der eigentliche Nick von mir. Und das E-Guy ist dann halt das E, also das E-Ausrufezeichen dann halt für Energizer, ist dann halt jetzt hier auf Twitch dann so entstanden. Aber abgeleitet von Energie halt beim Musik machen, so, das ist, ja, das ist die Erklärung dazu. Was hältst du von DJ E-Schnitzel? Nicht so viel. Ja, aber nein. Das E-Schnitzel. Das E-Schnitzel. Also, ich würde es, aber... Kauft Mauspads. War nur eine Idee, dann mache ich das selber. Sali? Oh. Ich bin der Perfekt. Also, Garak. Ich habe meinen also Celis ist Starcage of Kevin. Achso, der Running Gag Starcage. Oh, oh Mann, zum Glück haben wir Sali heute eingeladen. Es tut mir leid. Oh Mann, Starcage of Kevin. Ich habe mich so darauf gefreut, heute nicht einmal Starcage of Kevin zu hören. Ja, es ist Starcage of Kevin. Ich war damals, das war mein allererstes MMO, ne? Und da habe ich noch nicht so richtig verstanden, wie das funktioniert. Das war zu der Zeit, wo die Modems noch piep gemacht haben, wenn sie sich eingewählt haben. Ja, und damals war auch Matrix gerade ganz aktuell. Und ich bin da gestanden, so, oh, ich mache mir jetzt eine wunderbare Magierin. Oh, ist die hübsch, so, wie nennen wir die denn jetzt? Oh, Trinity. Trinity ist ein toller Name, ne? Ja, Trinity war dann weg, kein Wunder. Und Trinity 1 bis, glaube 185 war dann auch weg. Und ich bin da gesessen, 3 Stunden lang, weil ich das unglaublich wichtig fand, wie mein Charakter heißt. Und mein damaliger hat dann so geguckt, ich habe so eine Karte offen gehabt, wo du die 3 Reiche gesehen hast und guckt da so drauf, sagt er, ja, guck mal, da ist so eine Ebene, die Salisbury-Ebene. Kennt jeder aus England, ja. Salis ist doch ein guter Name. Und ich so, wie klingt das denn? Voll langweilig. Salis. Naja, gut, aber ich will jetzt zocken und dann, Auch okay. Geil. Nick Creation. War da ein Cut? Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Ich wollte halt zocken und dann, okay, dann nehmen wir halt Celis und der ist dann ganz, ganz lange geblieben. Aus Sally habe ich dann irgendwann Celestar gemacht, weil ich das dann doch ein bisschen schöner finde. Und Belladonna, ich habe Sims gespielt, habe einen Nachnamen gebraucht und wollte irgendwas, was hübsch klingt und trotzdem was Giftiges ist. Und habe gegoogelt, Nachtschattengewächs, Tollkirsche, Belladonna, klingt schön, nehme ich mit dazu. Das ist so.
Also Sali, über, schon allein über dein Nickname könnte man 5 Kapitel in dein Buch schreiben. Was? Das war jetzt die Kurzfassung. Ja, eben, das war die Kurzfassung. Da könnten wir 5 Seiten draus schreiben, wie du auf dein Nick gekommen bist. Also später, wenn mal Harry Potter zu dir kommt, ein Buch schreiben will, dann geht's ab. Na, Dizzy, wie bist du? Achso, ich weiß das eigentlich. Also, weißt, aber jetzt, nee, weißt du, wie, also kennt jemand? Du, hattest das, hattest das früher mal bei dir unten drin stehen in den Panels. Ich weiß nicht, ob das die Wahrheit ist. Ich habe das dann immer gesagt, ja, ja, genau so. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Irgendwas mit dicker, idiotischer Zocker eben. Irgendwie sowas. Habe ich mir gedacht, mein Gott, was hat der sich denn dabei gedacht? Ja, ich habe, okay. weil bei Minecraft haben früher die Leute immer so oft gefragt und dann habe ich da irgendeinen Dünnpfiff reingeschrieben. Dicker, idiotischer Zocker eben oder so habe ich denn aus Dizzy gemacht. Aber eigentlich war es früher, jetzt kommt's, ich habe mich früher als Frau ausgegeben, am Anfang, als ich gespielt habe, hab immer Scully, mein Name war immer Scully von Akte X quasi. Und dann hatte ich kein, wow, ja, so war es halt damals. Wir waren die coolen Kids und haben uns als Frau ausgegeben. Nein, Spaß beiseite, ich hab nur Scully gehabt und habe mich dann in Dizzy umbenannt, DYCE für Mauer, Damm, Wall im Englischen. Hab halt den Duden, das Wörterbuch rausgeholt, hab das Wort genommen. Meine Freunde konnten das nie aussprechen, dann ist Dizzy draus geworden. Also Dize haben sie immer gesagt. Und irgendwann habe ich DIZEE draus gemacht. Und weil bei Twitch gab's das nicht, weil jeder Hans Wurst immer denkt, dass das Würfel heißt. Und jeder Klopskopf nennt sich dann immer Dizzy Würfelkönig, Dizzy schießt mich tot, kriege ich meinen Namen nicht. Deswegen habe ich HC davor gemacht, weil Hardcore. Und ich habe früher ganz viel Hardcore-Musik gehört und wir hatten eine Gruppe, die hieß Baltic Hardcore, deswegen habe ich HC genommen, unterstrich Dizzy, und das war mein Nickname. Eigentlich ist mein Name Dize, eigentlich heiße ich wirklich Dize. Also, das ist mein Nickname. Aber es gibt auch neue, abgewandelte Formen, das ist denn, wer denn Dicey zum Beispiel, habe ich auch schon gehört, bei dem einen oder anderen, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, und jetzt ist es Dizzy eigentlich. Also, jetzt sagt jeder Dizzy. Dizzy, Dizzy. Jetzt habe ich gerade mal eine Frage an euch. Könnt ihr verstehen, dass man irgendwann, wenn man schon so ein bisschen was erreicht hat hier auf Twitch, seinen Kanal schließt, weil man mit seinem Namen nicht zufrieden ist und sich einen neuen aufmacht mit einem neuen Namen? Nee, weil ich hätte einen Twitch-Support angeschrieben und hätte gefragt, ob sie ihn erinnern können. Ihr Nils. Ja, geht das? Ja, wenn du Glück hast, machen sie das. Ja, wenn du Glück hast, machen sie das, ja. Manchmal muss es sogar. Wie? Ja, zum Beispiel der Richard Hammer, der hieß vorher auch Dick Hammer. Aber als er gepartnert wurde, muss er sich ändern, weil familienfreundlich. Ach, und so. Ehrlich? Ja. Hm? Geht ja alles, man muss nur fragen, ne? Ja. Ob wir es machen würden? Den Kanal schließen, ob wir den Kanal schließen würden, wenn wir einen anderen Namen nehmen möchten? Oder? Nein, weil dir dein Name, weil du einfach, du hast damals angefangen, so für 3, 4 Streams so ab und zu und hast dich halt, weiß ich nicht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hallöchen, ich bin der Hans, 1, 2, 3, 4, 5, 6 genannt. Und dann wirst du aber größer und hast mehr Leute, die Community wächst und dann sagst du so, aber die ganze Zeit war ich mit meinem Namen nicht zufrieden. Dass man das dann zumacht und nochmal komplett von vorne anfängt. Glaube ich, die Frage, was du für eine Community hast, kommt die mit oder nicht? Ja, das weiß ich doch nicht. Das ist ja das, worüber man sich in diesem Moment Gedanken macht. Also da wäre mir der Name sowas von, wenn es jetzt nicht die Möglichkeit gäbe, den zu ändern, wäre mir der Name doch sowas von Schnurz egal. Hauptsache, ich habe meine Leute um mich herum. Ja. Also ich habe schon oft drüber nachgedacht. Ehrlich? Wegen dem Unterstrich? Ja, weil mich macht dieses HC davor wahnsinnig. Unterstrich, der ist es, ja. Nein, mich macht dieses HC da vorne wahnsinnig, weil jeder denkt immer, ich bin total der harte Typ, aber eigentlich bin ich voll der flauschige Waschbär, so. Was heißt das HC da vorne? Hardcore? Bist du nicht dann jetzt umbenennen in SC-Dizzy? Nein, eigentlich würde ich gerne alles wegmachen und eigentlich meinen Namen haben, aber da gibt es irgendein Wurstgesicht, was das wieder mit Würfeln verwechselt. Oder meiner war nicht da. Irgendein Fake-Account gemacht hat oder sonstige Sachen. Und das hätte ich schon gerne, dass das da vorne wegkommt. Das nervt mich. Aber mittlerweile habe ich mich damit angefreundet. Jetzt schreie ich auch im Stream rum, da kann man schon sagen, okay, du bist Hardcore, alles klar. ich habe mich meinem Namen quasi angepasst im Stream. Ja, so war es. Aber ich würde es nicht machen. Dadurch
das Internet verzeiht dir nicht. Und das verzeiht dir in dem Sinne nicht, weil das Leute nicht lesen, sich nicht informieren oder einfach nichts mitgekriegt haben. Und du kannst die treueste Community auf dem ganzen Planeten haben. Irgendeiner wird es immer nicht mitkriegen. Und das fällt mir immer sehr, sehr oft, fällt mir das auf, wenn du, es ist nur ein Beispiel aus dem Stream, ja. Du sagst, okay, Leute, wir machen nächste Woche Donnerstag. Und das sagst du 5 Minuten lang, ja? Alle 5 Minuten, also jede 3 Sekunden. Nächste Woche Donnerstag, nächste Woche Donnerstag, nächste Woche Donnerstag. Dann bist du fertig. Und dann kommt aus der letzten Ecke der Finger hoch. Sag mal, was ist eigentlich nächste Woche Donnerstag? Und dann sitzt du da und denkst so, wow. Wow, okay. Erklärst das nochmal, okay? 30 Sekunden später. Was war nächste Woche Donnerstag eigentlich? Nächste Woche Donnerstag, ja. Und dann ist halt, die Leute verstehen es halt manchmal einfach nicht. Ist das bei euch auch manchmal so? Und deswegen würde ich es nicht machen, weil du haust einfach eine ganze Menge in Dutt, sozusagen. Und für den Namen, mein Gott, und wenn da HC-E-Schnitzel steht oder DC-Schnitzel oder so, das wäre ja nicht so schlimm. Du lachst aber jetzt was noch. Ist denn jetzt? Was ist denn jetzt nächste Woche Donnerstag eigentlich? Ja, genau. Und so, geht euch das manchmal auch so? Also ohne das jetzt böse zu meinen, aber manchmal kommt es echt so blöde, dass irgendwie auf Toilette war und gerade wenn du die Riesenrede geschwungen hast, sag mal, was war denn eigentlich gerade los? Ist hier irgendwas passiert? Und dann sitzt du wieder, Mann, das kann doch nicht wahr sein. Und dann erklärst du es wieder und wieder und wieder. Gut, aber es ist halt bei 500 Leuten so, ne? Da halt die einen oder anderen gerade nicht da sind, wenn du irgendwas erzählst. Ja. Aber ich finde, Befehle, also Bot-Befehle regeln da auch ganz schön viel. Das stimmt. Also, aber das mag ich nicht. Ich habe kaum, kaum solche Befehle. Ja. Ich habe da ein paar, genau für solche Sachen. Weil grundsätzlich, wenn du irgendwas spielst, kommt die Frage, darf ich mitspielen? Gibt es einen Befehl bei mir für? Auf welchem Server spielt ihr? Gibt die IP? Gibt alles. Oder 27001? Ganz genau. Das ist mein Lieblingsserver. Ja. Das ist mein Lieblingsserver. Das Haus ist am schönsten. Ja. Aber, es ist schön, oder? Also, wisst ihr, was mir die letzten paar Wochen so ein bisschen aufgefallen ist? Ich habe bei sowas immer sehr salty reagiert. Also, weil ich gedacht habe, die Leute, man sieht durch die lange Zeit, die du auf Twitch verbringen willst, du siehst jeden als Troll an. Wenn auch nur ansatzweise so eine Frage, du siehst jeden als Troll an. Und dann, in der Phase stecke ich gerade, mir das abzutrainieren. Das ist meine Aufgabe gerade. Und dann sitzt du davor und gibst ihm eigentlich so eine halb ironische, sarkastische, böse Antwort. Und dann denkst du so, wow, eigentlich kann er doch gar nichts dafür. Vielleicht war er wirklich gerade nicht da. Und dann denkst du so, oh Mist, hoffentlich hat er das jetzt nicht in den falschen Hals gekriegt. Und es ist so schlimm, dass du jeden als Troll irgendwie siehst. Das ist grauenvoll. Aber das Schlimme ist ja, es gibt davon auch noch so viele, die das auch noch ernst meinen. Und dann sitzt du immer davor, bist schon so 7 Stunden drin, hast alles gegeben und dann guckst du so rüber. Oh. Okay, nehme ich das jetzt ernst oder soll ich das nicht ernst nehmen? Antworte ich jetzt darauf oder nicht? Und du bist noch am Spielen und dann nach 7 Stunden, okay, ich gebe es auf. Ich gebe ihm einfach eine ganz normale Antwort. Du hast gewonnen. Du hast jetzt eine normale Antwort. Ist das bei euch auch so, dass ihr schon diese Augen habt für, okay, alles Trolls, nur Trollerlolls? Ich bin tiefenentspannt. Was, du hast das immer noch nicht verstanden, wie das geht? Alles klar, ich erzähl's jeden Tag erkläre ich, wie das Hacken bei Fallout 4 funktioniert. Heute, Moment, ich habe hier gerade ein leichtes Terminal. Hat's jemand noch nicht verstanden? Ja, hier ich. Sag, Moment, dir habe ich das doch schon gestern erklärt. Nein, ich war nicht da. Alles klar. Und dann mach ich das tiefenentspannt. Ich reg mich über sowas gar nicht auf. Ich reg mich auch nicht darüber auf. Also nee, so soll das nicht so, ich nehme auch vieles, ich bin da so ein bisschen, ich kann ja auch Kappas und sowas nicht lesen. Ich überlese das alles grundsätzlich. Für mich ist das so, sehe ich nicht. Was? Kappa? Nee. Was hast du da gerade geschrieben? Genau das und das. Aber hat sie das Kappa nicht gesehen? Habe ich nicht gesehen. Kenne ich nicht. Ich bin da so tiefenentspannt. So wie es da, ja, okay, dann erkläre ich das nochmal und nochmal und stört mich selbst. Nee, fast gar nicht. Es gibt ganz bestimmte, die kenne ich, aber das sind die Wiederkommer, das sind die Stammtrolls. Da habe ich auch meinen Spaß dran. Die Stammtrolls? Ja, die Stammtrolls.
Du hast da auch doch deine Stammtrolle. Das ist so, meine Stammtrolle ist, das ist super. Ne? Da kann ich ja zurücktrollen und dann weiß ich, die sind nicht gleich angefressen oder so. Ich troll ja manchmal auch ganz gerne. Aber wenn es da mal aus Versehen einen trifft und so, dann schäme ich mich danach. Denke mir so, oh Mensch, ich schreibe da noch manchmal an. So war das nicht gemeint. Stell dich mal nicht so an. Sei nicht so weich. Ja, jetzt mal nicht den Sissy-Modus hier. Ne? Also so. Bei mir sind die halt, wenn ich dann mal das mache, dann sind die immer gleich alle so. Ja, das sehe ich auch immer so. Ist das bei euch beiden auch so, Sascha und Slabby? Ist das bei euch auch so, dass die Leute dann immer gleich so, oh Gott, was hat er jetzt mit mir gemacht? Voll bloßgestellt und eigentlich hat er nur Spaß gemacht. Du musst ihn in die Ecke. Und aber selber, wenn sie dann immer, boah, hier, rauf auf ihn, gib's ihm, mach ihn fertig und nochmal nachtreten und alles. Und dann sitzt du da, wenn ich nur dürfte und ihr das abkönnt, was ich euch jetzt vorlegen würde. Naja, nein, wir schlucken die Pille einfach runter. Ich weiß nicht. Ich glaube, also am Anfang hatte ich auch so dieses so, meint der das jetzt ernst? Kommt der gerade wirklich? Oder ist das so ein, ich will das nochmal hören. Ey, guck mal, ich bringe den jetzt völlig aus dem Konzept, wenn ich die gleiche Frage nochmal stelle. So, das ist so, da die Schwelle zu finden, ist recht schwer. Ich persönlich nehme mich selber bei sowas immer irgendwie auf die Schippe. Also ich habe manchmal echt einfach selber ein Kappa im Gesicht. Also ich bin das Kappa. Weil gerade bei solchen Trolls, ob die jetzt wirklich gerade erst reingekommen sind oder ob die das schon 10-mal gehört haben, was ich dir erzählt habe, Ich denke dann so, ja, und versuche halt nochmal da das Ganze nochmal mit einem Dreifach-Kappa zu übersetzen. Also mir ist das völlig egal, wirklich. Jeder, der da irgendwie was verpasst hat oder so, der hat eigentlich irgendwie die Möglichkeit, das irgendwo nochmal zu erfahren, sei es durch den Chat, weil irgendjemand anders dem das nochmal erklärt oder sagt oder sonst irgendwas. Und wenn nicht, dann halt nicht. Also aber es ist schwierig, es ist echt schwierig, dass irgendwie abzuschätzen, ja. Kappa. 1, 2, 3. Ja, ich habe auch genau, also bei mir ist das so, wenn ich im Chat bin und jemandem zugucke, bin ich am liebsten Troll. Ich trolle am liebsten. Ich schreibe an jeden Satz am liebsten Kappa dran, einfach nur, weil ich selber halt nichts Ernstes zu sagen habe im Chat. Deswegen nutze ich den Chat quasi, um meinen Troll auszuleben. In dem Moment, wo ich die Kamera anmache, vergesse ich das alles. Und ich lese Dinge und nehme sie ernst, obwohl sie überhaupt nicht ernst zu nehmen sind. Und ich gucke dann manchmal, ich gucke immer wieder, so einmal die Woche gucke ich ein paar Streams von mir durch, um zu gucken, wo hätte irgendwie noch was besser machen können. Ne? Man will sich ja immer selber verbessern. Und dann sitze ich da und denke mir, oh, Kacke. Da hättest du so einen schönen Witz irgendwie draus reißen können oder so, wenn du nur darauf eingegangen wärst und realisiert hättest, das war ein Spaß und das war überhaupt nicht ernst gemeint. Und ich weiß nicht, ich versuche mich da noch immer weiter hinzupushen, dass ich da halt wirklich das dann wirklich als das verstehe, wie es gemeint ist. Und aber es ist echt nicht schwer. Also wenn ich das selber sehe bei anderen, denke ich mir, oh, da hätte es jetzt so einen schönen Witz draus reißen können. Aber in dem Moment, wo die Kamera an ist, ich weiß nicht. Also häufig kriege ich das hin, aber manchmal hätte ich so einen richtig guten Spruch rausdrücken können und ich habe es einfach verpeilt. Ich glaube, das kann man auch direkt so ein bisschen gleichsetzen mit irgendwelchen gewollten Hates, also die schon kein Troll mehr sind, sondern wirklich darauf ausgelegt sind, dir wirklich dich zur Weißglut zu bringen oder dich zu schaden oder sonst irgendwas. Und ich glaube, da ist halt das echt angebracht, das selber zu feiern einfach. Also selber zu sagen so, ha, lol, also, keine Ahnung. Ich glaube, das ist da das Beste, was geht eigentlich so. Denke ich auch. Ja, sich selber einfach mal nicht so ernst nehmen und ja, das ist so, ja, klar, ja. Nehmt ihr euch ernst im Stream? Wer? Nehmt ihr euch vor? Echt? Ich nehme mich nie ernst. Also ich mache mich selbst im Titel vom Stream über mich selber lustig. Also, das ist doch das Beste, man hat so viel Material über sich selber, man kennt sich ja am besten. Oder? Man kann halt in die Schublade greifen von früher in der Schule und dann macht man sich darüber lustig und denkt sich so, du warst ja ein Idiot früher. Also über einen selber lachen ist cool. Ja. Ja. Gerade auf Twitch ist das, glaube ich, hilfreich. Muss man können, sowas. Weil du hast immer Trolls, die. Ja.
Ich mache mich nur über mich selbst lustig. Also ich kann auch wahnsinnig über mich selber lachen. Na, ja. Bin ja auch total verballert. Also ich glaube, wenn man nicht über sich selbst lachen kann und so und dann da so ein bisschen verbissen ist, dann kann man da sicher auch Schwierigkeiten bekommen. Aber wenn man, ich sehe das alles nicht immer so, ach ja, ne? Es gibt für mich nicht nur schwarz und weiß, sondern das ist alles bunt. Alles bunt. Bin meist immer tief entspannt. Abgesehen von solchen, wie war das hier, was wollten wir für ein Thema auf? Shitstorms? Ja. Storm? Ja, da gibt es dann schon mal manchmal Sachen, wo ich mir dann an den Kopf greife und denke so, wow, wirklich? Ja gut, das ist, Sali, das kann ich dir sagen, das ist nur ein Trend, das wird auch bald wieder aufhören. Das ist aktuell so ein Trend, der sich da lostritt, einfach mal in alle Richtungen Kacke werfen und dann, das wird auch wieder vergehen. Also, ja du, nein, ich kann dir gerade ganz aktuell etwas dazu sagen. Und zwar bin ich ja anscheinend momentan Miss Weihnachten, ne? Was? Wer hat das gesagt? Wie kommt das? Ich dachte, da ist ein Hase hinter dir. Wollte ich gerade sagen, also. Ich liebe halt diese Stimmung und, aber es weiß auch, ich bin seit einem Jahr da. Ich streame sonntags nicht und samstags ganz selten und wenn, dann mit einer riesen Ankündigung und so. Und jetzt habe ich dann doch zum 6. hin, habe ich... Wenn es nur eine gewesen wäre, wäre es nicht so schlimm gewesen. Aber es waren schon so 2, 3 PMs bekommen. Wo es erstens wurde ich echt ausgeschimpft, warum ich denn meiner Community nicht alles Gute zum Nikolaus gewünscht habe über Facebook und Twitter. Psst. Dabei habe ich am Freitag, ja, ne, ich wünsche euch einen schönen zweiten Kerzentag hier, ne, und einen schönen Nikolaus, macht mal ein schönes Wochenende. Also, dass ich jetzt nicht alles kommentiere, was am Tag passiert. So, wow, ich bin gerade wach geworden. Wow, ich habe einen Kaffee getrunken. Ach ja, es ist heute Nikolaus. Allen einen schönen Nikolaus. Es war Sonntag. Dafür habe ich erstmal richtig Ärger bekommen. Und dass ich nicht gestreamt habe am Sonntag, weil es ist Nikolaus. Ja, ich bin ja Miss Weihnachten und es ist eine absolute Frechheit, wie ich mir denn sowas erlauben kann, jetzt, wo gerade so ein bisschen die Viewerzahlen wieder steigen, dass ich die Nase doch so weit nach oben strecke und nicht zu Nikolaus gestreamt habe. Also ich habe da so ein paar Sachen, da habe ich schon so... Wirklich? Sally, hast du mir eigentlich heute Morgen einen guten Morgen gewünscht über Twitter? Ich hab dir noch viel mehr heute Morgen gewünscht. Hast du es telepathisch nicht empfangen? Nee, hab ich nicht. Wow, da musst du deine Antennen wieder so ein bisschen mehr, ne? Meinen Empfänger auf deinen Sender stellen. Ich glaube, daraus könnte man, also wenn ich nicht die Ehre des Menschen so unantastbar finden würde, ich glaube, ich könnte daraus einen ganzen Stream machen. Aus den Best of PMs, also was Leute dir manchmal an den Kopf werfen, wo du dir sagst dann, wow. Okay. Mach das so nächsten Donnerstag. Nein, aber das geht nicht. Ich hätte niemals daran gedacht, dass es da irgendjemanden gibt, der mich dann so... Und das habe ich mir echt... Ich habe mir ganz kurz... Und ich bin ansonsten ein wesensfester Mensch. Aber ich habe so ganz kurz mich dabei ertappt zu denken, wow, hättest du vielleicht ja doch mal, ne, am Sonntag doch noch schreiben können. Ich habe heute extra... Nachwehen. Ich habe heute allen noch mal einen schönen dritten Kerzentag gewünscht. Ich vergesse immer Advent, darum sage ich Kerzentag. Ja. Advent, ja, ich weiß, es heißt Advent. Wir verstehen das schon. Also hat es doch irgendwo nachgehalten, weil ich war so vor den Kopf gestoßen. Ich hätte damit niemals gerechnet. Ich glaube, das ist auch immer die Intention, die da verfolgt wird dann. Ich bin so ein grundauf freundlicher und glücklicher Mensch und dann kriege ich das reingedrückt. Wow, aber ich stream doch sonntags. Nee, ja, ist eine Frechheit. Das war ich. Ich wollte Sonntag früh gucken und du warst nicht da und dann habe ich mich mit Teebeuteln _HD eingeloggt und habe dir dann die PM geschickt. Tut mir leid. Wow, darüber unterhalten wir uns dann aber nochmal. Natürlich. Ne? Ganz ehrlich, also ich habe das ja auch recht häufig. Denk mal alle anderen, du ja wahrscheinlich auch, Sascha und Slappy auch. Ich weiß nicht, ich glaube, manchmal nehmen sich, Verzeihung, dass ich das jetzt so sage, aber manchmal nehmen sich Zuschauer selber etwas zu wichtig, glaube ich, wo sie vergessen, dass derjenige hinter der Kamera das Ganze für mehr als nur einen macht und er dann denkt, hey, du, ey, ey, genau so läuft das nämlich. Dann sitzen sie vorm Fernseher, ey, wieso ist hier nichts? Montags, ganz oft im Chat, ey, wieso ist hier kein Montag, was ist hier kein Stream? Was ist hier los? Scroll mal runter.
Montag, hier, ey, wo ist Stream? Was streamt man jetzt? Und dann sitzt du da immer, Mann, Leute, das ist ein Tag, ich bin 6 Tage die Woche da, guckt ein paar Sprachen, nein, live, ey, hier, Stream, an, los. Und das ist ganz, ganz häufig so. Das sind auch, glaube ich, grundsätzlich die Leute, die nicht wissen, dass unterhalb von diesem Videofenster eine Infobox steht, wo meistens sämtliche Sachen drinstehen, die man trotzdem im Chat fragt und dann immer noch nicht versteht. Ich weiß es nicht. Also ich antworte darauf immer freundlich und sage dann, okay, Leute, heute ist Montag, heute ist kein Stream, weil 6 Tage war jetzt Stream, Montag ist frei und weiß ich nicht. Es ist halt einfach so. Man weiß es halt immer, man kann es nicht wissen. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, Offiziere fragen mich das auch. Also Subscriber fragen mich, warum ich Montag nicht stream. Gibt's auch. Und ich versuche die Menschen mehr zu verstehen und versuche denen immer freundlich zu antworten, aber du sitzt dann da und denkst dir so, okay, Leute, ich habe schon mal überlegt, meine komplette Beschreibung unten leer zu machen. Habe ich auch schon überlegt. Oder überhaupt nirgendwo irgendwas zu twittern. Also ich habe immer das Gefühl, also ich bin ja sehr präsent auch in Social Media, ihr ja auch. Und dann frage ich mich immer, lest ihr das alle nicht? Habt ihr das nicht empfangen? Wo ist denn jetzt das Problem? So 5 Minuten vorm Stream, ja? Was ich auch persönlich immer, mein Highlight, also mein persönliches Highlight. Und ohne mich über die Menschen lustig zu machen oder das auch gar nur schlecht zu meinen. Du machst den Stream an, bei Twitter steht dein Spiel, bei Facebook steht dein Spiel. Oben in der Überschrift steht dein Spiel, darunter steht das Spiel. Und wahrscheinlich im ersten Satz schon erwähnt. Die erste Frage, die kommt, kein Hallo, kein gar nichts, was spielst du denn heute? Was ist denn das? Da muss man auch fairerweise sagen, habe ich auch lange gebraucht, um das zu verstehen, dass viele Leute das auch nicht sehen können, weil sie zum Beispiel mit einem Handy oder so gucken. Auch auf dem Handy kannst du sehen. Kannst du sehen. Du kannst überall sehen, was der spielt. Muss ich. Du kannst nicht den Titel sehen, was er vielleicht hingeschrieben hat, so Igai geht auf große Reise, aber du siehst, was unten als Spiel eingibt. Das siehst du immer. Ah, okay. Und dann denkst du immer so, ja, also ich meine, denkst du, ich habe jetzt eben gerade das Spiel umsonst gewechselt, dass das da drinnen steht, oder willst du einfach nicht nachgucken? Und das Schlimme ist dann, 5 Minuten später kommt der Nächste. Sag mal, Dizzy, was spielst du denn heute? Was willst du denn heute anmachen? Und dann, also da sind so die Momente, wo ich mir sage, gehst du da jetzt mit Sarkasmus ran oder gibst du ihm eine ehrliche Antwort? Und dann ist zum Glück der Chat da, praise the Chat. Bester Mitarbeiter auf Twitch, der Chat, der hilft dir dann. Ja. So ist es. Wollen wir eigentlich mal in die nächste Frage rübergehen? Also ich habe hier gerade noch eine sehr schöne auf, die eventuell auch sehr gut dazu passen würde. Denn was würdet ihr machen, wenn jetzt die Zombie-Apokalypse anfangen würde? Ich würde nach Dresden fahren. Was? Naja, es gibt niemanden, der besser auf die Zombie-Apokalypse vorbereitet ist als Dizzy. Und wenn irgendjemand mich beschützen kann in der Zombie-Apokalypse, dann der Herr Dizzy. Und der wohnt in Dresden und deswegen fahre ich nach Dresden. Das ist mal eine kesse Antwort hier. Ja. Ist das bekloppt, wenn ich sage, dass ich das Spiel manchmal mit meinem Mann so ein Szenario manchmal durchspiele? Ist so aller. Ja, was würden wir tun? Was ist wichtig? Was machen wir? So, das, ich dachte, so rollenspielmäßig. Ja. Was, ich bin der kopflose Zombie, wie gesagt, das muss ich mir mal erklären. Da kenne ich mich noch nicht so gut aus. Nein, aber wir machen das manchmal. Ne? Also wir haben ja einen Luftschutzbunker, ich lebe in der Schweiz und da sind viele Häuser mit Luftschutzkellern ausgerüstet, mit einer sehr, sehr dicken Tür und so. Und wir haben da eigentlich schon den Plan, was schnappen wir, was, wo, wie. Nach da unten Luftfilteranlage gibt es da. Also Ja, ich... Macht ihr das nie? Wenn ihr solche Filme seht und dann mit dem Partner oder mit Freunden so, was würden wir denn tun in dieser Situation? Habe ich schon häufig durch. Ja, ich mache das öfter mal. Also ich kann eine Instant-Antwort geben. Na? Darf ich? Ja. Also ich hole Säge, ich hole Helmchen, also die Mods, dann hole ich Bär, Herbinetta und dann geht's ab. Und dann wird erstmal richtig schön LKW geholt.
natürlich die Familien dazu. Ja? Dann wird LKW geholt, Essen eingeladen, zu trinken und dann geht es irgendwo ab auf den Berg. Und dann wird erstmal neue Hütte gebaut. Sigi macht das mit dem Holz, der war ja früher Holzmangel. Herb kann dann bauen, ich mache mit Herbie netter Essen und Helmchen gibt Anweisungen. Das ist der Plan und damit überleben wir die ersten 2 Tage und dann gucken wir weiter. Wow, ihr fahrt doch an mir vorbei. Nein. Doch, ihr fahrt doch an mir vorbei. Nein, Sali, das stimmt, das hast du. Nein, wow. du hast Stefan, okay? Stefan, der kann mit der Hake um, der wird dir schon helfen dabei. Aber das ist so, das Problem ist immer, wenn man jedes Mal, wenn man solche Antworten gibt, ja? Fühlt ihr euch dann immer schlecht, weil ihr wen vergessen habt und dann erweitert ihr und erweitert und erweitert und irgendwann habt ihr so einen riesigen Stab an Antworten. Okay, ja, Sali, es tut mir leid, wir kommen dich noch holen. Du spielst denn den Vampir unter den Zombies und sowas, ja. Entschuldigung. Wow. Also sind wir ehrlich, wenn das passiert, dann ist das ganz traurig, aber wahr. Dann ist sich jeder selbst der Nächste. Oh, jetzt. Ja? Dann nehme ich meinen Mann. Und danach sind hier, die dann sagen, oh, hier, das ganze Haus hier, oh, kenne ich keinen mehr. Ich kenne die sowieso nicht. Da braucht dann keiner mehr kommen. Also jetzt nicht gegen uns so, aber in der Wirklichkeit kannst du niemanden trauen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Harte Worte, Jungs. Ich schnapp meinen Mann und esse Katzenfutter, aber ich werde überleben. Katzenfutter. Ja, das ist das Einzige, was wir echt im Haushalt immer haben. So 60, 80 Dosen Katzenfutter. Kein einziges Stück Fleisch mehr, weil Sally am Stream ist wie eine Bekloppte und Stefan am Arbeiten. Aber die Katzen sind versorgt. Also am Ende essen wir Katzenfutter. Ich habe so das Problem, ich denke immer in Bildern. Habt ihr das auch? Ja. Ich stelle mir einfach Sally gerade mit ihrem Freund, Mann vor, wie sie zu Hause sitzen und Katzenfutter essen, wenn draußen die Welt untergeht und Zombies. So, machen wir mal den Stream. Entschuldigung. Ist das creative? Oh, das könnte unter creative durchgehen, ja. How to survive the Zombie-Apokalypse. Geil. Das wird der Guide schlechthin auf Twitch. Die letzten, ich glaube auch. Die letzten 20.000 Leute auf der Welt gucken Sali dabei zu, wie sie Katzenfutter zubereitet. Ja. Yeah, hier ist noch eine neue Subscription reingekommen. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung und willkommen beim Zombie-Team Salista Stefan. Woo! Und dann werden extra noch... Leute, Whiskas. Ja, dann ist das ja kein Sellout mehr. Kann ja keiner mehr was kaufen. Da kannst du ruhig hier, Whiskas, geilstes Futter ever. Könnt ihr euch aus der Kauffalle holen. Das ist meistens in dem und dem Regal. Doch, klingt gut. Also, wenn ihr Katzenfutter kauft, dann über den Link da unten bitte. Ja. Kauft Katzenfutter. Okay, gut. Aber Slabby und Herr Schnitzel, Sie müssen noch antworten. Ich habe geantwortet. Sicher? Nö. Ich fahr zu dir. Ach so, ja stimmt, du hattest ja die Kurzantwort. Ja, Sascha, was noch? Also jeden Plan, den ich hatte, ich würde den über einen Haufen schmeißen, wenn ich einen Löffel von dem Katzenfutter abkriegen würde. Ja, stark? Nein, ich glaube, ich würde Terminus suchen gehen. Keine Ahnung. Wow! Der Spoiler des Grauens. War das ein Spoiler? Ja, sowas kann... Dass es eine Stadt gibt in einer Serie? Ja. Oh. Weil du müsstest ja jetzt auch erzählen, was da passiert. Apokalypse. Okay. Okay, da gibt's kein Katzenfutter, sagen wir es mal so. Ja, deswegen ja. Also ich würde lieber in die Schweiz fahren, aber ich würde auch, also woanders. Also. Vielleicht keine, was ist das für eine Frage? Ich finde die voll gut. Ich finde die auch gut, die Frage. Aber die Fragen werden noch besser. Also wir haben echt noch gute Fragen hier. Echt? Ja. Bevor die nächste Frage kommt, ich muss mal kurz zur Toilette. Ich war schon seit einer halben Stunde. Ja, dann mach doch schnell los. Ich unterhalte mich mit Sali derweil. Alles klar, das ist cool. Viel Spaß. Auf Katzenfutter. Das Katzenfutter, ja. Sali. Ja, das sind die Anfänger. Die müssen zwischendrin gleich mal wieder aufs Klo. Die Jungsbunte. Die Jungsbunte. Aber würdest du, nee, jetzt mal ganz ehrlich, wenn das losgehen würde, wir können ja offen reden, die beiden Noobs sind ja weg, weißt du? Wir haben uns ja schon lange damit beschäftigt. Würdest du wirklich die Katzenfutter auch reinziehen? Klar. Ja, ne? Na, aber selbstverständlich. Würdest du deine Katzen mitnehmen und versuchen, die durchzubringen? Oder würdest du da verzichten, wenn wir kurz mal ernst sind? Wenn wir kurz mal ernst sind, das ist
Viele, die mich kennen, wissen, für mich sind meine Katzen ja es ist ein bisschen Kindersatz, weil wir ja keine Kinder haben. Und tja, man würde es wohl versuchen. Wir würden es versuchen. Aber man muss realistisch bleiben, ne? Vorhin habe ich gelesen, erst das Katzenfutter, dann die Katzen. Also, Sali ist da eine harte Nummer, Leute. Also, Sali macht da kein Abschnitt. Ich Stefan, liebe meine Tiere ansonsten. abgöttisch, aber das ist genauso. Stell dir mal vor, du stürzt da ab, ne, mit dem Flugzeug irgendwo da oben, wo der ganze Schnee ist und keiner findet dich da oben. Und dann sind da noch andere. Und einer ist draufgegangen. Ja? Ja? Ethisch, ethisch, ethisch. Ich Aber. sag euch nur eins, fliegt mit mir nirgendwo hin. Also Also so auf. ich würde es auch machen, glaube ich. Also, aber weißt du, was der Unterschied wäre? Ich würde versuchen, echt den durchzubringen, der mir am Herzen liegt. Das ist was anderes. Ich schmeck nach Hühnchen. Oh. Aber nee, dein Bart ist zu schön, das kann ich nicht machen. Das Und ich musst habe du nicht so vorher gerne noch Haare in der rupfen. Schnute, also. Nee, klar, die einem nahestehen und ich habe das größte Herz, die werden alle durchgekommen, aber alle anderen. Ah, hier. Mach die Tür auf. Nee. Ich mach die Tür nicht auf. Kann Falls die ich. Rettung irgendwann kommt, würde ich sie auch Zombies. gerne erleben, ne? Zombies essen ja nur Menschen, ne? Also, die essen ja keine Katzen, oder? Glaube ich. Ich Ich kenne mich glaube, da jetzt nicht so die gut essen, aus. also ich glaube, die nehmen Meinst du? das, was. Ja, natürlich. Aber die Katzen wären zumindest immun davor, Zombie zu werden. Könnte man ja dann einfach aussetzen, können ja auch in der Wildnis überleben. Bevor man sie jetzt isst. Die würde elendig verhungern. Aber die Okay. anderen, Ja. die anderen würden sie vielleicht versorgen dann. Oder Naja. aufessen. So. Lasst uns mal noch zu ein, zwei. Wir haben ja am Ende noch was Lustiges. Lasst uns mal noch was Ernstes beantworten. Weil hier sind noch 1, 2, 3, 4, 5 Sachen, die ich gerne noch euch auch fragen würde. Die sind ein bisschen ernster, die Fragen, aber wir haben ja gesagt, dass wir alle quasi mitnehmen. Und zwar kam von Fabulein, also Fabulina, wie eng oder auch freundschaftlich ist eigentlich der Kontakt zu euren Mods? Das ist eine gute Frage. Darf ich schnell, soll ich antworten? Meine Antwort ist Gerne. ruckzuck. Also meine Mods sind meine besten Freunde, nahezu alle Mods, also 80% meiner Mods sind auch gleichzeitig meine besten Freunde und ich kenne von na also ich kenne von allen Mods fast alles Privates, sage ich mal. Ich habe da in der Vergangenheit, also ich habe einen Mod, der ist da, seitdem es mich gibt, mit dem ersten Spiel, was ich gespielt habe, seitdem ist er da. Und das ist echt toll. Es ist schön, jemanden schon so über lange, lange Zeit bei sich zu haben. Aber alle anderen, muss ich sagen, sind auf der Strecke geblieben was für eine Beziehung. Wir reden miteinander, wir tauschen uns aus, aber ich habe nicht viele Mods. Also ich kann meine Mods an einer Hand abzählen. Wir sprechen miteinander, Herr Pinetta, da bin ich ja. Da fahren wir vorbei, wir skypen auch und wir haben WhatsApp und Diana natürlich, das weiß jeder, wie ich zu Diana stehe. Mit Tinker sitze ich noch Ewigkeiten im Teamspeak. Mit Natei bin ich so immer wieder mal am Skypen oder so, dann ist mal wieder eine lange Stille und dann redet man wieder miteinander und das ist Unterschied. Aber ich habe nicht mehr sehr viele. Das ist so, ich mache das selber. Slabby? Ich? Gute Frage. Bei mir gibt es zwei ausschlaggebende Gründe, warum man Mod wird. Entweder man ist bei den Bay Pirates, Streamer, oder man guckt mich schon seit Ewigkeiten und regelmäßig. Und das sind die Gründe.
aber an sich ist das Verhältnis, ja, so wie halt mit jemandem, der mir regelmäßig seit Ewigkeiten zuguckt. Halt, man kennt sich gut, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der da irgendwelche Treffen oder so veranstaltet. Also, ja. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast, die schon Ewigkeiten da sind. Und da habe ich eben, also ich habe da einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Genau diese dann, wo ich sage, wow, ihr seid jeden Tag da, wir verstehen uns so gut, wir sind Freunde. Und da habe ich nicht nur einmal, habe ich da, ja, da hat sich dann auf einmal alles verändert, indem sie dann Mod wurden. Das wurde dann zu viel. Und ich glaube, ich habe, ich lasse die Leute lieber Zuschauer sein. Die sollen ihren Spaß haben, die sollen ohne Verantwortung dort reinkommen und zuschauen und nicht den Druck verspüren, jetzt dort irgendetwas machen zu müssen, weil sie schon so lange da sind. Also ich bin da ganz, ganz, ganz vorsichtig, weil ich einfach schlechte Erfahrungen mitgemacht habe. Und jetzt spricht man gar nicht mehr miteinander. Also wirklich, dann behalte ich lieber meine Freunde, meine Community so, wie sie ist. So ein bisschen gebrandmarktes Kind und mache das selber und bin ganz, ganz vorsichtig und greife dann lieber auf meine Community zurück, die Bay Pirates. Und dann, das ist mir, da fühle ich mich wohler mit. Also ich bin da, glaube ich, auch echt ganz anders eingestellt. Also es ist so, dass ich immer gesagt habe, auch schon von Anfang an eigentlich, Mods sind wirklich Mods, die dafür da sind, um den Chat zu moderieren, sag ich mal. Das sind für mich Mods. Es ist allerdings so, dass ich bei mir wirklich nur zwei Leute habe, die ich die Mods geworden sind, die ich vorher gar nicht kannte und die lediglich Mods geworden sind, weil sie halt wirklich in so ziemlich jedem Stream von mir dabei sind. Wo ich dann auch wusste, okay, die sind da, die kennen mich, die kennen meinen Humor, die kennen die Leute, die im Chat sind so. Und habt ihr gefragt, ob die Bock haben, das zu machen? Okay. Und der Rest sind eigentlich Leute, die ich wirklich schon... Also einer ist dabei, mit dem bin ich seit Jahren befreundet. Wirklich seit Jahren. Und mittlerweile muss ich sagen, also das ist auch mir persönlich ziemlich wichtig, dass man, ob das jetzt... Ja, doch, wir bleiben mal bei den Mods. Dass man da wirklich auch im Privaten ein bisschen Kontakt zu hat. Also wir sind zum Beispiel, wenn ich nicht am Stream bin, dann wir zocken auch zusammen. Oder wir sind am Skypen oder wir labern irgendwelchen Scheiß oder keine Ahnung, irgendwas. Mit dem einen oder anderen trifft man sich auch mal. Wobei das so, also es hat, finde ich, für mich, und das ist mir auch ganz wichtig, schon so eine, ich sag mal, familiäre Art. Also nicht nur so, okay, der Stream startet um 8, jetzt sind die Mods da, jetzt kann es losgehen, sondern man muss sich auch privat verstehen. Jetzt auch gerade die zwei, die ich meine, die sind jetzt halt auch, die kannte ich vorher gar nicht. Mittlerweile haben wir auch echt viel miteinander zu tun. Man trifft sich auch bestimmt mal. Dass sie jetzt ein spezielles Mod-Treffen organisieren wird oder so, würde ich auch nicht sagen. Aber wenn man halt mal die Chance hat, macht man das wohl. Ich finde, der private Kontakt, um die Frage da so nochmal zu beantworten, ist schon, finde ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Wenn man sich versteht und nicht nur einfach, ich weiß nicht, gerade wo vorhin das Thema war mit dem Sarkasmus im Chat oder im Stream oder sowas. Ein Mod, der dir schon länger zuguckt, der dich auch mal off-Stream hört oder kennt oder so, der weiß, wie du das meinst. Und der weiß vielleicht auch, was du selber vielleicht timeouten würdest, was man nicht timeouten würde. Keine Ahnung. Privater Kontakt ist für mich sehr wichtig und Hashtag Mods loben. Auf jeden Fall. Ganz ehrlich, Leute, wir sollten häufiger die Mods lieben. Denn die haben verschissen nochmal ganz schön viel zu tun manchmal. Oh ja. Auch wenn man es selber nie wirklich, ja, sag ich mal, sagt oder die machen einfach, die Mods sind genauso wichtig wie du vor der Kamera. Und das darf man immer nicht vergessen. Und ich glaube, das geht immer viel zu sehr unter. Gerade, sage ich mal, in Streams, die sehr familiär sind, machen sie doch viel noch nebenher. Ja. Aber also, ich sage auch öfter mal Dankeschön. Noch im Stream und so. Und dann die kommen. Also das ist... bei mir ist das ist schon Arbeit. Bei mir, muss ich sagen, ist es halt immer so... manchmal offstream haue ich den ganz schön Knüppel in die Beine. Also... aber unbewusst. Also die Leute, die jetzt quasi bei mir Mod sind, sind schon, oh Gott, wenn ich mir überlege, ich glaube,
2 Jahre mindestens schon Mod. Gibt's also meine Ältesten. Ich habe keine neuen eigentlich, nicht wirklich. Und ich meine, ich kann es dir nicht verübeln, wenn sie mal nicht zugucken, aber dann kommst du so abends ins Teamspeak und du musstest halt eine kleine Sache alleine machen. Kennt ihr das? Wenn ihr eine Sache alleine macht und dann sitzt du da, Mann, wozu habe ich 40 Stück? Wo ist denn jetzt der eine, den ich brauche? Und dann gehst du ins Teamspeak, ich brauche neue Mods. Und denkst dir, oh, hey, Entschuldigung, ich weiß, ihr seid schon 24 Monate da, es tut mir leid, das wollte ich nicht sagen. Das sagt man natürlich nicht, das würde, sollte man sagen. Mann, wir müssen alles umstrukturieren, wir müssen alles anders machen. Das geht so nicht, wir brauchen einen Aktiven. Und dann irgendwann realisierst du, wenn du ausgesprochen hast, oh oh, und das war doch bloß ein Timeout oder eine Frage beantworten. Mann, also ich liebe meine Mods. Ja. Rutsch mal kurz aus dem Bild. Tschüss. Tschüss. Ich liebe meine Mods, ja. Kann ich den Weihnachtsbaum nicht mehr sehen? Oh, Sali. Gleich. Ich muss mir die Nase putzen. Also es ist auch, bei mir ist es der Fall, dass die Mods viel auch machen dafür, dass nicht nur der Chat in Ordnung bleibt. Also da habe ich echt, da bin ich, glaube ich, auf der guten Seite gelandet von Twitch. Da habe ich echt keinen Stress mit. Das Ding ist aber, dass bei mir auch die Mods hauptsächlich eigentlich auch Arbeit machen neben dem Stream bzw. hinter dem Stream. Ich habe zum Beispiel für die Sets, die ich samstags mache, eine eigene Homepage, worüber man einen Request schicken kann, also sich einen Track wünschen kann zum Beispiel, weil das im Chat einfach völlig untergehen würde und ich es nicht lesen könnte. Dafür gibt es auch Mods bei mir, die extra eine Seite gecodet haben mit einem Backend, mit einem Login, mit irgendwas, was man halt nicht direkt online sieht, die sich um die Quotes bei mir kümmern, die viel mit den Usern schreiben, wenn irgendwelche Probleme da sind oder so. Also es sind, das finde ich, das Krasse so, dass die halt wirklich auch viel da reinstecken so und auch viel regeln, was man selber vielleicht gar nicht kann oder auch vielleicht gar nicht will, was auch immer. Das ist also echt schon ganz geil, muss man wirklich sagen. Vor allem, wenn man dann so einen komischen Streamer hat wie ich, der halt echt mal ein bisschen trantütig ist, die Hälfte auch mal vergisst oder keine Ahnung irgendwas, dass es da Leute gibt, die da einen schon unterstützen so. Also, ja. Mods sind schon echt Gold wert, wenn man die richtigen hat. Ich würde sagen, da könnte man echt mal so ein herzergreifendes Herzchen durch den Chat spammen für Mods. Oder? Oh ja. Also da könnte, da würde ich gerne, wenn ich jetzt rüber gucke, in den nächsten 30 Sekunden den ganzen Chat voller Herzen sehen. Und dass ihr als Zuschauer den Mods machen, für euch das Ganze nämlich auch noch besser. Nicht nur wir, sondern auch die. Also. Wow, jetzt geht's aber mal langsam. Hier, no, wo bleibt denn hier die Wall of Love? Na, da geht's doch langsam. Ich wollte gerade sagen. Ja. Währenddessen würde ich sagen. Doch, das reicht. Nee, lass laufen. Lass laufen. Wow, genau, so ist super. So sieht's aus. Dankeschön, Leute. Ah, schön. Ich spreche mal für alle. Wir lieben euch, Mods. Wir lieben euch. Yep. Wollen wir noch die nächsten Fragen machen? Nein. Yep. Ich hätte noch eine Frage, die würde quasi irgendwie so ein bisschen da anschließen, weil das ins reale Leben geht. Fabulina hat das nochmal gefragt. Gibt es eine Situation, wo ihr lieber nicht sagt, dass ihr streamt oder beziehungsweise es mit Absicht verschweigt? Yep. Nein. Es ist nein. Also nein, verschweigen absolut gar nicht. Das Problem ist eher, Leuten zu erklären, was macht man denn da? Das ist oft das Problem, wenn man sagt, ja, ich kann jetzt nicht, weil ich muss jetzt, mein Stream geht gleich los. Was? Ja, ich mach Twitch. Was machst du? Ja, das ist wie YouTube, nur live. Ah, das habe ich schon mal gehört irgendwo. Ja. Aber das Verschweigen oder so, nein. Slabby? Oh. Nein, ich auf keinen Fall. Stream macht so einen großen Teil meines Lebens aus. Ich würde, das wird nur awkwarder, wenn ich versuche, das zu verschweigen vor gewissen Leuten. Deswegen, nee, wenn ich neue Leute kennenlerne, aus welchen Gründen auch immer, dann komme ich im Prinzip direkt damit raus. Ich streame und das ist halt mein Haupt, mein Zentrum im Leben aktuell, weil es einfach mein Haupthobby ist, dass mir so viel Spaß macht und meine Leidenschaft da reingeht. Warum sollte ich das dann verschweigen? Deswegen nie, auf keinen Fall.
Ja, ich gehe damit nicht hausieren, aber es ist, ich bin da unglaublich stolz drauf. Und ich sage es jedem, der nur ansatzweise in meinem Alter ist oder sonst etwas, der sagt, ich habe eine Konsole. Ich habe dieses Computerspiel gespielt. Sag, ja, wir zwei, wir können uns unterhalten. Aber wenn ich bei meinen Schwiegereltern oben bin, die einfach sehr konservativ sind. Ja, da ist das. Da sage ich das nicht. Die verstehen nicht, was ich sage. Absolut nicht. Alles okay? Weil sie es nicht, weil sie nicht wissen, was du machst, oder? Ja, nein, weil sie das nicht. Erstens, also was machst du? Ja, ich sitze vor der Kamera. Oh. Na, also wenn du als Frau schon mal sagst, Im du sitzt vor der Internet. Kamera im Internet, ist das dann schon mal, oh, jetzt sind die haben nichts mit Computerspielen oder so zu tun. Dann ist das schwer, denen zu verstehen zu machen, dass ich dort sitze und Videospiele spiele. Die gucken mich dann an und sagen, pass auf, wir waren da und es ging um die Katzen. Wie heißen die Katzen? So, ja, Kitana, Zangief, Akai, Morrigan und Pandora. Was sind denn das für Namen? Ja, das sind Namen aus Computerspielen, Videospiele. Aus was? Ne, und dann hat mein Mann schon, ja, du weißt doch hier Super Mario, bang, piu, piu. Ah, ja, aus solchen Spielen, da kommen die Namen her. Und es ist unglaublich schwer, diesen Menschen dann zu erklären, dass ich Stunden in der Woche damit verbringe, das zu tun, das verstehen die nicht. Da kannst du argumentieren, dass das verstehen die nicht. Und das ist mir dann so unangenehm, weil die mich dann so seltsam anschauen, weißt du, ich mag das. Ah. Weißt du, wenn ich das schon. Ah. Und das sind erwachsene Menschen, da habe ich Respekt vor und oh, das ist ganz unangenehm. Ansonsten, ich bin auf Twitch. Ja? Darf ich euch mal Hausaufgaben geben? Rechnet mal, Nein. rechnet, doch, doch, rechnet mal ungefähr aus, wie viele Stunden ihr schon gestreamt habt. Versucht das mal zu rekapitulieren. Seit Nicht Februar kann ich jetzt. dir sagen, Nicht ungefähr. jetzt. Rechnet das mal aus. Ich lege eine Zahl vor. 5.800 Stunden. Ich kann dir sagen, so ungefähr seit Februar bis jetzt. Rechnet das mal aus, Leute. Und dann Ich macht euch. rechne nicht im Stream. Nein, nein, nicht jetzt, nicht jetzt, nein, sondern Hausaufgaben. Macht das mal. Und Mein Bot zeigt mir das. ich wünsche euch sehr viel Spaß, wenn ihr am Ende die Zahl realisiert. Ich wünsche euch dabei sehr viel Spaß. Okay? Die Theorie sagt, nach 10 Stunden, nee, nach 10 Stunden, nach 10.000 Stunden kannst du eine Sache erst richtig gut auf einem richtig hohen Level. Hausaufgaben. Ja. Macht das mal. Ich wünsche euch extrem viel Spaß. Lasst uns mal die nächste Frage anreißen. Oder wollte noch jemand was Ja, Moment, ja, kundtun? was ist denn mit dir? Ja, Wie, ich geh damit. Ich sag das jedem, der mich fragt. Das ist meine Antwort. Mir ist das Furz. Ich erkläre das auch meinem fast 60-jährigen Vater. Ich sag hier: Internet, Computerspiele, fertig. Hast was dagegen? Hier ist mein Kontoauszug. Nee, habe ich nicht. Gut, tschüss, hau rein. Das war's. Da, bei meinen Eltern habe ich jetzt nicht das Problem, aber bei meinen Schwiegereltern da. Das Ding ist halt bei den Leuten, also um einfach nur eine kurze Anekdote zu erzählen. Ja, Junge, wie und bla und Sülz, hast du nicht gehört? Mike gesagt, hier Papa, Kontoauszug, guck. Okay, Junge, mach was du willst, ist in Ordnung. Aber das kannst du jetzt machen. Ja. Verstehst du? Ich könnte das jetzt nicht machen. Hier, Kontoauszug. Das ist ja nicht so gesehen, das ist Na ja doch. nicht mein Job. Hast ja, aber das ja, bei mir ist das halt immer ein bisschen extrem in dem Sinne. Ich mache das auch immer No? sehr extrem, weil ich habe gar keinen Bock, mich für sowas zu rechtfertigen. Das ist eben das Weil ich schrubb, Rechtfertigen. das ist, ihr schrubbt genauso, das ist, und wenn es nur ein Nebenjob ist, dann lass es als Nebenjob durchgehen. Du Aber ich schrubbst möchte nicht, halt. dass mein. Sie gucken ja meinen Mann dann auch komisch an, Ja, aber weißt du? dein Und Mann. nein, ich möchte nicht, dass mein Mann dann so komisch angeschaut wird. Und deshalb sage ich das lieber nicht. Das kann ich verstehen. Die Und das gucken ist dann auch in Ordnung. seltsam und sagen: Oh, was macht deine Frau? Die ist den ganzen Tag zu Hause und sitzt vorm PC und spielt da. Das ist richtig so.
Da an der Stelle wärst du, aber ich habe diesen Fall nicht. Auch wenn meine Großeltern mich fragen, sage ich, ja, mir geht's gut, ich werde immer fetter, ich habe was zu essen, ist alles in Ordnung. So, was willst du darauf? Das Ding ist halt, wir gehen mit der Zeit. Ich meine, früher war LPG cool, dann kam irgendwas anderes, was cool war. Dann wollte jeder in der Apotheke arbeiten, dann wollte jede Krankenschwester sein und jadi, jadi, jadi. Heute ist es halt, wir spielen Computer und verdienen damit unser Geld. Das muss man doch nicht verheimlichen. Also ganz ehrlich, man sollte doch zu sich selber stehen. Natürlich in speziellen Situationen, wie Sali schon beschrieben hat, wenn es dann andere Leute schädigen würde, dann ist es natürlich wieder was anderes. Ja, lass doch die Leute labern. Ja, ja. Aber das sind ja nicht die Leute. Es ist ja die eigene Familie. Da guckt man schon so ein bisschen. Also. Wollen wir noch mal was Ernstes besprechen? Mhm. Bevor wir unsere eigene lustige... Hast du dir schon was aufgeschrieben, Sascha? Ja, ja. Ja? Ja. Tu so, hol einen Stift. Ich habe auch schon extra einen Stift rausgeholt. Wir haben da nämlich noch was vorbereitet. Ich habe eine Frage, und zwar ist die von Izzy. Und die Frage lautet wie folgt. YouTuber, die genutzt werden, um jüngere Zielgruppen für Produkte zu erreichen. Gibt's das auch bald auf Twitch? Ich hab's nicht, was? Jüngere, also YouTuber, die genutzt werden, um jüngere Zielgruppen für Produkte zu erreichen. Fragezeichen. Gibt es das auch bald auf Twitch sozusagen? Ich warte nur auf den ersten Bibis Beauty's Palace Stream auf Twitch, ehrlich gesagt. Wo sie einen Haul auf Twitch macht und so ein Gedöns. Mit aber wäre doch geil, wenn der nach Donuts schmecken würde, der Stream, oder? Das wäre doch geil. Ein Stream? Ich verstehe die Frage immer noch nicht. Product Placement. Ach so. Ja. Um damit Geld mich zu verdienen. Ja. Hä? Also, dass ich jetzt zu dir sagen würde, ey, ich trinke jetzt meinen geilen Milchkaffee von Kaufland. Ich verstehe, was du meinst. So, oh, ich habe mir diese Uhr gegönnt. Ja. Ja. Von so und so. Die ist ja so spät. Ja, oder da unten ist der Raffle-Link. Oder dass du mit deiner Primark-Tüte halt nach Hause kommst, einen Stream anmachst und zeigst, was du gekauft hast. Gibt's auf YouTube schon lange und wird es irgendwann auch auf Twitch geben, wenn erstmal die dicke Kohle hier verdient werden kann. Creative. Ich meine, gibt's das ja nicht schon natürlich, vielleicht sogar? Natürlich gibt's das. Ja, okay. Das ist doch einfach. Ich meine, irgendein wenn du ein Sponsoring mit irgendwas hast und für den ein Bild, selbst wenn du einfach nur ein fucking Raffling hast, Entschuldigung, wenn du einfach nur ein scheiß Raffling hast, ja, und den irgendwo stehen hast, ist das dann nicht vielleicht schon sowas? Ja, ist es. In der Art? Hab ich. Ja. Das Problem ist heute. Ziemlich jeder. Aber ja, eben. Das Ding ist halt, man muss sich wirklich schon heutzutage für alles schämen. Also, dafür schäme ich mich nicht. Ja, aber es ist halt, es wurde halt in einem Maß übertrieben. Ich will nicht mal sagen übertrieben. Ganz ehrlich, wen interessiert das überhaupt? Hat man schon mal Fernsehen geguckt, wo alle halbe Stunde 6 Minuten Werbung kommt? Ja, also ich verstehe jetzt gar nicht. Also, wenn ich unten mein Equipment verlinke mit Raffling? Raffling, das ist für mich, weiß ich nicht, ganz nur, also es ist doch besser, als wenn ich gar nichts da unten reingestellt hätte und meine Güte, dann ist halt da eine kleine, es ist jetzt was anderes, wenn ich hier, weiß ich nicht, Leuchtschrift hätte und Achtung, Achtung, ne? Sie benutzt dieses Mikrofon, diese Tastatur. Ich meine, wenn das so unten drin ist und die Leute fragen, was benutzt du nur? Sag ich, du, ist alles unten angegeben, es ist auch alles verlinkt. Ja, dann, ja. Aber jetzt richtig einen Stream machen, um die Sachen dann zu verkaufen? Ja, quasi, dass man die Leute, dass man an die jüngeren Leute rankommt. Ja, nö, das finde ich gar nicht toll. Aber ganz ehrlich, es ist doch... Aber wen interessiert das? Eben, ganz ehrlich, das ist doch wieder nur, lasst uns Kacke in alle Richtungen schmeißen. Andere Leute sind Goldesel, die gehen auf Klo und da purzeln die Ideen raus, mit was sie Geld machen. Und im Endeffekt, und das sage ich jetzt so, und das ist mein eigener letzter Satz dazu, im Endeffekt ist das alles nur Neid, weil wir das Geld nicht haben. Also mir ist das egal, was die da machen können oder machen wollen oder so. Sollen du.
Ich glaube, kann man sowas in so ein Thema Sellout reinschieben? Das kommt damit dazu, natürlich. Ja. Weil dann, denke ich, ist es nichts anderes wie auch bei diesen YouTube-Sachen. Ich meine, also ich weiß nicht, ich würde die Frage, glaube ich, eher so verstehen, dass Firmen zu einem kommen und sagen, trag bitte unsere Uhr, dafür bekommst du so und so viel Geld und sag, wie toll das ist. Ja. So. Bei Twitch, denke ich, ist es aber bisher so, dass man versucht, aus seinen gegebenen Möglichkeiten, ohne sich dafür bezahlen zu lassen, Möglichkeiten nutzt, die man hat, zum Beispiel in Form eines Rafflings oder sonst irgendwas. Es ist ja immer so, dass ich finde das lustig, weil ich das, glaube ich, vor, weiß ich nicht, eine Woche oder so erst in einem Stream von mir hatte, genau dieses Thema, dass ja jeder, der irgendwas hier irgendwie macht auf Twitch und irgendeinen Streamer zu supporten im finanziellen Bereich, sei es durch einen Subscribe, wo man das kann, durch eine Donation, durch Nutzung eines Rafflings, whatever. Es betreibt doch keiner Gehirnwäsche und sagt, du musst da jetzt draufklicken. Guck, klick da jetzt drauf, gib mir dein Geld. Das macht doch jeder, weil er Bock dazu hat oder halt auch nicht. Ja. Und ich glaube, auch mit solchen Sachen, wie jetzt auf die Frage gemünzt, selbst wenn, dann kauft man halt keine Uhr von keine Ahnung was. Mhm. Oder man guckt halt diese Person nicht, weil es sich halt nur noch um diese Uhr dreht, weil er sie nur noch 10-mal am Körper trägt oder so. Keine Ahnung. Finde ich echt lustig, weil genau das hatte ich erst letztens, ja. Ist das die moderne Art von Teleshopping? Nee, nicht ganz. Nee, man kann es ja nicht direkt. Ja, wobei, es ist so ein bisschen, ne? Interaktiv Shopping. Ja, aber jetzt. Wir spielen ja hier den ganzen Tag Videospiele. Wir betreiben das ja schon. Also wo zieht man die Grenze? Sind wir nicht schon mittendrin in der Werbemaschinerie? Ja, eben. Wir machen für die Spielewerbung. Ja. Und das sieht ja wieder, das ist ja, das Ding ist halt, den Kackehaufen, Leute, den kann man so weit aufreißen, dass dir nachher irgendwann die Kinnlade runterfällt und sich so denkt, wow, ich stecke ja mittendrin. Und das auch als Zuschauer. Ja, stimmt. Und erstens, also es geht halt los bei Leuten, die zugucken. Zweitens geht es bei Leuten los, die das verurteilen. Drittens geht es bei Leuten los, die einen Shitstorm deswegen anfangen und dafür noch Werbung machen. Danke dafür. Viertens geht es darum, dass sich Leute verkaufen. Wen interessiert das? Ohne Witz. Wenn Bibi Blocksberg für 20.000 Öcken die Uhren ins Video hält, wen zum Teufel interessiert das? Das sind 20.000 Öcken, dafür musst du 3 Monate nicht arbeiten gehen. Bam, aus, Ende. Und das ist der Punkt. Es ist einfach nur der Punkt, wie weit willst du gehen, dich selber zu verkaufen? Der netteste Streamer, ich, der nicht sich selber verkaufen will, selbst ich muss mich verkaufen. Muss ich. Das Ding ist halt, sonst würde ich keine Donations nehmen, sonst würde ich keine Subscribes nehmen, sonst würde ich keine Rafflings von Amazon haben, sonst würde ich euch keine 20% bei Green Man Gaming geben. Nichts davon, gar nichts. Und das ist einfach mal, wie weit willst du gehen, dass du die Hose blank ziehst. Und wenn dir einer 20.000 Piepen auf den Tisch legt, sagst du aber sowas von glasklar, hier, bam, meine Uhr, kannst du kaufen, gehst du runter. Ein Satz, scht, ab ist das Ding. 20.000 Flöcken auf der Hand. Und so sieht's aus. Das Lustige ist gerade, mir schreibt gerade jemand, ich bin mal so frei, ich lese das mal kurz vor. Ihr braucht euch nur mal umdrehen und eure Stühle angucken. Das beantwortet die ganze Frage. Eben. Ganz ja. Einfach. Schon allein, dass wir diese Stühle. Wir machen für die Leute Werbung. Das sind einfach Produkte. Ich habe dafür das Geld bezahlt, das jeder andere auch bezahlt. Ich auch. Oh, meine sind schon so eingesessen gewesen. Meine sind Vorführmodelle. Trotzdem, der Kaffee von Kaufland ist echt lecker. Aber der Energy-Drink von Lidl auch. Das ist halt Nonsens irgendwie. Auch dieser ganze Shitstorm, der da immer dagegen gebracht wird. Bei der Werbung im Fernsehen regt sich auch keiner auf. Jetzt ist halt die Leute, die sich über Jamba Spar-Abo 3.12.15 beschweren sich jetzt über Bibi Blocksberg, wie sie ihr blödes Shampoo verkaufen will oder ihr Twitch Telekom-Handy. Wen interessiert das denn? Niemanden. So viele, die sagen, so viele gibt's auch sagen, yay! Eben. Aber kaufen bei Zalando, was im Prinzip Jamba ist. Zum Beispiel. Also, sind die gleichen Leute. Zalando und Jamba. Ach so. Ah, okay. Dann kommt gleich die nächste Frage. Selbes Thema. Gibt es zu viele Streamer im deutschen Bereich, die aus Twitch nur Geld generieren wollen? Wie steht ihr zum Thema Sellout? Haben wir da nicht gerade drüber geredet?
Ich kann das, ganz ehrlich, wenn ich das kurz beantworten darf, ich kann das Wort nicht mehr hören. Weil pass auf, das Wort Sellout wird momentan doppelt und dreifach gewendet und durch den Kakao gezogen und keiner weiß mehr, was es bedeutet. Es gibt einmal Sellout, dann gibt's Kappa Sellout, ja? Und im Endeffekt ist beides dasselbe. Weil Kappa Sellout versucht mit Ironie seine eigenen Werbeaktionen, die er machen will, unterschwellig zu sagen, hier Kappa T-Shirt. Wo du davor sitzt, wo du dann dir so denkst, okay, im Endeffekt hast du den ganzen Scheiß nur gemacht, damit du uns deinen Scheiß verkaufen kannst, damit du Geld machst. Aber ganz ehrlich, wen interessiert das denn? Es muss doch immer die dummen Leute geben, die da draufklicken und das kaufen. Ganz einfach. Und wenn es Leute gibt, die das kaufen, dann ist es halt so. Und wenn Leute Geld generieren wollen, sollen sie Geld generieren. Damit werden sie aber nicht lange glücklich werden. Weil irgendwann werden die Generationen, die da zugucken, älter. Und je älter du wirst, desto schneller wird dir diese Scheiße auffallen. Und dann guckst du nur mal die Personen, die jetzt mal im Internetjargon, die real sind. Und nicht die Leute, die dein Geld wollen. Und ich mach Kappa Sellout. Und im Endeffekt, oh geil, Twitch-Moneten. Wartet einfach ab. Und wartet, was kommt. Ich prophezei das jetzt schon. Wartet, was kommt. Das ist, was ich dazu zu sagen habe. Bitte. Also Sellout, also, wow, das sagt jetzt der ein eigenes Sellout-Emote hat, aber es ist so. Ich, für mich persönlich, ist ein Sellout immer das, wenn man mehr bekommt für etwas, wofür man Geld bezahlt, als andere, die... Okay, der Satz war kacke. Wenn ich mehr bekomme, wenn ich Geld bezahle, aber weniger bekomme, wenn ich kein Geld dafür bezahle. Also wenn man irgendeine Zusatzleistung davon hat und dadurch das Geld generiert. Macht der Satz Sinn? Mhm. Versteht so ein bisschen. Was ich meine? Mhm. Also wenn ich sage, ihr bezahlt jetzt... ihr seid jetzt Subscriber, so. Und dafür dürft ihr jetzt jeden Sonntag mit mir spielen. Und auch nur diese dürfen jetzt, weiß ich nicht, hätten oder keine Ahnung irgendwas. Das ist für mich ein Sellout. Wenn man durch finanziellen Vorteil den Leuten, die was machen im Bereich Finanzen, andere Vorteile gibt, als die, die es nicht können, nicht wollen oder sonst irgendwas. Das ist für mich ein Sellout-Stream. Oder das ist für mich dieser Begriff von Sellout. Und wenn man versucht. Pay to win quasi. Ja, Pay to win habe ich die ganze Zeit im Kopf. Pay to win, genau. Das ist es, Pay to win. Ich finde es, was mich wirklich stört an der ganzen Sache, ist, dass Leute sowas verheimlichen irgendwie. Also, wisst ihr, dieses auch jetzt im Chat stand zum Beispiel, dass ich die Psychologie davon nicht verstehe. Ich treibe mich seit 3 Jahren hier rum und gucke sau viele Streams, ich gucke YouTube-Videos, ich glaube, ich verstehe die Psychologie dahinter. Und die Psychologie ist einfach, ich will Geld generieren. Geld, 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 Geld und nochmal Geld. Und das ist nicht, Kappa Sellout ist einfach nur, ich fake meinen einzigen, meinen persönlichen Hass gegen den Sellout und verkaufe meinen da unten drunter noch so. Hey, aber hier, guck mal, da, Bibi Blocksberg ist scheiße. Kappa, mein T-Shirt, kauf mein T-Shirt. Haha, Bibi Blocksberg ist scheiße. Genau so läuft das nämlich. Und, Verzeihung, ich gehe bei sowas immer so ein bisschen an die Decke, obwohl mich das eigentlich gar nicht interessiert, aber Sali, bitte, hau rein, oder Slabby, sorry. Ich hab dazu gar nichts zu sagen, das ist für mich sowas von, ich habe mich da nie so richtig, ganz ehrlich, das ist, ja, Sellout da, hahaha, da, das gab's schon immer, egal auf welchem Blatt, ja, ist das so, das gab's schon immer, egal auf welchen Plattformen, egal so, da, sollen sie doch machen, was sie wollen. Ich habe unten meine Raffle-Links, das weiß jeder von Amazon und sonst was. Wenn da einer meint, über diesen Link einzukaufen, ja gut, ich freue mich natürlich darüber und wenn nicht, na gut, ich freue mich immer noch und bin immer noch da, also mir ist das sowas von egal. Ich habe da sonst gar nichts zu sagen, weil ich bin alt genug, mir selbst meine Meinungen zu bilden und sehe, was da abläuft und sage, aha. Jeden Tag steht ein Dummer auf. Wenn der damit glücklich ist, soll er es machen. Ne? Ich gehöre nicht zu der Herde, die jetzt da, tangiert mich überhaupt nicht.
Ja, mein größtes Problem bei dem ganzen Thema, und deswegen rede ich am liebsten gar nicht darüber, ist einfach, wo zieht man die Grenze? Wo ist Sellout böse und wo ist Sellout gut? So, weil je länger ich drüber nachdenke, umso weniger weiß ich, wo die Grenze ist, ehrlich gesagt. Und deswegen beschäftige ich mich gar nicht damit. Ich gebe den Leuten die Möglichkeit, mich zu unterstützen, aber ich zwinge niemanden dazu. Ich gebe niemanden irgendeinen Vorteil dadurch. Und ich persönlich bin selbst daran beteiligt an der ganzen Maschinerie. Ich bin bei 7 Leuten, glaube ich, gesubbt. Nur wegen den Emotes teilweise. Und ja, ich bin selbst der Dumme, aber ich gebe das Geld gerne raus. Ich verbringe den ganzen Tag auf Twitch. Warum soll ich dann nicht ein paar coole Emotes von Dan haben, mit denen ich mich nett ausdrücken kann? So. Ich sag da immer leben und leben lassen. Ja. Genau. Ja, ich meine, wenn das jetzt bei DC weiß ich, das ist sein Geschäft. Und wenn ich jetzt sage, oh ja gut, dann kaufe ich halt über deinen Amazon-Link ein, dann kaufe ich halt darüber ein und so. Das ist doch, ich verstehe, ich meine, es gibt da wirklich viele, die davon auch leben und das ist denen ihr Geschäft. Da sollen die doch froh sein, dass sie die Möglichkeit haben, dort einzunehmen und dort einzunehmen. Keiner von denen fährt ein Lambo. Keiner von denen ist reich. Meine Güte, lass doch die Leute mal 2 Pizzas am Tag bestellen statt. Also ich mache mir da nicht so einen großen. Klar gibt es dann auch welche in den höheren Bereichen, die machen mehr, aber mich stört das nicht. Ich weiß nicht, also. Ist ein philosophisches Problem. Es ist einfach so, Glaube ich auch. ich finde generell dieses Thema Geld ist, weiß ich nicht. Also, ich gehe mal davon aus, dass alle 4, die hier sitzen, das immer noch als Sucht betreiben, so wie vorhin gesagt wurde. Und selbst ich, der jetzt damit seinen Lebensunterhalt verdient, ich glaube, Sascha, du kriegst damit auch ja noch ein bisschen was, Dali auch, Slabby auch. Das kotzt mich an. Also, ich will da gar nicht mehr drüber reden. Nicht, weil mir das unangenehm ist, sondern einfach, weil es immer, egal, den ganzen Tag nur noch auf Geld reduziert wird. Also, am Tag mindestens kommen 5 Leute rein und fragen nach Geld. Wen interessiert das denn? Du willst doch Spaß haben. Du willst, also, wenn dich, wie viel Subs hast du? Wie viel Donations kriegst du? Mach Reflink, mach Werbung. Es gibt ja schon Leute, es gibt ja eine Bewegung, die fragt nach Werbung. Die wollen Werbung sehen. Gibt's auch schon mittlerweile. Wo ich mir dann denke, hey Jungs, ich sitze vorm PC, ich will nicht auf Klo, ich will keine Werbung machen. What? Oder, also, hä? Seid ihr doof? Ich will Computer spielen, verstehe? Ich will einfach ins Mikrofon bölken und Computer spielen. Alright, das will ich, das ist das, was ich will. Und dann kommt, ja, jetzt mal ein ernstes Thema, sag mal, Dissi, wie verdienst du dein Geld? Ist das nicht scheißegal? Solange der Typ oder die Margarine, also Magger und Margarine, wie ich immer gerne sage, solange die vor dem Kamerading sitzen, ihre Rechnung bezahlen können und da sind, ist das doch alles cool. Ist doch scheißegal, wie viel Geld hier, Geld da, Geld bla bla bla. Nichts zählt mehr. Ganz ehrlich, wenn ich bei dir, Sascha, zum Beispiel am Samstag gucke, dann will ich da Musik hören und nicht eine Diskussion im, ja, sag mal, also lohnt sich das überhaupt für Sascha, dass der da abends Musik auflegt? Also ich denke mal, früher bei seinen 10.000 Leuten hat der mehr Geld gekriegt, oder? Ist doch scheißegal, verdammt. Ich will das da gucken und Musik hören. Spaß haben. Ganz einfach. Also die Fragen sind halt, Verzeihung, man merkt das auch schon. Ich gehe da immer an die Decke, weil immer nur bling, bling, Dollar, Dollar, Bill, ja. Vergesst den Scheiß einfach mal. Zelebriert das, was wir hier machen. Zelebriert es, liebt es. Macht euch da, weiß ich, so wie ihr Fußball spielen geht und nach Tsubasa Ozora hinterher hascht oder so. Liebt das. Liebt Twitch, liebt das, was es euch gibt. Und nicht liebt das, was dieses Nebenprodukt ergibt, was andere Leute erzählen. Liebt die Spiele, liebt die Musik oder das Zeichnen, Häkeln. Irgendwas, ist scheißegal, was der Typ euch erzählt. Wenn ihr Bock auf den habt, dann feiert den oder sie und habt daran Spaß und stellt nicht immer solche Fragen, die banal sind, die sowieso keinen interessieren, weil es Wumpe ist. Dizzy, warte kurz, der hat Ja. gerade jemand subscribed. Ich wollte es dich nicht nur wissen Ja, das mache ich morgen. Also später. Jetzt gerade ist halt, sind wir und nicht. Wow, Slappy, wirklich. Aber der hat dafür Geld bezahlt. Ja. Ja, aber jetzt gerade Danke geht's ihm. geht's um uns, Leute. Slappy. Ich habe noch eine Frage, würde ich gerne am Ende noch stellen, wenn ihr nichts dagegen habt. Oder wollt ihr noch was sagen?
Verzeihung, ich bin heute so in Sprechlaune. Nee, ich bin mit dem Thema durch. Leben und leben lassen und auch mal gönnen können oder mal nicht. Also, das glaube ich, sei die mit dem Satz, jeden Morgen steht ein Dummer auf, den richtigen offen, glaube ich, da. Ja. Egal, wie man es, selbst wenn man es versucht, jemandem zu erklären, es bringt nichts. Also, wenn man es auf die Schippe nimmt, bringt es auch nichts. Wenn man gar nichts drüber sagt, ist auch falsch. Also, who cares? Eben. Next question, please. Denkt ihr, dass die, das ist übrigens die letzte, würde ich sagen, weil du wolltest ja noch Adventskalender machen, Sascha, glaube ich, oder? Ja. So. Und auf Rücksicht, ich meine, wir sind schon wieder weit drüber über die Zeit. Oh, ja, wer eben. Was für eine Uhr trägst du denn da? Das was kannst du nachher bei mir im Raffle-Link sehen. Ne? Vor allen Dingen im Raffle-Link, ja. Sali macht immer Verlosung, ja. Sali macht immer Verlosung. Sie verlinkt nicht ihre Sachen und referiert dazu. Nein, sie raffelt immer alles raus. Entschuldigung. Oh Mann. Ja, wie heißen die Dinger? Ich vergesse das immer. Referenz, glaube ich. Das kommt von Ref, ja. Referenzlink. Refling. Ref. Okay. Das ist genau wie heißt das, wenn man sich verkleidet? Nicht Crossplay, sondern... Das, wenn du dich als Toast verkleidest, dann ja. Heißt das Crossplay. 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 Das heißt nicht Crossplay, sondern... Crossplay. Ist doch auch Cosplay. Kein großer Unterschied. Nein, deswegen ja. Also genau Sali hat eben gerade eine neue Bewegung geschaffen, Leute. Verkleidet Raffling. Euch eigentlich Croissant und dann habt ihr ein astreines Crossplay. Ja? Das Croissant. Crossplay. Crossplay. Habe ich Ewigkeiten gesagt. Sage ich immer noch, weil ich immer das andere vergesse. Klasse. Aber wen interessiert das? Wir haben dich doch verstanden. Verstehst du? Mikey Balls schreibt, du bist mega gebidé. Was bin ich? Mega gebidé. Gebildet. Gebidé. Gebildet sollte das werden. Ja, aber er hat gebidé geschrieben. Oh, meine Herren. K-L-U-K. Okay, nächste Frage. Denkt ihr, dass denkt ihr, dass Plattformen wie YouTube oder Twitch noch lange überleben können, da sich die Community echt verändert hat? Wieso sollten die denn sterben? Das ist für mich das neue Fernsehen. Ja, eben. Ich glaube, das geht gerade erst los. Gerade Twitch, dieses Live mit den Menschen dort interagieren können, den ich gerade auch sehe, das ist doch super. Ich finde es schade, dass ich selber Twitch erst so spät entdeckt habe. Ich finde das ganz toll. Da sitze ich da mal da und unterhalte mich mit dem Slappy. Oh, was machst du da gerade? Oh, das ist aber toll. Und oh, hier, ne? Energizer, wow, super Musik. Und dann gehe ich. Ich finde das toll. Das ist für mich, ich schaue fast kein Fernsehen mehr. Das läuft im Hintergrund, das läuft da. Und das werde ich in 10 Jahren, Gott habt Twitch, ne? Das ist für mich das neue Fernsehen. Und das neue Radio. Oh, damit du unbedingt noch dich bei Sascha einkratzen kannst, ja. Das neue MTV. Oh. Ja, ist es. Ich finde das super. Ja, einer von euch beiden, Leute. Ich habe eben gerade alles verschossen. Ach so, ja, ich gucke kein Fernsehen. Ich gucke nur Twitch. Mein Fernseher steht seit einem Jahr da, ist nicht mal angeschlossen. Einmal habe ich es angeschlossen, als ich krank war und Wii spielen wollte beim großen Bildschirm. Dann habe ich es gemacht, aber sonst bleibt der aus. Ja, also wie gesagt, ich glaube, das ist gerade erst gekommen. Also ich glaube auch vor allem in Deutschland ist Twitch, kommt das langsam erst, auch wenn schon echt es saumäßig viele Streamer gibt. Aber ja. Ich glaube jetzt im Vergleich zu Amerika kommt das hier in Deutschland erst richtig an. Und ich meine, es steckt so viel Potenzial in solchen Möglichkeiten. Muss ja jetzt nicht nur Twitch sein, sondern keine Ahnung, was auch alles. Du kannst das ja auf Ewigkeiten erweitern. Auch für Firmen, die halt ihre Product Placements irgendwie verkaufen wollen. Ich meine, mittlerweile macht, glaube ich, ProSieben oder so, steckt doch auch hinter dieser Game-Geschichte mit Kronk und so. Oder war zumindest mal, was die da mal gemacht haben. Dieses Studio 7 heißt. Oder so? Nee, Studio, weiß ich nicht mehr. Irgendwie weiß so. Es gerade auch nicht genau. Ja. Aber auch Streaming, ich meine, ein Film. Ich meine, wer guckt noch einen Film, weil am Samstagabend um 7:45 ein Film im Fernsehen läuft? Wahrscheinlich nicht, weil jeder streamt, aber dann guckt ihr das halt irgendwie auf. auf keine Ahnung. Vor allen Dingen sagst du das, der Samstag um die Uhrzeit sich vorbereitet, damit er live gehen kann. Ja. Ja,
Aber ist doch so. Ja. Also ich guck halt Netflix. Kauft Netflix. Netflix ist super. Nee, oder irgendwas, keine Ahnung. Also ich glaube auch, dass das bleibt und kommt erst richtig. Also ich persönlich würde Kardex dir sagen, komm aus deiner kleinen Bubble raus. Weil Twitch hat sich nicht verändert. Twitch ist immer noch genauso wie früher. Das Ding ist halt, wahrscheinlich bist du mit den Leuten gewachsen, die früher da waren und groß geworden sind. Und dadurch hat sich für dich Twitch verändert. Twitch ist immer noch dasselbe wie früher. Du redest gerade mit einem Mod von mir, ne? Also pass auf, was du sagst. Warum? Ich mache nur Spaß. Ja, das Ding ist halt, viele, oder was heißt viele? Einige Menschen sehen das immer in ihrer Bubble. In ihrer kleinen Bubble. Ja, es wird alles anders, alles nur noch Sellout zum Beispiel oder sowas. Und sie stecken aber in dieser Counter-Strike-Bubble drinne oder League of Legends oder so. In dieser Bubble stecken sie fest. Aber wenn sie mal zu Salista gehen würden, irgendwo anders, außerhalb dieser Bubble, würden sie sehen, dass die Welt gar nicht anders geworden ist. Nur man muss halt mal aus dieser Comfortzone rausgehen und sich mal woanders hinbewegen. Da, wo es zum Beispiel nicht der Fall ist, dass das jetzt das verändert wurde oder dass es sich geändert hat. Menschen ändern sich, Streams ändern sich, Menschen setzen Trends. Aber es gibt immer noch Leute, die diesen Trend nicht folgen und immer noch diesen schönen Community-Flag haben oder bieten. Und ich persönlich denke auch, dass noch sehr viel Potenzial in dieser ganzen Sache steckt und es wird immer mehr. Und ich glaube nicht, dass das so schnell abflacht, das Ganze. Ich lese da gar keine Bewertung, also Wertung raus, dass sich die Community verändert hat. Natürlich hat sich die Community verändert. Da sich die Community echt verändert hat, das ist eine Wertung. Ja. Ja. ich finde Veränderung gut. Lass die Veränderung kommen, von mir aus. Change is always good. Definitiv. Und ich denke mal, es wird auch, das Publikum wird größer. Weil Twitch arbeitet immer noch an sich selber, an dem, was sie anbieten. Und ich glaube, dass sich auch Spieleunternehmen so allmählich reingefunden haben in die ganze Sache. Und es wird immer besser und cooler. Also ich denke schon, dass für jeden Geschmack was dabei sein wird. Und auch YouTube wird sich noch lange genug halten, weil dort auch guter Content produziert wird. Natürlich für jeden individuell. Man muss bloß suchen, dann findet man das und dann sind das Top-Plattformen, die auch noch sehr lange bestehen können. Wohl bemerkt, können. Ob es so sein wird, werden wir sehen. Wo ich gerne zum Ende kommen würde und zwei Fragen am Ende stellen würde. Na, Sascha hat sich vorbereitet, hoffe ich. Auf die gute Frage. Die Frage ist, und zwar wurde sie gestellt von Red, wie habt ihr euch kennengelernt und wie seid ihr zu Twitch gekommen? Wie wir zu Twitch gekommen sind, haben wir ja vorhin gesagt. Wie haben wir uns kennengelernt? Romantisch. Soll ich anfangen oder was? Ja, schleppi, hau rein. Wie wer sich jetzt kennengelernt hat? Wir oder was? Ja, du kannst ja schnell einfach, mach das so kurz und knapp, wie es geht, in jede Richtung. Wie wer sich kennengelernt hat. Also du bist auf mich zugekommen vor einem Jahr ungefähr und warst irgendwann bei mir. Also ich habe dich kennengelernt, weil ich in deinen Stream reingeguckt habe und dir bei Minecraft zugeguckt habe. Und irgendwann warst du bei mir da und irgendwann hast du gefragt, hey, willst du nicht irgendwie hier mit uns mitmachen? Und dann habe ich ja gesagt und ja, wie? Dann haben wir uns... Das Geile ist jetzt, ihr beantwortet alle meine Fragen, die ich auch beantworten müsste. Sehr gut, mach weiter. Ja. Die Salik habe ich hier bei den Piraten kennengelernt. Was soll ich da noch großartig zu sagen? Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Und den Energizer, den habe ich heute kennengelernt. Jetzt gerade vor knapp 2,5 Stunden, nein, 3 Stunden habe ich ihn kennengelernt. Und was war noch die andere Frage? War noch was? Wie ihr zu Twitch gekommen seid, aber das haben wir ja heute schon beantwortet. Nein, habe ich nicht. Wie ich zu Twitch gekommen bin. Ich bin zu Twitch gekommen, ich habe Starbound gespielt und irgendwie über irgendjemanden von Twitch-Link gesehen. Ich glaube sogar auf YouTube, weil ich Starbound-Videos geguckt habe. Und irgendwer hat dann bei YouTube auch gesagt, hier, wir streamen. Und dann habe ich gesehen, oh, der streamt gerade und dann habe ich da reingeguckt. Und das war das erste Mal, dass ich überhaupt von Twitch gehört habe. Echt, denn war das Sali und Sascha, Verzeihung. Ja, und seitdem bin ich bei Twitch.
Möchte einer Sali oder Sascha, wer will von euch zuerst? Schnick, schnack, schnuck. Ich überlege die ganze Zeit, aber ich habe gar keine Ahnung. Echt nicht? Also das Problem ist, ich merke mir, also ich kann mir sowas nicht merken, warum auch immer, das ist, glaube ich, angeboren. Genauso wie Namen, Zahlen, vergiss es, keine Ahnung. Ich weiß es. Wie du mit Vornamen weißt. Slapstick kann ich eigentlich direkt beantworten. Kenne ich auch seit heute erst. Ja, aber ich hab dir jetzt gefolgt. Ich guck mal rein bei dir. Bei Nils und Sally muss ich echt überlegen. Ich weiß es nicht. Du hast Exola-Video geguckt. So, jetzt habe ich dir geholfen. Ah, ja, ich habe das ja vorhin schon erzählt. Ja, ich habe, wie gesagt, ich merke mir sowas nicht und habe ein scheiß Kurzzeitgedächtnis. Genau, ja, genau, den guten Dice. Dicey. Ja, den habe ich durch sein cooles Video kennengelernt, das er gemacht hat über diese Exola-Geschichte. Fand das, was er, oder beziehungsweise die Art, wie er dieses Video gemacht hat, super, super geil. Und hab gedacht, boah, den musst du mal reingucken. Und dann, seitdem kenne ich ihn. Und ja, dann irgendwie ging das mal hin und her. Und dann ich bei ihm, er bei mir. Und jetzt sitzen wir hier. Bei Sally. Ja, genau, jetzt weiß ich es wieder. Sie wurde mir sogar empfohlen von jemandem. Und mir wurde gesagt, schau doch mal bei ihr rein. Die ist ganz cool. Und dann habe ich da reingeschaut. Und jetzt, ist sie ganz cool. Ja. Ja, und jetzt stimmt. Ist sie halt cool. Ja, jetzt ist sie halt cool, ja. Genau. Punkt. So, ich habe Dizzy damals durch einen Mod auf Dizzy gekommen. Da hieß es so, ja, deutsche Streamer und so und oh, da gibt's eine, der so einer aus dem Norden. Ah, es ging um Akzente, genau. So, oh, den höre ich total gerne. So, wer ist denn das? Ja, hier, HC Dizzy, da musst du mal reingucken. Oh, da hast du damals H1Z1 gespielt. Das war mittags und das war so mal gar nicht mein Spiel. Ne? Ich habe da immer nur wo sind denn da die Zombies? Verstehe ich nicht. Der läuft da immer nur. Was ist das Battle Royale? Ah, okay. Wie funktioniert das so lange überleben? Dann habe ich da das erste Mal gesehen, wo du Erster geworden bist. Wo du das Battle Royale gewonnen hast und bin da hängen geblieben. Wochenende gab es dann immer solche Story Games. Da habe ich dann Viech. Dieses Unwritten and Tell habe ich damals zugesehen mit Stefan am Wochenende. Ja, und so habe ich Dizzy kennengelernt. Slabby habe ich dann kennengelernt, als ich zu den Bay Pirates gekommen bin. War ich ja auch öfter im Teamspeak und E-Guy durch einen Host. Weiß ich sogar noch. Von Steve. Da waren wir bei Steve und der hatte rüber gehostet. Und da hast du, glaube ich, gerade Musik. Ja, du hast gerade aufgehört, Musik zu machen. Und es war, glaube ich, 4 Uhr morgens oder sowas. Oh, nee, ich bin jetzt fertig. Und dann kam dieser Riesenhost rein. Und du bist da gesessen. Aber ich bin jetzt fertig. Ich habe gerade 4 Stunden. Mache ich halt nochmal. Und dann hast du nochmal alles umgebaut und hast die Musik nochmal angeworfen. Und da denke ich mir so, oh, der ist ja cool. Oh, und die Musik gefällt mir auch. Ach, hier komme ich doch öfter her. Das war, ja, so habe ich euch kennengelernt. Also ich habe Slapstick und Sali hierher geholt. So habe ich die beiden kennengelernt. Kurz und knapp. Wie bist du denn auf uns aufmerksam geworden? Ich gucke morgens, deinen Stream seit einem Jahr. Jeden Morgen. Jeden verdammten Morgen vor meinem Stream gucke ich Salis Stream. Immer noch. Und Slabby habe ich damals, weil er Minecraft gespielt hat und nichts konnte. Und dann habe ich mir gedacht, gehst mal rein, machst mal einen auf Klugscheiße. Nee, habe ich nicht, aber so habe ich ihn kennengelernt. Und jetzt geht's los, ja. Also bei Herrn Energizer war das immer so. Also da muss ich ausholen. Das Visuelle war mein erster Eindruck. Und ich habe früher bei Herrn Energizer zugeguckt, als er mit seiner Musik angefangen hatte. Und Rauchen im Stream geht gar nicht. Habe ich gleich wieder ausgemacht. Weil er hat Musik gemacht und er raucht halt dabei. Ist ja jedem seine eigene Entscheidung. Und ich habe das scheiße gefunden. Ausgemacht. Gleich. Instant. Das ist schon sehr lange her, muss ich dazu sagen. Auch sehr, sehr kleinkariert, ja. Es ist sehr, natürlich ist das sehr kleinkariert, sicher. Aber jetzt kommt der gute Part daran. Ich habe dann irgendwann irgendwie durch
das Schola-Video nochmal bei dir angefangen reingeguckt. Zu rauchen. Nochmal bei dir reingeguckt gehabt irgendwie. Und ich weiß gar nicht, wie wir in Kontakt gekommen sind. So wirklich. Also ich war dann, glaube ich, bei dir, habe Musik gehört und hatte das für gut befunden. Habe dich dann einmal gehostet, weil ich das cool fand am Samstag. Auch weg vom Rauchen, weil ich die Persönlichkeit von dir gesehen hatte und dich dementsprechend nett fand und gesagt habe, solange ich nicht auf meinem Rauch, soll er doch da sein Ding machen. Hab den Host reingeballert, dann warst du irgendwann bei mir, hast mir deinen Namen nicht gesagt und hast gesagt, du heißt Schnitzel, hab gedacht, du hast mich verarscht und dann ging das hin und her. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, coole Nummer. Und so habe ich das Igor kennengelernt. Und jetzt mag ich ihn. Irgendwie, glaube ich. Oh. Das ist cool. Es ist echt interessant, wie man wen durch was auch immer kennenlernt. Und zu, ich würde mal sagen, zu 95% sind die eigentlich auch ganz cool, die Leute so. Oh. Gerade auch solche Sachen wie heute, deswegen finde ich es auch mega nett und auch nochmal vielen Dank wirklich für die Einladung. Dass man auch mal andere ist, wie man kennenlernt und mal ein bisschen schnacken kann. Und das finde ich ganz cool. Sowas schweißt auch oder zieht auch wieder so ein bisschen die deutsche Twitch-Community zusammen, finde ich. Das ist ganz cool. Ja. Jetzt machen wir das richtig coole, okay? Ich lege jetzt fest, wer wie was macht. Vors Gesicht jetzt. Für euch. Da die letzten sechs Sendungen immer die Frage kam, wie seht ihr euch in 10 Jahren, habe ich mir gedacht, Slabby und Garak, dass wir daraus einen Running Gag machen. Der Running Gag wird jetzt sein, dass Slappy für Sascha sagt, wie er in 10 Jahren ist. Okay? Sali sagt das für mich. Ich für Slappy und Sascha für Sali. Alright? Also, Slappy... Wir gehen quasi einmal im Kreis jetzt. Also, Slappy, du für Sascha, wie du ihn in 10 Jahren siehst, in der Zukunft. Das ist einfach. Auf Ibiza. Schön am Klappen. Alright. Darf ich noch mal was dazu einhelfen und dir sagen, dass ich schon seit 10 Jahren auflege? Vielleicht revidierst du deine Aussage dann auch mal. Okay. Ich finde, das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht nicht Ibiza, vielleicht irgendwo, wo es wirklich cool ist, so in Tirol. Frankfurt oder so. Tirol, genau. Schöne aber Tirol, Après-Ski. Après-Ski mit Energizer. Im Winter, also, in Frankfurt, so, die coolen Clubs halt. Ja. Okay. Nicht schlecht. Sascha, du darfst übrigens die Dame einschätzen. Viel Spaß. Also ich hoffe, dass du in 10 Jahren auf jeden Fall keine Probleme mehr mit deinem Hals bekommst, mit deiner Stimme. Weil das fand ich so lustig. Wo sehe ich dich in 10 Jahren oder wo bist du in 10 Jahren? Auf jeden Fall 10 Jahre älter. Ich glaube, du wirst dich nicht viel verändern. Also wenn du weiterhin auf Twitch streamst, dann werden, glaube ich, deine Streams auch genauso sein wie jetzt. Ich finde es echt interessant und ich glaube, das bleibt auch so. Ich glaube, viel wird sich da nicht verändern bei dir. Ganz ehrlich. Dafür bist du schon zu alt, als dass ich da noch was... Warte, ich helfe dir zu abgebrüht. Sag zu abgebrüht. Boah, ich hätte zu geerdet gesagt. Könnt ihr nicht was Nettes sagen? Das war nicht. Fanny, wie gut er so drumrum erzählt. Ja, so ein Standardsatz mit voller Überzeugung. Also ich denke, da wird sich nicht viel verändern. Also du hast eine sehr starke Persönlichkeit. Bloß nicht zu tief ins Detail gehen. Nein. Ich wollte jetzt nicht sagen, du bist zu alt für Veränderungen, weißt du? Nein, so mach ich dir. Guck jetzt. Toll, mir, danke. Ich bin raus. Tschüss. Oh, hat er nicht gesagt, oder? Hat er nicht gesagt. Wow. Boah, morgen sitze ich hier in Pink. So, und mach mich blond. Wegen. So. Ich bin dran, ne? Ja. Das ist schwer. Ich kann nur sagen, was ich mir wünschen würde.
Aber wo ich in 10 Jahren, ich meine, wenn ich überlege, was vor 10 Jahren war, oh Gott, dann bin ich ja heute eine ganz andere Person. Ich denke, dass du in 10 Jahren auf jeden Fall Kinder hast. Da bin ich ganz, ganz fest der Überzeugung von, weil, ja. Vielleicht streamst du noch in 10 Jahren. Das ist, das wird sich dann mit der Familie arrangieren, denke ich. Das muss man sehen, wie sich das da arrangiert. Aber in 10 Jahren bist du, ach, da bist du ja erst 40? Ich finde das so schwer. Hä? 40? Ja, ja, 40 bist du erst. Ja. Das ist, da streamst du noch. Wenn du nicht eine Frau gefunden hast, nein, du lässt dich nicht so verformen. Du lässt dich nicht so verformen. Ich muss immer erst, ich brauch sehr lange. Ich habe gedacht, ich muss das zu jemandem anderen sagen. Ich habe mir nichts aufgeschrieben, Mensch. Ja, ist egal, ist nicht so wild. Ich glaube, in 10 Jahren bist du verheiratet, weiß ich nicht, aber du wirst auf jeden Fall Kinder haben. Soll ich dir noch helfen? Du wirst noch streamen. Soll ich dir noch helfen? Du wirst bärtiger sein. Du wirst bärtiger sein, ja. Und eventuell wird sich vielleicht mal der Hintergrund verändern. Hey. Nichts gegen. 10 Jahren kann doch mal sein. Ja, okay. Vielleicht ist dann keine schräge mehr, sondern eine gerade Wand. Das wäre cool. Ja, denke ich mir. Das wäre cool. Out of nowhere. Ich träume schon von geraden Wänden im Hintergrund. Aber ich sehe dich in 10 Jahren nicht irgendwo als Kartograf. Nicht? Nee. Boah, doch im Büro, im Monitor anschreien, habe ich richtig Bock drauf. Nie und nimmer. Machst du doch schon den ganzen Tag, oder nicht? Ja, aber ich mache. Nie und nimmer. Aber da ist noch ein Mikrofon davor. Richtig cool. So, du sollst doch die Tür zumachen, der Papa ist doch gerade am Arbeiten. Oh, guck mal, was der Papa hier gerade spielt. So, und jetzt hast du genug geguckt. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, ja, das ja, könnte ich sein. Das kann ich mir gut vorstellen. Er hat gesagt, du sollst nicht stören, wenn ich verkackt fahre. Nein, nein, nein. Rum. Das glaube ich nicht, ganz im Gegenteil. Guck mal, der Papa hat jetzt nach 10 Jahren mal wieder Minecraft rausgeholt. Oh, redest du von Slabby oder was? Um Gottes Willen. Nein, Klötzchen. Ja, aber doch schon, das könnte passieren, ja. Ja, das stelle ich mir vor, in 10 Jahren. Slabby, ich habe dich schon mal eingeschätzt. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Du hast mich schon mal eingeschätzt, ja. Aber ich würde gerne revidieren, Slabby. Ah, ja. Doch nicht Gitarre oder was? Pass auf, Slabby, was ich die nächsten 10 Jahre für dich sehe, und eigentlich wollte ich das letztes Mal schon sagen, doch dachte ich mir, das ist unangebracht. Ich sehe dich in 10 Jahren. In der Gosse. Nee, das meine ich gerade wirklich ernst. Ich sehe dich in 10 Jahren als einer der größten Streamer auf Twitch. Aus dem ganz einfachen Grund, weil du hast jetzt gerade dein Leben noch nicht so auf die Reihe gekriegt, dass du das anspornen kannst, ja? Weil dein Leben keinen Plan hat. So, also ist Kacke gerade. In 10 Jahren wirst du das auf die Reihe kriegen und dann werden dich sau viele Leute gucken, weil du eine saugute Persönlichkeit hast, du bist ein saulustiger Typ und ich weiß, dass du das irgendwann schaffen willst. Und ich habe das Vertrauen immer noch. Nur sage ich dir das nicht so häufig, weil ich mir das gerne angucke. Aber das sehe ich in 10 Jahren. Und du wirst Familienvater sein. Und dann darfst du vielleicht auch mal die Kinder von deiner Schwester anfassen, was du ja jetzt nicht darfst aktuell. Also, hallo, nicht falsch verstehen. Morgen von 8 bis 10 habe ich einen Termin. Ach so. Muss ich auf den Kleinen aufpassen. Aber das sehe ich in 10 Jahren passieren. Dein Wort in Gottes Ohr. Das sehe ich passieren, ja. Toi, toi, toi. Alright. Wollen wir schließen die Runde? Ich weiß, Sascha, es tut mir wirklich leid, dass wir so überzogen haben. Es tut mir wirklich leid. Das ist das Thema von vorn wieder, oder? Wie plant man seine Sachen? Ja. Dass halt irgendwas passt so. Es ist alles cool. Also alles cool. Entschuldigt bitte, ihr Viechers. Heißen die Jungs bei dir so? Freaks. Also Freaks. Ja, entweder das oder wenn dann flauschige Bumsviecher. Kannst du auch sagen. Flauschige, ich mag Viechers. Okay, sag wie du willst. Entschuldigung, dass ich euch Viechers nenne, aber es tut mir leid, ich habe zu viel erzählt und dann ist wieder das eine zum anderen. Sali, er kommt halt später heute. So, ich habe dir Entschuldigungszettel geschrieben. Danke. Ja, bitte, kein Thema. Aber eine Sache. Was denn? Ja, was? Wir haben noch den Streamer der Woche. Genau. Danke, Sali. Ich war schon so im... Nein, das muss sein. Streamer der Woche, Leute. Streamer der Woche, ja. Streamer der Woche.
Ich habe gerade den Nöhl. Uff. Der war von wen hast Sascha. Du? Was? Wen hast du auf? Noel heißt der. Noel. Ja, der ist von mir. Genau. Ich nenne das gerne Nöhl, weil ich schreibe immer, OE, deswegen ist das Ö für mich, ja? Nöhl. Der Nöhl-Eto. Sascha, vielleicht möchtest du was zu sagen? Ich habe das mal geöffnet. Warum ist er der Streamer der Woche geworden für dich? Ganz einfach deswegen, weil ich finde, auf Twitch gibt es sau viele Streamer, die wirklich vor ganz wenigen, und mit ganz wenigen meine ich 1, 2, 3, 4, 5 Leute, die zugucken, streamen und extrem geile Sachen machen. Und der Noel ist einer, er zeichnet, er macht fast ausschließlich, oder ich habe bisher nur Creative Streams bei ihm gesehen, er zeichnet und das scheiße geil. Und ich glaube, das muss gesehen werden. Deswegen ist es Noel. Alright. Die Links gibt's übrigens gleich im Chat, ja. Also keine Sorge, keine Panik, die werden wir gleich rausgeben. Sali! Ich habe dein Tab jetzt gerade auf. Wen hast du dir denn? Oh, warte, wo ist meine Maus? Wen hast du dir denn rausgesucht? Ich verlasse, fast jeden Morgen meine Komfortzone und schaue mir, was ich wirklich nicht spiele. Und ansonsten ist es auch der einzige Stream, den ich sehe, wo LOL, es läuft LOL. Und es ist der entspannendste und angenehmste Stream, den ich jemals gesehen habe, wo LOL läuft. Ich bin bei Steve Memories. Das ist großartig. Also Steve ist, der hat eine so entspannte und angenehme Art zu streamen. Das ist fantastisch. Das genieße ich morgens unglaublich. Und er ist der Einzige, wo ich Stunden drin bin und mir LOL anschaue. Ich bin nicht wegen LOL da. Obwohl, ich habe so ein bisschen schon was mitbekommen. Steve, fast jeden Morgen. Alright. Flabberstück? Dem kann ich mich nur anschließen, also dem Morgen, weil mein Morgenstream, wenn er denn morgen streamt, das ist jetzt so langsam wieder mehr, wird das. Den Huffington, der streamt immer, also momentan streamt der dieses Kartenspiel, ich vergesse immer, wie das heißt, Hearthstone. Von Blizzard, genau. Und ich gucke das sonst nicht. Ich gehöre da einfach nicht rein und mich interessiert das auch nicht. Aber der irgendwie, ich weiß nicht, der ist immer ganz ruhig, ganz entspannt, bringt mal ein Witzchen rein. Aber an sich für den Morgen so Kaffee trinken und jemanden halt neben dem Zocken oder so zugucken, finde ich den super entspannt. Und deswegen Huffington, den finde ich gut. Und ja, der ist es. Alright. Ich habe einen langweiligen Pick, aber für mich ist es einfach der Typ, den ich am meisten geguckt habe. Man vs. Game, Thema heute auch gewesen. Egal, ob zu welcher Stunde der junge Mann streamt, ich finde den Hammer. Also, er ist auf seine eigene Art und Weise einfach er, der er ist. Und dafür liebe ich ihn. Er schreit sau viel rum, hat einen Kompressor drin, also euch fliegen die Ohren nicht weg, aber er ist halt so für mich auch eine Art Vorbild, was die Emotionen beim Spielen angeht. Der lässt alles raus. Der macht das ist so wie in den Comics, wo der Dampf aus den Ohren rauskommt, so dieses und dann, das passiert bei ihm auch und er ist super nett geht mit seiner Community richtig gut um. Er spricht über richtig verrückte Sachen, hört klasse Musik, also Man vs. Game It Is for me, diese Woche. Ja. Weil Steve konnte ich nicht und alle anderen auch manchmal nicht. Ich bin immer der Gesagte, ja. Ich komme mit meinen Picks und dann kommen, natürlich sage ich dann zu den Gästen, so, ihr dürft was wählen und dann, okay, wen nehme ich denn jetzt? Oh, Man vs. Game, den hattest du schon lange nicht mehr. Ja, so sieht das bei mir aus. Ich sehe gerade, ich habe das falsche. Sascha, du gehst heute Abend als Herr Juhl durch. Du. Und Sali geht als Garak durch. Ich denke die ganze Zeit, was haben die denn? Ja, ich habe das jetzt auch nicht. Jetzt habe ich richtig Mist gemacht. Ja, ich habe. Jetzt warte ich drauf. Okay. Hier, einmal. Das war. Es ist alles wieder in Ordnung. Ja, aber wie hat sich. Technische Störung, Entschuldigung, Verzeihung. Wie hat sich's angefühlt in einem anderen Körper, ihr zwei? Super, Dark Age of Camelot. Das ist ja.
Ja, du warst wer ganz anders gerade. Du warst gerade ein Consolero. Echt? Mhm. Okay. Nee, war gut. War okay. Gut. War toll. Ja, es tut mir leid. Ja. Entschuldigung, Regie. Nun gut, Freunde der Sonne. Wollen wir zum Ende kommen? Das ist müssen wir ja. Ich würde mich sehr freuen über einen harmonischen Abgang von Sali und Sascha in einem. Ja, ihr müsst jetzt ein harmonisches Ende bilden und die Sendung schließen. Slabby, du darfst als erstes auf Wiedersehen sagen. Ja, dann soll ich mal auf Wiedersehen. Ne? Danke mal wieder fürs Zugucken. Diesmal bringe ich ihn nicht, denn so langsam wird er alt. Danke fürs Zugucken nochmal. War wieder richtig gut. Also ich weiß gar nicht, wo die Zeit schon wieder abgeblieben ist. Und ich freue mich schon. Wir haben noch gar nicht gespoilert, was in 2 Wochen kommt. Ne? Willst du das gleich machen? Deswegen habe ich dir das Wort gegeben, Slabby. Ach so. Ja, in 2 Wochen werden wir nämlich einen Jahresrückblick-Stream machen. Das passt ja am 27. Das wird richtig schön gemütlich. Und da gucken wir mal, was so für geile Spiele rausgekommen sind im letzten Jahr. Denn viele hat man schon vergessen, schon, glaube ich. Tatsächlich schon wieder. So wie Evolve, das ja richtig, richtig abgeht, immer noch. wie ja jeder weiß. Das ist tatsächlich 2015 rausgekommen. Ist egal. Ich danke auf jeden Fall fürs Zugucken und ich freue mich, in 2 Wochen endlich mal sagen zu können, dass Undertale ein richtig geiles Spiel war. Ich möchte mich bei euch allen auch bedanken. Natürlich auch an Sali, die kurzfristig eingesprungen ist. Sascha, der heute da war. Es hat mich richtig gefreut. Es war eine super geile Runde ohne Thema. Ich habe immer so ein bisschen Angst bei ohne Thema, wenn wir uns einfach reinschmeißen in alles, dass das die Zeit nicht füllt. Aber es ist jedes Mal so geil, dass du 3 Stunden... Oh, warte. Wow, wir sind ja schon längst oben drüber. Dankeschön dafür. Vielen lieben Dank an alle Zuschauer, egal aus welchen Himmelsrichtungen ihr gekommen seid. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Vergesst nicht, bei den anderen dreien reinzugucken. Bei mir wart ihr jetzt quasi zu Hause. Sali morgens, Slabby, wann er will. Und Sascha wird euch das wahrscheinlich auch gleich mitteilen. Da weiß ich das nämlich nicht. Das ist, glaube ich, Quergemüsegarten irgendwie so. Dankeschön. Ja, Samstagabend kann ich immer sagen, aber unter der Woche streamt er ja auch. Ja. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Ich salutiere in meiner Manier, wie das bei mir gang und gäbe ist. Dankeschön und love you long times. Ich gebe an euch beide weiter. Ihr habt einen harmonischen Abgang zu zaubern. Okay, du singst, ich mach den Beatbox. Nein. Ladies first. Wir wechseln ab. Okay, dann würde ich sagen... Fang ich an. Okay. Danke. An... Den. Nils. Und. Selbstig. Dafür. Dass. Wir. Heute. Hier. Waren. Es. Ist. Wundervoll. Draußen. Zu sein. Denn. Wir beide verbringen unsere Zeit gerne auf einem Hausdach. Twitch-Stream. was war das? Twitch-Stream? Denn aber wir jetzt mal endlich zum Anfang Ende kommen. Danke. Bitte. Tschüss. Schön. Tschüss. Was? Also. Oh mein Gott. Spaß muss sein. Okay. Aber schwingt nochmal jeder separat für deine Rede. Danke. Sali und. Ich greife mal ganz kurz vor, damit. Oh, perfekt. Was? Oh, was? Oh nein! Was nein, das Timing! Nein, wir wow. sind. Das 3 Stunden. Das 3 Stunden. 4 Stunden. Kaputt. Nein, alles ist kaputt. Kaputt. Hey, ich bin wieder da. Nur ein bisschen dunkel. Oh, Sie benötigen Premium. Oh nein. genau. Oh nein. Wir sind nur ein bisschen dunkler. Wir haben das Licht gedimmt. Wäre kein Problem. Das ist wie ein Cartoon, wo der Kreis immer kleiner wird. Ich müsste euch beeilen. ja. Ich möchte mich auf jeden Fall für die Einladung bedanken.
Danke, danke, danke schön, dass ich ein zweites Mal mit dabei sein durfte. Das ist mir immer eine Riesenfreude. Es macht einen mega Spaß, hier zu sein und ja, wundervoller dritter Advent. Dankeschön. Ja, ich kann auch nur noch mal Danke sagen. Wirklich, das war wirklich sehr nett. Ich freue mich mega über die Einladung. Es war ein sehr schöner Abend, der auch sehr lustig war, ich glaube, für alle. Vielen lieben Dank dafür. Ja, es ist schön, da immer wieder neue Leute kennenzulernen und auch so ein bisschen, wie vorhin schon gesagt, so das Band um Twitch, um so ein paar Leute so ein bisschen enger zu ziehen oder überhaupt mehr kennenzulernen, weil viele kennt man einfach nicht. Also das war echt sehr, sehr cool. Also nochmal vielen lieben Dank dafür, für die Einladung. Und ich gehe jetzt Geschenke auspacken. So, Dankeschön und noch einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.